schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser, wie viel ist das jetzt? Ach, ich habe ja keine Titel mehr. Warum machst du das denn heute? Ich dachte jetzt, ich kann voll loslegen, ich habe schon so Luft geholt. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Kann ich auch, genauso gut wie du. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur 53. Ausgabe vom Plankenschnack 54 mit folgenden Gesichtern. Habe ich schon längst umgestellt. Ihr seid schon längst zu sehen. Okay, krass, okay. Mann, ja, wir haben heute einen sehr interessanten Gast, den, glaube ich, fast niemand kennt, außer ich. Denn ich war ja schon bei dem netten Herrn zu Gast. Und ich glaube, heute wird sehr interessant. Also ich für hoffe. Uns alle. Und, ich habe das Video angesehen. Welches Video? Na, wo du da warst. Ach so. Ja, das wäre sehr witzig. Hm. Wir müssen noch mal über die Hackerfilme reden. Ich habe da mal was vorbereitet heute. Nee, habe ich nicht. Aber hey, Nico ist zu Gast. Schön, dass ich da sein darf. Ja, Nico, erzähl doch mal einen Schlag aus der Jugend. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Vielleicht mal so ganz kurz für die Leute, die gerade zugucken, dass sie dich mal fühlen können. Also ich komme aus dem schönsten Bundesland, aus Mecklenburg-Vorpommern. Wow, okay, ich gebe dir recht. Ich wollte sagen, mindestens einer muss mir recht geben. Genau, Nico mein Name, Gutja mit Nachnamen. Seitdem das mit den Reifen nicht mehr so läuft in Amerika, habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, machst du Fernsehen und ein bisschen Internet. Und bin tatsächlich seit vielen Jahren, seit 12 Jahren fürs Fernsehen tätig. Ich habe im Regionalfernsehen in Mecklenburg-Vorpommern angefangen, bin dann nach Hamburg und von dort aus in die Welt nach Berlin. Und seitdem selbstständig, und zwar für alle großen Sender, hauptsächlich aber für die Formate Bares für Rares, Shopping Queen und Zuhause im Glück. Und wenn ich nicht selber Fernsehen hinter der Kamera mache, dann bin ich vor der Kamera bei Nico, die Web-Talk-Show, bei der auch schon der liebe Dizzy zu Gast war. Und dort haben wir was Fürchterliches über ihn erfahren. Und ich finde, darüber sollten wir heute nochmal sprechen. Dizzy, du hast noch nie die Simpsons gesehen. Und ich hoffe, das hat sich mittlerweile geändert. Wow, da wird ja hart gleich geschossen. Darauf war ich jetzt ja gar nicht vor. Nee, habe ich immer noch nicht gesehen. Ich gucke so auch die Serie nicht, tut mir leid. Deswegen habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Es geht um die Charaktere, nein. Wow, echt jetzt? Nee, aber das könnte ich improvisieren. Okay. Nee, tatsächlich nicht. Ja, und das ist eigentlich alles, was es über mich zum jetzigen Zeitpunkt so früh zu sagen gibt. Ganz wann großartig. Habt ihr Regie, könnte man den ganzen schon längst erledigt. Leute? Auch mich. Auch dich? Auch mich anscheinend. Ich wurde angewispert, ich bin zu leise. Boah, der wird schon Wisberg rausgeschickt? Wow. Ich Wahnsinn. Kann sonst auch schreien. Aber nein, das ist nicht. Die Regie kümmert sich. Ich frage mich, wann ihr euch das letzte Mal eigentlich hier vorgestellt habt. Weil für mich wäre das ja total cool, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet, dass ich so richtig weiß. Nicht, ich habe euch natürlich alle gegengecheckt und recherchiert, also ich weiß. Stalken nennt man das ja auch. Das Stalk macht man nee, das als Journalist, so? Als Journalist heißt das recherchieren. Ja. Ja gut, dann bin ich ab heute Journalist, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Er ist nicht geschützt, du kannst dich sofort so nennen. Mal so eine kurze Frage. Du hast ja jetzt gerade 3 Sendungen genannt, richtig? Richtig. Magst du das nochmal wiederholen? Sehr gerne. Aktuell und hauptsächlich mache ich Shopping Queen auf Vox. Das kennt man von Guido Maria Kretschmer. Die meisten Männer kennen das, weil ihre Frauen das samstags bingen. Dann gibt es Bares für Rares, das erfolgreichste Programm im Nachmittag des ZDFs und bei ZDF Neo. Und Zuhause im Glück, ein Format, bei dem Menschen geholfen werden, die einen schlimmen Schicksalsschlag haben und in ganz schlimmen Verhältnissen wohnen. Da kommen dann 2 Architekten und das schnellste Bauteam Deutschlands und helfen dort, machen das Haus bewohnbar sozusagen. Ja, mit den dunklen Haaren und dem Schnauzer. Genau, der Schnauzer ist nicht mehr da. Aber der ist nicht mehr da, der Schnauzer. Der war auch in meiner Sendung zu Gast. Der war auch bei der Web-Talk-Show. Der war der allererste Gast. Zu Hause im Glück sehe ich sogar noch gerne. Jetzt mal eine Frage an den Chat. Wer von euch im Chat kennt diese Fernsehprogramme? Einfach nur mal kurz so gegenplussen im Chat. Ich sagte, Bares für Rares kennt jeder. Das kenne ich einfach nicht. Einfach nur mal plus, wenn ihr eins dieser Sachen kennt. Also nur kennen. Ich gebe übrigens mal, du kannst da draufklicken, Nico, dann kannst du auch den Chat unten dann wieder in dem Fenster, dann kannst du mitlesen. Falls du das nicht hast. Holy moly, so viele Leute? Also ich kenne 2 der 3 Formate. Ich kenne gar keins. Echt nicht? Nee, ich kenne also, keins. Also Shopping Queen, muss ich sagen, das habe ich vielleicht 1, 2, 10 Mal auch gesehen. Aber hauptsächlich wegen dem Guido, der macht doch schon Spaß, ne? Wow, so, das sind tatsächlich viele Leute. Ja, pass auf, ich lege noch einen drauf. Letztes Jahr habe ich Biggest Loser gedreht. Und das kennt eigentlich gefühlt jeder.
Das ist die Abnehmshow, ne? Genau, Dizzy, come on. Das ist der Wahnsinn, was Hammer, die Gewinner, die da dabei sind, was die da an sich gemacht haben. Letzte Staffel Rekord, eine Frau, erstmal die erste Gewinnerin und dann noch mit einer Rekordabnahme. Irgendwie das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das ist ja 50% abgenommen, ist Hammer. Boah! Aber warum solltet ihr das auch kennen, ihr schönen Menschen? Also letztendlich. Also abnehmen kenne ich sowieso nicht. Also das steht auch im Chat gerade. Finde ich gut, dass das endlich mal einer festgehalten hat, ja? Hört Lichter wirklich auf? Nein, Horst Lichter hört nicht auf. Nun, aber da du uns ja nicht kennst, Slappy, Ladies first. Sali, stell dich doch kurz mal vor, dass Nico dich auch mal kennenlernt. Vielleicht sind auch Leute hier, die von Nico zufällig zugucken, kann ja auch sein. Stimmt, einer. Hi, Robert. Hi, ich bin Salista Belladonna und streame hauptsächlich Achievement Hunting hier auf Twitch. Ich bringe meine Spiele gerne auf 100%. Zudem bin ich mit dem besten Stefan der Welt verheiratet, den man auch ab und zu hier im Stream sieht, und ich bin der Quotenkrufti hier auf Twitch. Und Nico wurde gerade von uns getrennt. So. Du hast zu viel geredet. So schlimm war es jetzt auch nicht, ja? Ich glaube, er ist gar nicht mehr da. Oh nein! Ja, da holt man sich mal wen vom Fernsehen und dann gibt es gleich Störungen. Ja, ja, nun, dann warten wir kurz mit der Vorstellung und bringt ja nichts. Ich bin noch nicht fertig. Nee, halte deinen Gedanken fest. Ich halte inne. Ja, das ist halt, wenn man Leute aus dem Fernsehen einlädt, die brauchen da kein Internet, ne? Oh ja, der ist auch hier raus. Ja, überall. Danke, Sally. Oh, wow. Er sitzt wahrscheinlich panisch vor seinem Laptop. Oh Gott, wo ist mein Internet? Ja. Ah, ja. Wir haben kein Internet. Ich muss los, Streamer reden. Großartig. Ja, wir improvisieren das einfach durch. Mein Chat, wie geht's euch? Alles gut? Ich hoffe, bei euch ist alles paletti. Ich muss mal die Szene wechseln. Es wird auf jeden Fall eine sehr schöne Folge. Freut ihr euch schon drauf? Ja. Auf jeden Fall. Ich will noch wissen, was er da macht. Ja, genau. Ja, das machen wir. Ich weiß das auch, ehrlich gesagt. Bin neugierig. Ich habe ja, ich war ja nur einmal zu Gast bei ihm in der Sendung und das war schon... War sehr witzig. Das war sehr gut. Vor allen Dingen, weil das meine Erfahrung war mit dem richtigen Produktionsteam dahinter. Das war unglaublich verrückt. Unsere so Produktionsabläufe. Und was sagst du, Dizzy? So im Vergleich zu Twitch? Ja, das ist halt... Wollen wir das schon vornehmen? Ich würde das dann einfach vergleichen mit Nico so. Um einfach mal den Vergleich zu ziehen. Ich frage mal kurz. Oh, er ist wieder da. Warte. Ja. Da ist er. Hallo. Ja. Hi, na? Warte. Ja, also beim Fernsehen läuft das Internet ja sehr stabil, was? Hört ihr mich jetzt oder nicht? Ja, wir hören dich. Ja, ich habe mir gedacht, Sally, du hast so viel zu lange erzählt. Das war fast wirklich das, was auf deiner Instagram-Seite steht. Also, bam. Twitter, sorry. Ja, und plötzlich war es vorbei. Ich habe euch noch gehört und dann habe ich mir gedacht, ich komme aber zurück. Ja, nee, euch hast du nicht, du hast mich gehört. Nicht euch. Mich hast du reden hören und warst dann weg. Ja, aber war wirklich interessant. Ich war noch nicht fertig. Oh. Bitte, bis Mitternacht ist angesetzt. Wow. Da kommt der Fernsehassi wieder durch. So. Schnell. Assi verstanden. So. Ja, Assistent. Meine ich damit. Also ich meine nicht Assi. Sowas sage ich nicht. Na, hallo Nico, sowas will ich dir nicht sagen. Das ist lieb von dir. Ich bitte dich. Guck dich mal an, gut aussehender Mann mit Föhnfrisur aus Mecklenburg. Was soll ich da schlecht sagen? Hallo? Ich habe schon gesagt, der Nico sieht aus, als wenn er gerade aus dem Urlaub kommt. So gegen mich, ich bin das Milchkännchen. Dagegen. Das ist schon beeindruckend. Seid ihr eigentlich, wer ist eigentlich noch tätowiert, außer Sally? Ja, die Sally. Keiner? Ich bin rein heute. Man ist ja manchmal, ist man plötzlich in so einer Situation, dass man denkt, man wäre, und dann ist man doch nicht. Was? Tätowiert doch, das würde ich merken, glaube ich. Also außer wenn Pickel zählt, dann bin ich tätowiert. Naja. Ich wollte vorhin nicht fragen, warum deine Nase auf der Seite so rot ist. Können wir nicht drüber reden, ich würde am liebsten zum Arzt gehen und alles abbauen lassen. Ich habe ganz dezent, habe ich es übersehen. Nun erzähl weiter, Sali. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Was hast du? Grufti. Den besten Stefan der Welt, der Quotengrufti. Und wir machen kreativ hier. Ich häkel in Streams und wir kochen. Ach, das habe ich gelesen. Du häkelst in Streams. Das fand ich sehr abgefahren.
Gibt's da was zu sehen? Hast du da was griffbereit? Das Lemmy darf sich mal vorstellen, in der Zeit ich mich. Solltest ja wohl jede Menge zum Vorstellen haben, oder nicht? Ich muss erst mal gucken. Die Fußtaktiken. Ich habe gerade die Fußschublade. Ich habe gerade Silent Bob habe ich da. So einen kleinen Teddy. Silent Bob? Er sieht aus wie der von Mr. Bean, ne? Mhm. Ich wollte sagen, also wie Jane Silent Bob sieht er nicht. Das ist Mr. Beanbär. Der heißt Silent Bob, weil ich ihn gehäkelt habe in einer Woche, in der ich nicht reden durfte, weil ich eine Kehlkopfentzündung hatte. Und ich habe erst Lisa Bob und der hieß halt dann Silent Bob, den ich gehäkelt habe. Voll die gute Idee. Eine Woche nicht reden dürfen, da macht man halt kreativ. Sehr gut. Zum Beispiel. Slabby. Jetzt wird schon im Chat gedacht, ich mag Katzen und keine Tattoos nicht. Also ich mag keine Katzen und keine Tattoos. Tatsächlich mag ich nur keine Katzen. Tattoos mag ich eigentlich. Kinder auch nicht. Ich bin Slabbys Antichrist. Du darfst ruhig sagen, dass du Kinder auch nicht magst. Doch, Kinder mag ich, wenn sie nicht meine eigenen sind. Ach so, okay. Ach ja, dann habe ich dich mit Stay verwechselt. Der hasst dich ja diabolisch. Okay, ja. Never mind. Entschuldigung. Ja. Und der ist auch tätowiert. Siehst du? Siehst du. Zusammenhänge. Kriminell. Allesamt. Trash Metal Donkey Fuckers, sage ich nur. Ihr seid nicht ohne Grund in einer Band. Nee. Ich bin für den Trash Metal zuständig. Ne? Just saying. Echt? Das habe ich aber beim letzten Video von dir mit der Gitarre in der Hand nicht gehört. Ach so. Nein. Ist. Ich meine, bei den Trash Metal Donkey Fuckers bin ich für den Trash Metal zuständig. Okay, also du bist Musiker. Ja, ja. Also ja. Ach so. genau. Denn ich bin Streamer. Zuallererst bin ich Streamer. Ich spiele Videospiele. Ich setze mich ab und zu mal hier hin, fünfmal die Woche und streame Spiele, so wie die anderen beiden auch, theoretisch. Und ansonsten, und zu sitze ich auch mal hier und spiele ein bisschen Gitarre, aber meistens nehme ich das auf und lade es hoch auf Twitch, weil dann kann ich halt 2-3 Takes aufnehmen und muss es nicht live machen. Ist einfacher. Tatsächlich. Eine Variante. Genau. Als ich mir die Folgen Plankenschnack zur Vorbereitung angeguckt habe, hatte ich bei dir öfter den Eindruck, soll ich den Satz zu Ende bringen? Ja, bitte. dass du vor allem für die sarkastischen Kommentare zuständig bist. Was? Das kann ich nicht. Ja. Woher hast du das denn? Also es war ein schönes Beispiel. Nils hat was gesagt, Sally hat unterstrichen, der jeweilige Gast sagte auch nur so, nö. Und wahlweise manchmal sogar noch was gesagt oder einfach nur mit einem Wort das Ding komplett zerballert. Und das war's. Und dann saßst du da, hast so geguckt und dann kam so ganz leicht ein Lächeln. Du hast wirklich Hausaufgaben gemacht, das ist Wahnsinn. Yeah. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon eingeladen werde, dann gucke ich auch mal vorher. Nee, das war ein Tipp von Robert. Ach so, Robert hat das wieder gemacht. Und du hättest dich das nicht angeguckt, oder was? Ich habe mir gedacht, wenn ich in einen Bereich eingeladen bin, wo nur getalkt wird, dann brauche ich mich nicht vorbereiten. Nee, das ist richtig. Du wirst ja sicherlich viel zu erzählen haben. Ich bin gespannt auf die Fragen. Du kannst ja mal, oder ich könnte auch in den Chat den Link reinschicken von unserer Folge, weil da habe ich dich ja kennengelernt quasi. Ja, natürlich. Das können wir sehr gerne machen. Das ist machst du das? Idee. Du bist ja immer viel schneller mit allem. Der Nils war nämlich, Dizzy war am Anfang ein bisschen, das fand ich auch ganz lustig. Es ging irgendwie um eine Mailadresse oder irgendwas, hast du mir schon geschickt, hat er geschrieben, natürlich, wir sind im Internet, du bist in meinem Zuhause. Was soll das jetzt heißen? Deswegen weiß ich, dass du immer irre schnell mit einem ist, was parallel passiert. Ja, da hier quasi aktuelles Medium gegen altes Medium antritt, indirekt, muss man das ja mal erleben und sagen, wie schnell du bist. Ich meine, das Ding ist, wir haben eben gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Hier bin ich übrigens gerade bei Nico zu Gast in der Folge. Ist übrigens eine sehr schöne Folge geworden, weil Nico hat mich nämlich astrein auflaufen lassen, mehrere Male, was sehr lustig ist. Also das hat mir übrigens sehr gut gefallen. Am Ende des Tages. Am Ende des Tages, ja. Ja, währenddessen auch, weil ich konnte ja dann Blödsinn machen. Und da kommen wir nämlich auf die Sache zu sprechen, was ich gleich am Anfang vorweg machen wollte. Und zwar... Ich war ja bei dir zu Gast und ich habe ja deine, ich nenne das jetzt mal Crew, ne? Kann man das so sagen? Ja. Also deine Kollegen, die halt mit zuständig waren, habe ich ja kennengelernt. Und da hat mich jemand gefragt, sag mal, seid ihr eigentlich alle so? Und ich habe mir dann so gedacht, wie seid ihr alle so? Es war eine sehr komische Frage. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, läuft das beim Fernsehen immer strikt nach Plan ab? Oder gibt es da auch mal eine Abweichung?
Im Idealfall läuft es nach Plan ab, weil sonst kommst du nicht voran bei gewissen Sachen. Also man hat jetzt nicht die Freiheit wie du oder ihr, dass man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt mal x Stunden und wir gucken mal, was bei rumkommt. Erinnert sich noch einer von euch an das Format Mitten im Leben? Nein, noch nie Nein, gehört. nie gehört. Und dieses Format war am Anfang echt gut, weil man einfach ein Kamerateam an irgendwelche spannenden Menschen gegangen hat und gesagt hat, komm, film mal, bis ihr einen spannenden Film zusammen habt. So 30, 45 Minuten. Und dann wurden die 6 Monate begleitet. Nicht am Stück, immer mal so. Ne? 2 Tage in dem Monat, 3 Tage in dem. Und irgendwann war dann ein geiler Film zusammen. So, der hat dann aber mal schnell irgendwie 150.000 Euro gekostet, was zu viel ist. Und deswegen wurde das irgendwann gescriptet, leider. Und hat damit das Format in die totale Scheiße gerissen. Und deswegen kennt auch jeder Mitten im Leben, weil das irgendwann so eine Scheiße, so ein Trash war. Und deswegen versucht man alles so schnell und so zeitnah wie möglich zu packen. Allerdings bei unserem Drehtag der Sie war das natürlich noch ein bisschen was anderes. Da kann man, es ging noch nie so viel schief wie an dem Drehtag, an dem der Hey Sie zu Gast war. Denn der erste Kameramann sagte: Ach Scheiße, ich habe die Kamera vergessen. Und musste nochmal schnell Er war hin und also nur noch zurück ein Mann. 90 Minuten fahren. Der zweite Kameramann hatte der weltälteste Kamera mit. Um zu sagen, ach du, ah, ich habe das Ladegerät irgendwie nicht gefunden oder einem Kumpel geliehen oder ich weiß es nicht. Und wie gesagt, wollt ihr mich hier alle verarschen? You had one job. Ey, und dann blieb keine Zeit, wir mussten so viel parallel machen und irgendwann sah ich nur Dizzys Blick und der war dieser. Und er sagte das auch später am Tage, es wäre schön, wenn man sich mal unterhalten hätte. Wir haben uns tatsächlich, glaube ich, wirklich nur unterhalten, als es hieß, und bitte. Ja. Ich stand vorher einmal kurz mit draußen, als du draußen standest, ganz kurz, hi, hi, na, na, und hat mir auch total leid getan. Aber Dizzy hat am Ende des Tages mir eine vernichtende Kritik gegeben. Und das Lustige war, aus dieser vernichtenden Kritik, weil ich versuche immer, ich denke, das ist bei euch auch so, mal irgendwas Gutes aus allem mit rauszuziehen. Also erstmal habe ich gedacht, bist du nicht ganz dicht? Ich habe irgendwie 6 Folgen gedreht und du ballerst mir hier voll, wie scheiße alles war. Und dann habe ich aber nochmal überlegt, was er gesagt hat. Dann hat er halt gesagt, das war, weil es halt zu festgefahren war, zu Stock im Arschig, das ganze Programm. Wir haben angefangen, erst den Talk zu machen und dann die Games. Und das machen wir seitdem nicht mehr. Also Dizzy, du hast die Sendung verändert. Wir machen seitdem immer erst die Games. Und das hat sich so gut ausgezahlt. Zum Beispiel bei der Folge danach, ein Drehtag später, war Culture Candela da. Und die kamen an und hatten gar keinen Bock. Ich habe noch nie so was Unmotiviertes gesehen. Und dann standen die da. Hi, na, ja. Und in dem Rider, den die erhalten haben, also in dem Infoblatt, stand YouTube-Show mitspielen. So. Sie wird das unterschreiben können, aber bei Musikern ist das anders. Sie kriegen einen richtigen Ablauf. Es gibt ein spezielles Spiel bei mir, das heißt Killer, A Cappella, Karaoke. Und da muss man sich darauf vorbereiten, weil es eine bestimmte Kategorie ist und du musst 5 bis 10 Songs auswendig lernen. Slappy, Sally, wenn ihr dann mal zu Gast seid, kriegt ihr diesen Rider, dann könnt ihr singen. Freue ich Kann mich ich jetzt schon singen? drauf. Ach, das macht nichts, man muss das nicht können. Ich will nicht singen. Das macht nichts. Das macht Ich kenne auch keine Hackerfilme. Was? Das wird auf Nein, jeden Fall sehr witzig. nein. Nein, egal, worauf ich hinaus will. Die hatten halt gar keinen Bock. Und wir haben aber angefangen mit den Spielen. Ich habe mit denen Lyrics-Quiz gemacht. Das heißt, ich habe mir Songzeilen von denen rausgesucht und die mussten sagen, ist das von uns? Wenn ja, von welchem Song? Wenn nicht, von wem? Und die meinten so, naja, come on, wir kennen doch unsere Lieder. Die haben aber über 100 Songs. 7 Alben, weiß der Fuchs was. Da habe ich gesagt, na gut, komm, biet an. Ne? Habe denen die erste Songzeile vorgelesen. Alle, ist nicht von uns, ist nicht von denen. Ich so, doch. Und plötzlich haben die überlegt und richtig wach geworden und auch gesagt, oh krass, jetzt hast du unsere Aufmerksamkeit, jetzt sind wir da. Das zweite Spiel war dann noch intensiver und frischer und zack, dann saßen wir im Interview mit einer mega gelassenen Stimmung, weil die wussten, alles klar, der ist vorbereitet, der hat Bock drauf und es war ein super geiles Interview. Und das Interview wäre völlig anders gewesen, wenn wir erst den Talk gemacht hätten in üblicher Form, die wären low gewesen und man hätte gedacht, was ist mit denen? Also Nils, deshalb vielen lieben Dank, du hast Nico die Web Talk schon nachträglich geprägt. Du, kein Ding, gerne. Wir können ja noch ein zweites Mal machen. Eine halbe Stunde. Aber dafür hast du ja keine Zeit. Aber jetzt mal kurz aus der Sicht, ja. Also kannst du einfach mal, nur wenn du jetzt von deiner Web-Talkshow redest, das ist ja mehr oder weniger nicht wirklich Fernsehen, sondern ein neues Richtig. Medium. Wie strukturierst du so einen Tag? Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast für Nico die Web-Talkshow einen Tag, wie strukturierst du den? Wie gehst du daran? Ich versuche mehrere Künstler auf diesen Tag zu kriegen, im Idealfall 4, weil ich es selber produziere und finanziere. Und dann gucke ich, wer hat wie wann Zeit, in welche Location kann ich wie wo gehen und können meine Teammitglieder, die ich gerne habe. Und dann drücke ich ganz fest die Daumen und das klappt meist nie. Und dann sagt irgendjemand einen Tag vorher ab.
Dann sucht man schnell einen Ersatz, dann können zwei, den kannst du aber auch nicht absagen, dann musst du noch einen weiteren Interviewslot aufmachen und ja. Und also mit Planung des ersten Tages, also ich hatte angefangen damit zu gucken, welche Künstler sind in Berlin zu Gast. Da hatte ich zum Beispiel letztens die schwedische Erfolgsrockband Heat zu Gast, die kennen wir hier natürlich nicht. Und die waren halt an dem und dem Tag da, ich habe das Management angeschrieben und gesagt, yay, haben wir Bock drauf. Also wusste ich, an dem Tag drehe ich und habe versucht, den Drehtag voll zu kriegen. Also so ist die Theorie. Das ist bei mir im Vergleich zu Bares für Rares beispielsweise natürlich ein Witz, aber bei mir ist es schon schwierig. Aber es macht mega viel Spaß, das zu organisieren. Ähnlich wahrscheinlich wie ein Trip zur Gamescom. Das ist schnell. Du musst nur die Karte zücken. Aber es macht doch Spaß. Lass uns nicht über die Gamescom reden. Sally, deine Katze ist nah. Wie heißt die eigentlich? Das ist Pandora. Deine Box? Wie viel es ist mein Liebling. Wie viele Interviews versuchst du da an einem Tag unterzukriegen und wie viel Zeit rechnest du für eine Person? Aktuell, im Idealfall sind es 4. Schöner wären 5. 5 sind aber eigentlich zu viel. Und tatsächlich mit Interview und Games und Fotoshooting und allem drum und dran sind es 60 Minuten mittlerweile. Wow. Und das geht, weil die Interviewslots sind nur noch wie bei uns damals schon 5 Minuten. Mittlerweile ist es sogar so gut, wir schaffen 15 bis 20, 30 Minuten Pause dazwischen. Ich habe es bei meinem letzten Drehtag sogar geschafft, was zu essen. Oh, wow! Oh, das war eine Weltpremiere. Großartig. Ja, aber das ist halt meine Passion. Und da rennt so ein Tag eh an dir vorbei und da freust du dich nur mit. Oh, da ist es wieder passiert. Es ist geschehen. Es ist geschehen. Der hat ja, also der Nico hat fast so gutes Internet wie du, Dizzy. Das ist oh, ja, das stimmt. Nur meins ist gerade ein bisschen besser. Ein bisschen. Ich finde das so interessant, da mal reinzuhören, ne? Mhm. Wie das eigentlich abläuft. Also ich habe ja, um das kurz aufzugreifen, weil Nico war ja in der Folge ja auch da, mir haben die Ohren geschlagert. Also das war wirklich, das war so krass. Du bist da angekommen, schminken, hinsetzen, 5 Minuten reden, fertig gedreht, nächstes Stück, wir machen das Spiel, spielen, fertig, nochmal überschminken, Outro drehen, Intro drehen, fertig. Bam, also, bam. Das war wirklich so, zack, 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 zack. Und dann sitzt du da, kommst da an, okay, wir machen Plankenschnack 2 Stunden, im Idealfall 5. Treffen nun. Uns eine Stunde vorher und quatschen noch, oder ist er wieder? Oh, warte, man kann ihn noch nicht hören, warte. Nee, jetzt warte. Hört ihr mich? Ja. Jetzt. Willkommen zurück. ich habe gerade kurz gesagt, wie das für mich war, der Tag, den ich bei dir hatte. Ohrenschlagern habe ich noch gehört. Ja, also wir haben ja die Ohren geschlagert. Und jetzt ist es ja, wenn wir zum Beispiel Plankenschnack machen, weißt du ja, du kommst jetzt eine Stunde früher her, dann sitzen wir hier 3 Stunden und dann sitzen wir danach nochmal eine Stunde. Ist es so? Ja, wir sitzen danach ist noch eine Stunde? Ja, du musst nicht, aber wir sitzen dann einfach nur, um dich kennenzulernen und so. Und das ist halt richtig krass. Ja, das war auch der beschissenste Tag. Ich sag's dir, das war der schlimmste Drehtag ever. Und mittendrin du. Und ich hab dann abends gedacht, jetzt noch schön entspannt mit dir und Robert irgendwie was trinken. Und hab mir gedacht, boah, jetzt irgendwie den Tag zu Ende bringen. Und aber es nützt nichts, ne? Der Drehtag hat ja aufgezeigt, wo die Schwächen sind oder waren. Und die wurden behoben. Und ja, du, ab nächster Woche Montag, also ab morgen quasi, gibt es wöchentlich die Web-Talkshow. Das heißt, ich muss 53 Gäste fürs nächste Jahr füllen. Wir haben den nächsten Drehtag in Berlin und wir werden viele Drehtage in Berlin haben. Und ich glaube, ich hole dich einfach mal spaßenshalber so im Oktober, November nochmal dazu. Vielleicht seid ihr beide ja dann auch ganz zufällig in Berlin, Sally und Slevi. Zufällig. Und dann sitzen wir dann da zu viert und dann könnt ihr sagen, was hast du denn, Dizzy? Ist doch alles total entspannt, ist doch super. Was hast du denn erzählt damals aber? Ja, das ist... Also quasi das, was wir eben alle 2 Wochen hier sagen, können wir dann bei dir auch alle 2 Wochen. Genau. Wow, jetzt wird hier aber hart geschossen. Mein lieber Mann, wenn wir das jetzt nochmal noch weiter spinnen und jetzt gehen wir in deinen eigentlichen Job, den du uns ganz kurz mal erklärst. Was ist dein Job eigentlich? Ich bin, das ist der gleiche Job, der mehrere Namen hat. Wir nehmen mal das Wort Realisator. Das heißt, man realisiert das, was sich andere Leute irgendwo ausgedacht haben. Wir nehmen mal das Beispiel von Shopping Queen. Da bin ich der sagt, möchtest du wissen, wie viel Zeit du noch hast?
Wie viel Budget hast du noch? Willst du wirklich das weiße Kleid nehmen? Nein, Sally, ich bin nicht die Stimme. Ich wollte gerade sagen. Moment, was? Das ist Thorsten Schorn, glaube ich, heißt der. Mhm. Wir werden alle, auch meine liebreizenden Kolleginnen, wir werden natürlich alle gedubbt von der gleichen Stimme, damit jeder denkt, ach geil, da fährt immer der gleiche Typ mit, weil er gar kein Leben hat und 30 Jahre Shopping Queen am Tag dreht. Aber du bist dann live heißt, vor Ort? Und ich bin mit dem Shopping Queen Bus, alles, ich renne mit denen mit, ich höre das Ganze, oh mein Gott, seid ihr von Shopping Queen? Nein, wir drehen Frauentausch, sagen wir meistens Spaß. Dann kommen keine Fragen mehr. Wie gut. Und genau, und halt morgens, also wir bleiben mal beim Shopping Queen Beispiel, da gibt es zwei Kollegen am Set, zwei Realisatoren. Und einer ist halt, wir stellen uns mal vor, Sally würde shoppen gehen an dem Tag bei Shopping Queen. Ja, dann würde ich morgens beim Kamerateam bei dir klingeln. Hallo, guten Morgen, na, was geht ab? Wir unterhalten uns erstmal, dann machst du die weltberühmte Führung mit uns, die Guido ja später kommentiert. Dann kommen die Mädels, dann trinken die jeden Tag Alkohol. Ich setze mich übrigens mehrfach dafür ein, dass die es einfach mal nicht machen. Aber erklär mal fünf Frauen, die alle frei haben, du lass es doch heute mal mit dem Trinken. Da rennst du gegen Mauern, Und genau, und dann gibt es noch einen Happen zu essen, schnell, und dann bums, ab zum Bus runter, und dann laufen die 4 Stunden. Und die werden tatsächlich nur unterbrochen, wenn das Kamerateam eine Pause braucht, weil es gibt ja immer noch so eine Kameras von der Größe, und wenn du die 4 Stunden schleppst, da brauchst du mal eine Pause. Und ansonsten läuft die Zeit wirklich knallhart durch, dann gibt es eine kurze Pause, und dann geht es zum berühmten Laufsteg. Und da sitzen dann die beiden Realisatoren zusammen und überwachen das Geschehen sozusagen. Und genau, also quasi immer, wenn ihr im Fernsehen seht, dass jemand, ich stelle das mal da, ich bin jetzt hier im Fernsehen und sage, ja, gestern waren wir unterwegs und es war total angenehm, dann bin ich meist die Person, die angeguckt wird. Weil ich die Fragen stelle. Mhm. Genau, das ist so ziemlich mein Beruf. Realisator, aber auch Regisseur oder Autor. Man kann das nennen, je nach Steuerklasse und wer was zahlt. Das heißt, in so Momenten, wo dann einfach vielleicht auch mal Ruhe herrscht oder so, kriegst du dann wieder das Eis mit Fragen etc. und dem. Genau. Und quasi führe die Kamerateams. Wie groß ist jetzt das Team zum Beispiel bei Shopping Queen bei euch? Bei Shopping Queen haben wir einen Aufnahmeleiter, der meist den Bus fährt. Also wir haben 2 Teams, aber es gibt den. Wir bleiben mal beim Shopping-Team. Da gibt es halt Tonmann, Kameramann, Realisator. Und Aufnahmeleiter, der halt in dem Sinne Fahrer ist. Die anderen haben genau das Gleiche. Und ja, so ist das. Also bei Shopping Queen ist es übersichtlich dafür, dass das so groß ist. Bei Zuhause im Glück gibt es mal 2 Kamerateams, mal 1. Also hauptsächlich 1 und 2 Aufnahmeleiter. Und ja, bei Bares für Rares ist das, glaube ich, fast ein 30, 40-köpfiges Team. Da ist es halt wirklich die heftigste Lage. Ja. Das Format kenne ich. Und das ist anscheinend das bekannteste. Und das kenne ich nicht. Rares nicht kenn. Was ist Bares für Wahres? Rares. Also es gibt ja diese geile Web-Talk-Show, die ist Nico die Web-Talk-Show. Da war Horst Lichter, der Koch und zeitgleich Moderator von Bares für Rares, ist dort. Und der Grund, warum die meisten Jugendlichen drauf abfahren, warte, ich zeige dir kurz sein Gesicht. Es gibt nämlich einen Hauptgrund. Also insgesamt ist es so, wir stellen uns mal vor, Slabby findet ein super geiles Gemälde bei sich auf dem Dachboden in seiner Villa und denkt sich, ey, das ist doch was für Bares für Rares. Dann bewirbt er sich und irgendjemand sagt, geil, komm damit rum. Dann kommt er damit rum und präsentiert das dann einem Experten. Und der Experte sagt, aus welchem Zeitraum ist das und wer hat es gemacht. Und du erfährst alles, was du jemals wissen wolltest. Und der gibt sogar eine Expertise ab, wie hoch der Preis ist, wenn es jetzt in einem Laden verkauft werden würde. Einen Verkaufspreis gibt er ab. Mit dieser Info erhältst du, wenn du Glück hast, die sogenannte Händlerkarte von Horst Lichter. Das ist der mit dem Bart, der Koch. Und mit dieser Händlerkarte gehst du dann zu 5 Händlern. Und wir stellen uns mal vor, es wäre wir bleiben bei diesem Bild. Das Bild wird dann dahingestellt und die Händler gucken sich das an. Und dann kommt Slabby dazu und sagt, hi, ich bin's, Slapstick. Ich will hier Geld machen, das ist mein Bild. Und dann fangen die an zu überlegen. Ja, und stellen die Fragen und er erzählt nochmal das, was er gerade erfahren hat. Und dann geht's los und sagt einer meist, ich starte mal mit 80 Euro. Und dann sagt Slabby, das ist mir viel zu wenig. Und dann steigert sich das und dann ist man irgendwann bei 1.000 Euro und dann sagt einer, sind Sie damit zufrieden? Und dann sagt Slabby, nein, ich nicht, denn der Experte vorne hat gesagt, ich würde ja 2.500 dafür bekommen. Und dann geht der Preis entweder wieder hoch oder Slabby sagt, nee, für den Preis verkaufe ich das nicht. Das Besondere bei dem Format ist, du hast eine Win-Win-Win-Situation. Der Zuschauer lernt was, er kann mitfiebern, der Protagonist, der das Gemälde hat, Slabby, kann Geld machen und erfährt was und die Händler können im Nachgang auch noch Geld damit machen. Und so ist tatsächlich ein
ein Format, das alle Generationen trifft. Wir hatten diese Woche einen 10-Jährigen mit seiner Oma da, der was vorbeigebracht hat. Du hast aber genauso einen 79-Jährigen oder einen, nee, wir hatten eine 91-Jährige. Alter, eine 91-Jährige kam an, die war tierisch gut drauf. Ne? Also Horst hat sie noch reingebracht und die hat sich nicht lumpen lassen. Die hat ordentlich Geld aus den Händlern geschöpft. Und tatsächlich ist das Format, wenn du mal durchsetzt, man bleibt tatsächlich hängen. Selbst ich, der genau weiß, wie es funktioniert, denke manchmal, ach komm jetzt, guckst du mal Bares für Rares. Ja, so, ich wollte dir noch zeigen, wer der Hauptgrund ist, warum viele Leute, gerade die Jüngeren, das gucken. Habe ich das in den Chat reingehauen mit Horst. Hast du? Ja. Ah, sehr gut, wollte... aber hat Sally das gesehen? Nee, aber im Chat ist der Ding gar nicht. Hast du einen Plausch daran, das Bild rauszusuchen? Ich so anstrengend. Hier, dieser junge Mann. Fabian Karl. Ach so. So ein bisschen Emo, ein bisschen Goth, Sally. Na, das wäre doch ein Einschaltgrund. Wer? Du hast vergessen, wie alt ich bin. Hey, du bist ja genau Zielgruppe. Echt? Ja, die Zielgruppe ist tatsächlich von, zu den jungen von bis 14 Hallo, bis 69. Da sind wir alle drin, das ist der große Vorteil. Die werberelevante Zielgruppe. Genau, die sich übrigens RTL ausgedacht hat, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Mhm. Das als kleine Randinformation. Ah ja, jetzt sehe ich das. Nee, den kenne ich nicht. Genau, da steht auch im Chat die üblichen 80 Euro. Diese Händler haben so alle irgendwie so ihre eigene Art. Und Waldi ist aus der Eifel, das weiß jeder, der es einmal gesehen hat. Waldi bietet immer 80 Euro. Ja, du kannst da Swarovski-Kette hinlegen mit einem Wert von 10.000 Euro, weil die sagt, oh Mäuschen, Engelchen, ich gebe dir 80 Euro, da ist der Prügel gut bezahlt. Das hörst du da konsequent. Das Schöne ist, wir müssen uns auf Arbeit wirklich zusammenreißen, ihn nicht konsequent zu imitieren. Das ist die große Schwierigkeit. Aber wenn Horst plötzlich reinkommt und sagt, morgen, morgen Horst, wie ist es? Oh, ist ein Träumchen. Ist wirklich schön. Ja, großartig. Und wie oft bist du da denn unterwegs in der Woche? Je nachdem. Also wir haben jetzt letzte Woche 6 Tage gehabt und dann haben wir 6 Exponate am Morgen, Vormittag und 6 am Nachmittag. Und das ist halt organisatorisch heftig, ne? Weil du hast mindestens 12 Leute und die kommen meist zu zweit. Und die musst du alle unter einen Hut bringen. Die 3 Experten, die 5 Händler, einen Horst Lichter und dazu noch 20 bis 40 Teammitglieder. Und ihr wisst, wie das ist. Manchmal werden Leute krank. Manchmal verschlafen sie, manchmal streicheln sie ihre Katze zu lange und vergessen dann einfach zu sprechen. Und dann passiert es, dass du schnell Ersatz brauchst, der gefunden werden muss, weil so eine Daily-Produktion haut rein. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hängt da so viel Geld dran, dass man dann nicht sagen kann, ach komm, dann lassen wir den Tag heute mal. Dann fahren wir heute einfach alle mal nach Hause. Nein, das war eigentlich bezogen auf deine Katze, die du gerade gestreichelt hast. Was soll ich machen? Du bist am Reden, soll ich denn? Ich möchte dir nicht ins Wort fallen, das ist so. Ich wollte dich nur anspielen, also ich gedacht habe, jetzt streichelt sich schon die Katze vor Langeweile, weil ich so lange rede. Na. Die kommt, die bufft mich an, nur wenn ich die nicht anfange zu streicheln, fängt sie an so. Ach, das sind gar keine Tattoos, das sind Narben. Das sind Narben. Ah. Die habe ich abgedeckt mit Tattoos, weil die immer den Arm knappt. Falls ihr da draußen noch Fragen habt und die eventuell im Chat untergehen, könnt ihr das gerne auf dem Twitch-Server machen, im Channel für Plankenschnack und auch bei Twitter unter Hashtag Plankenschnack. Und eine Frage, die ich würde ich auch sehr gerne noch stellen. Wenn ihr einen Drehtag rum habt, wann kommt denn ungefähr die Folge raus? Das kommt halt auch aufs Format an, aber mittlerweile, man versucht das so schnell wie möglich rauszuhauen. Bei Bares für Rares sind es ungefähr, man sagt, 2-3 Monate. Also muss ich auch erstmal geschnitten werden, ist klar. Wir drehen 2 Folgen am Tag und die müssen geschnitten werden und ja, das dauert. Und bei Shopping Queen versucht man es halt auch so nah wie möglich zu machen, weil na klar, ne, wenn das Motto, du kannst jetzt im Sommer nicht sagen, okay, wir veröffentlichen im Winter, dann kauf mal deinen schönen neuen Wintermantel und draußen sind 25 Grad. Man versucht das halt so nah wie möglich zu halten. Und bei Zuhause Shopping. Glück ist die Idee, wenn draußen Sommer ist, wäre es schön, wenn die Dreharbeiten im Sommer sind, wenn es auch im Sommer ausgestrahlt wird, was nicht geht. Weil die 9 Folgen kommen immer im Oktober und gehen bis Februar. Drehen tun wir von Januar bis Dezember oder im November. Aber bei diesen anderen beiden Formaten, die gehen ja über Tage. Ne? Also ich glaube, Shopping Queen ist doch jeden Tag ist da. Oder wird das alles an einem, nee, die gehen ja immer 4 Stunden lang shoppen, das kriegst du ja gar nicht hin. Richtig, da ist ja wir drehen 5 Tage. 5 Tage und bei Zuhause im Glück, nee, wie heißt das? Warte. Das war richtig. Oh doch,
Es gibt einige, darum ist es ein bisschen schwierig. Das geht ja auch über mehrere Tage. Ja, das geht über 10, nee, über 8 Tage. 8 Tage sind die Handwerker da. Na, ja. Also, und in der Zeit sind wir auch da. Putze in 8 Tagen frisch? Ja. Ja. Also nicht alle Räume, weil das nicht... Es gibt Räume in Häusern, die Gott sei Dank perfekt bewohnbar sind. Und wenn, sagen wir mal, die haben 6, 7 Zimmer und 2 davon sind perfekt, na, da geht das Team nicht ran. Die können sich dann auf die konzentrieren, die gemacht werden müssen. Soll ich eigentlich ab und zu mal in den Chat gucken und da die Fragen beantworten? Oder? Ja, wenn du das möchtest. So, ich glaube, die haben einige, sehr viele Fragen an dich, weil das ist sehr selten, dass jemand aus dem Fernsehen da ist. Der sieht aus wie ein Typ aus einer Boyband und nicht wie ein Antiquitätenhändler. Der Fabian, ne? Ja, ja, ja. Ich mobb den auch ständig. der ist auch, der war bei mir in der Web-Talkshow. Ich finde, ich habe das Wort Web-Talkshow noch viel zu wenig gesagt. Nico, die Web-Talkshow. Die erfolgreichste Folge ist mit Fabian, hat über 300.000 Klicks und Fabian war wieder zu Gast. Und diesmal, beim letzten Mal, habe ich ihm totalen Mist mitgebracht, den er schätzen sollte. Und diesmal hat er wertvolles Zeug mitgebracht, das ich schätzen musste, in wahres Ferraris-Manier. Die Folge gibt's im März. So, gab es was, das mehr als 25.000 Euro brachte? Es gab einmal diesen Rekordfund bei Bares für Rares, auch bei YouTube, ein irre beliebtes Video. Da der Dreh, ich habe ihn Gott sei Dank nicht gemacht, weil ich wäre wahrscheinlich gestorben vor Langeweile. 2 Stunden haben die mit ihren Experten hin und her telefoniert. Ja, die Händler am Tisch, der eine am Laptop, der andere am Telefon. Weil es ging plötzlich um so viel Geld. Und so viel Geld hatten die Händler auch nicht mit. Die 2 Händler haben dann zusammengelegt. Und das Erste, wenn ich irgendwo sage, ich mache Bares für Rares, kommt dann... Mit der Münze, wie ist das weitergegangen? Und tatsächlich, sie haben die Münze verkauft und sie haben jetzt aber nicht den Gewinn gemacht, den man meinen sollte. Und so, oh, hier 100.000 Euro dran, verdienen sich zur Ruhe gesetzt. Nein, ich glaube, die Zahl stimmt nicht ganz, aber Fabian meinte zu mir, ich glaube, sie haben insgesamt 6.000 Euro dran verdient, dass dadurch 2 geht. Was für einen Händler super ist, ne? Nimm mal schnell mit einem Verkauf. Aber wenn man so andere Sachen hat, einer hat geschrieben, er findet Wolfgang super. Wolfgang ist unser Österreicher, der Meister in der Mitte sitzt. Der ist Auktionator und der lächelt über viele Beträge. Natürlich nicht im Fernsehen, aber so, wenn die Kameras nicht laufen, dann schon. es ist halt viel Trödel auch, kann man nichts machen. Aber die Leute freuen sich halt immer auf so Highlight-Dinger. So, da laufen aber doch immer 100 Stunden. Ja, gerne. Wie lange machst du das schon und wie bist du dazugekommen? Also hast du das studiert oder war das ein Zufall? Hast du jemanden gekannt und bist so ins TV reingekommen und hast gesagt, ich wollte schon immer Mikrofon sein? Ich wollte immer der mit der Kamera, vor der Kamera mit dem Mikrofon sein und habe mich dann, ich habe im Radio angefangen. Also wir haben einen lokalen Sender gehabt und ein Kumpel und ich hatten irgendwie Langeweile während der Schulzeit. Damals, vor 70.000 Jahren, gab es nämlich noch kein YouTube und wir konnten Sachen nirgendwo veröffentlichen. Außer beim lokalen Radio. Und wir hatten eine wunderbare Sendung, die sehr erfolgreich war. Die FDP wollte mich verklagen. Wir haben so lange Enya mit Only Time gespielt, bis freiwillig einer anruft. Und wir haben in Mecklenburg-Vorpommern Wir sind Helden groß gemacht. Und das in einer lokalen Sendung. Und dann habe ich auch ein Praktikum bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Und da war mir aber irgendwie zu langweilig, weil ich hätte in dem Mikro sagen können, oh mein Gott, auf Rügen geht gerade eine Atombombe hoch. Und irgendeiner hätte es wahrscheinlich geglaubt. Und da habe ich gedacht, nee, ich will beweisen, was ich sage. Und dann hat Viva Leute gesucht, gecastet. Und also es gab ein Casting und ein Kumpel meinte, ey, da musst du mitmachen. Und ich sagte, ja, gerne. Und er hat gesagt, du, ich habe eine Kamera, ich habe ein Schnittprogramm, ich mache dir das fertig. Und dass jemand sagt, Freunde, fürs Leben, vertraut ihm nicht. Das war so für einen Arsch. Er hat es also gefilmt, er hat mich 50 Meter von der Kamera weggestellt und meinte, muss nur einen Ticken lauter sprechen. er hat dann versucht, das zu schneiden. Ist der Ruby? Nee. Und ich hatte parallel so viel Zeit, der hat da Jahre gebraucht. Ich habe mir die Anleitung von dem Schnittprogramm durchgelesen und gesagt, es ist total einfach. Und habe gesagt, komm, lass mich mal ganz kurz was probieren. Und habe das dann geschnitten und habe dann zum ersten Mal festgestellt, wie grausam schlecht die Qualität ist. Dizzy, erinnere mich mal dran, wenn du das nächste Mal bei mir zu Gast bist, spiele ich dir das Video vor. Ja. Das ist richtig übel. Und er wurde natürlich nicht genommen, weil mit dem Casting-Video hätte ich mich auch nicht eingeladen, weil man mich überhaupt nicht erkannt hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich auf der Suche nach einer Ausbildung und hatte die Agentur für Arbeit hat gesagt, ey, es gibt da ein EQJ, ein Einstiegsqualifizierungsjahr. Ich gesagt, aha. Ja, das ist total gut. Die Frau war ein bisschen übermotiviert. Das ist total gut. Du wirst voll bezahlt von uns und die müssen dich nur anstellen.
Okay, und ja, überleg dir einfach einen Betrieb, zu dem du gehen willst. Und wir haben damals immer den Regionalfernsehsender in unserer Stadt geguckt, um zu feiern, wie schlecht er ist. Und da habe ich mir gedacht, komm, so schlecht, da muss doch eigentlich was gehen. Und hab die angeschrieben und lange, obwohl ich dafür ja Jahre erzählen, hast du gesagt, nee, sonst gesagt, dafür für immer erzählen. Du, hau du, Klar. zieh durch. Und dann war ich dann dort, wurde eingeladen und hatte erzählt, weil plötzlich hatte ich ja Referenten. Ich hatte ja Praktikum beim größten Radiosender des Landes gemacht. Ich wusste, wie ein Schnittprogramm geht und ich habe in meiner Schule schon diverse Sachen moderiert. Und dann sagte die eine Frau sich, ja, dann schreib doch mal ein Konzept für eine Jugendsendung. Total gut, mach das mal. Und ich so schnell ein Konzept für eine Jugendsendung geschrieben und sollte dann 2 Tage später hin und das dem Geschäftsführer vorstellen, dem ich mich dann auch vorstellen sollte, ob er dann Lust hätte, mich da anzustellen. So, und vor mir waren 2 Typen in der Warterei. Der eine mit Dreads, die so auf dem Level waren, dass du denkst, okay, 2 Schritte und die fallen ab. Und der andere war steif, der war völlig. Der war halt mit da. Er hat ihn damit reingeschleppt und da saß der große Chef und ich hatte so mein Projekt vor mir. Ich hatte meine Ausarbeitung, bin nochmal durchgegangen. Wie präsentiere ich am besten dieses geile Jugendformat? Und dann höre ich nur, wie der Chef von drin wollte: Es wird hier niemals ein Jugendformat geben und jetzt raus mit euch! Die beiden Dread Boys kamen dann rausgeschossen, total demotiviert. Ich habe ganz unauffällig meine Unterlagen verschwinden lassen und bin dann reingegangen. Und dann sagt er, wer bist du? Bist du auch ein Jugendformat anderen? Ich so, nein, mein Name ist Nico Gutjahr und ich würde hier gerne arbeiten. Wir haben keine Plätze frei. Ich sage, die Agentur für Arbeit übernimmt komplett mein Gehalt für 6 Monate. Er sagte, Moment, du arbeitest bei uns in Vollzeit, aber die Agentur für Arbeit bezahlt das komplett. Habe ich das richtig verstanden? Ich so, ja. Nachdem ich es ihm noch zweimal erklärt habe, hat er gesagt, willkommen an Bord. Und mit der Chefin zusammen am obersten Chef vorbei haben wir dann ein Jugendformat gemacht, ich und ein anderer Kollege, und haben das dann auch veröffentlicht, ohne dass der Chef das wusste. Einen Montag später war Besprechung in der Firma. Wir saßen alle und haben gedacht: Scheiße, 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 wir werden entlassen, wir werden entlassen. Und ich war ja immer noch im Einstiegsqualifizierungsjahr. Ich hatte keine Ausbildung, nichts safe. Das war total gewagt. Also, ja gut, mehr gibt es heute nicht. Ich so, pfiuh, wir haben alle überlebt. Ne? Gerade so aufstehen, Nico, bleib mal sitzen. Ich so, ah, fuck. Und er so, du, hier, ich hab deine Sendung geguckt. Ich so, okay, mir gut gefallen. Machen wir weiter. Möchtest du bei uns eine Ausbildung machen? Ich so, im Kopf setze dann so Whitney Houston, One Moment in Time ein, völlig Lichterfunkel, Konfetti viel. Ach, das war schön, ja. Und dann habe ich so quasi angefangen im Regionalfernsehen. Dort habe ich dann gelernt, wie funktioniert Fernsehen überhaupt im kleinen Kreise und wie interviewt man Leute. Dann wollten die auch, dass ich Kamera mache und ich mache keine Kamera. Ich finde, das ist viel zu gut. Da habe ich keinen Bock. Ich will ja, wie gesagt, vor der Kamera stehen und nicht, weißt du? Und musste dann aber irgendeine Nachricht drehen, habe ich gedacht, okay, wie machst du das jetzt am dümmsten? Dann hat man mir die Technik gegeben, ich habe eine kurze Technikeinweisung erhalten, ich habe die Kamera hingestellt, habe Rec gedrückt, habe irgendwas gemacht, ich habe keine Ahnung was, und kam zurück mit dem Material und habe gesagt, hier. Und sie so, das Material ist scheiße. Ich so, ja, ich kann gerne nochmal hinfahren, das ist kein Problem. Nee, das Material ist scheiße. Ich weiß nicht, ob du es beim zweiten Mal besser hinkriegst. Nee, ich fahre selber. Und so war es gelöst. Ich musste nie wieder an irgendeine Kamera. Und dann war ich eine ganze Weile im Regionalfernsehen unterwegs, habe dann auch mal den Sender gewechselt nach der Ausbildung, habe tatsächlich auch den Regionalfernsehpreis für Innovation mit meinem damaligen Team in Schwerin gewonnen, weil wir zu Silvester ein Special gemacht haben, das hieß Aveo Switch. Wir haben den Sender in Aveo umbenannt und Switch sollte jeder kennen. Das ist dieses geile Format, bei dem andere Formate in den Dreck gezogen werden. Und wir haben das regional gemacht mit der Super Nanny, mit dem Supertalent und dem perfekten Dinner. Ich habe also ein komplettes Drehbuch geschrieben mit unseren Charakteren, mit unseren Mitarbeitern. Ja, und das war offensichtlich sehr, sehr cool. Wir haben es wirklich schön in den Dreck gezogen, alles Mögliche. Es kam gut an und hat den Regionalfernsehpreis gebracht. Man munkelt, er wäre erkauft worden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich musste dann plötzlich auf die Bühne, ohne dass ich es wusste, und hatte mir das Jackett-Oberteil von dem einen Kollegen und die Hose von dem anderen Kollegen geliehen. So musste ich dann also auf die Bühne, stand da, hab gedacht, fuck, Alter, die arbeiten hier mit dem Kran und sonst was, und du siehst aus wie ein Schlumpf. Und ich habe dann auf jeden Fall gedacht, okay, du musst jetzt, irgendwie musst du das total cool rüberbringen, du darfst nicht zu lang reden und, oh, und vergiss nicht, dich bei einem zu bedanken. Ich gehe also auf die Bühne und sage, ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für diesen Preis, ich freue mich sehr. Viel Arbeit drin gesteckt, ich bedanke mich bei, habe 2 Leute von 10 benannt.
und meiner damaligen Freundin und habe gesagt, schönen Abend noch. Und bin runter und der Applaus war so. Habe ich mich gerade mit seiner Freundin bedankt. Und kam dann zu den anderen und so, yay! Und die so, So, die waren alle total komisch, ich wusste überhaupt nicht warum. Ich habe es auch null verstanden, weil ich war immer noch in the Rush und in Euphorie und bin an dem Abend noch schlafen gegangen. Wie ich gehört habe, hat sich der Rest irgendwie noch bei der Aftershow-Party geprügelt. Ja, ist mir richtig was entgangen und am nächsten Tag waren wir dann alle im Sender und die Stimmung war total komisch, ich wusste immer noch nicht warum und plötzlich stellte sich mein Chef hin und sagte, passt mal auf, Leute. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Situation war, dass man eine Dankesrede halten musste, bei der man nicht wusste, dass man die halten muss. Und da dürft ihr es Nico nicht übel nehmen, dass er euch als Team nicht gedankt hat. Und ich so, fuck. Aber nehmt es ihm nicht übel. Denkt nur daran, wenn ihr mal in der Situation seid, macht es nicht so falsch wie Nico. Und ich denke, Nico, du hast was gelernt und uns allen jetzt einen schönen Feierabend. Oh. Ja, also wenn ihr mal eine Dankesrede habt, ich denke, ihr habt was gelernt. Auf jeden Fall bin ich dann kurz danach, die Geschichten enden alle nicht so schön, wie sie sind. Ne? Du hast dann immer irgendwelche Kollegen, die plötzlich dem Alkohol verfallen und dich dann kündigen. Also habe ich jetzt nicht bei jeder Firma gehabt, das kam jetzt überraschend. Ne? Bin dann quasi mit dem ZDF in Gesprächen gewesen, weil man will sich ja auch weiterentwickeln. Und das mit dem ZDF hat nicht geklappt und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gegangen und habe dort bei einer Filmproduktionsfirma namens Filmreif TV Beiträge machen können für TAF, Sat.1, RTL.12, da ging es dann richtig nach vorne und halt auch das ZDF. Und das war dann nochmal anders. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 6 Jahre Fernsehen gemacht und konnte natürlich das anwenden und musste es nur minimal modifizieren. Und damit war ich recht schnell fertig. So ein Volontariat geht aber 2 Jahre. Und dann war ich 27 und habe so wenig Geld verdient in dem Volontariat, dass ich mir gedacht habe, das geht nicht. Und habe alles auf eine Karte gesetzt, habe mich kackendreist mit einer Gehaltsvorstellung sondergleichen bei einer Münchner Firma beworben, bei einer Gehaltsvorstellung, wenn ich mir die heute nur in Gedanken rufe, weil ich denke mir noch, Alter, das muss nicht ganz dicht gewesen sein. Ich habe aber gut auf die Stelle gepasst. Also habe ich 2 Wochen später angerufen und habe gesagt, hey, hier ist Nico Gutja von der Web-Talkshow, habe ich jetzt lange nicht gesagt, muss ich nochmal. Hier ist Nico Gutja und ich hatte mich ja bei Ihnen beworben. Ach ja, 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 schön, dass Sie anrufen. Ja, ja, ja. Moment, ich mache nochmal Ihre Bewerbung. Ach ja, Ihre Gehaltsvorstellung. Das geht natürlich nicht. Ich so, naja, das ist ja nur eine Zahl. Ach so, also Sie würden auch für weniger. Ich sage, naja, was ist denn bei Ihnen so die Einstiegssumme? Ja, das und das. Ich so, gut. Ja, würde ich auch. Ne? Würde ich machen, ist kein Problem. Und dann sagt sie, oh super, dann schicke ich das gleich an die Chefs nach Berlin und die melden sich dann umgehend. Zack, aufgelegt. Tatsächlich haben sich die Leute aus Berlin sehr schnell gemeldet. Und dann war ich zum Vorstellungsgespräch in Berlin. Zum gleichen Zeitpunkt war ich natürlich in Hamburg krank. Ihr wisst, wie das ist. Und ich hatte, glaube ich, sogar frei. Ist auch völlig irrelevant. Auf jeden Fall saß ich dann in diesem Vorstellungsgespräch. Es lief total gut. Ah, wir haben uns gut unterhalten, Witze gemacht, übers Fernsehen gesprochen. Yay. Und dann guckt er auf die Werbung und sagt, Nico, Sie kennst schon den Unterschied zwischen Brutto und Netto, ne? Ja, das ist ja nur eine Zahl. Ja, welche Zahl schwebt dir denn vor? Und dann habe ich natürlich die Zahl gesagt, die mir die Frau gesagt hat. Und er guckt die Kollegin an, die haben natürlich diesen, warum kennt er genau die Zahl, die wir hören wollen, Blick. Und ich habe mir vor vielen Jahren abgewöhnt zu lügen. Und dann sagt, woher, wie kommst du auf die Zahl? Und ich so, die hat mir ihre Kollegin in München gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob sie danach noch da gearbeitet hat, aber ich habe dann da gearbeitet. Das war der große Vorteil. Und dann habe ich plötzlich 90 Mieter gemacht. Dann habe ich nach Wunsch das Haus gemacht und die Einrichter. Eigentlich sollte ich auch das Model und der Freak machen, dazu kam es leider nicht, weil ich glaube, weil der Redakteur Dortmund-Fan war und ich kein Problem mit Bayern München hatte. Fernsehen ist manchmal genauso seltsam, wie ein Fußballstadion sein kann. Und und dann habe ich mich auf jeden Fall selbstständig gemacht. Da war ich noch in der Festanstellung, dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil es hieß Filmpool, das kennt ihr wahrscheinlich von den ganzen Scripted Reality Sachen und Berlin Tag und Nacht und Köln, hat sich in Berlin neu aufgestellt und eine Kollegin meinte, die bräuchten jemanden wie dich. Ich dann habe mich vorgestellt und die haben halt gesagt, wir hätten dich gerne, aber geil wäre, wenn du selbstständig wärst. Und da habe ich lange überlegt, habe ich gesagt, da will ich mir Bedenkzeit ausrufen und habe mir 3 Monate Zeit genommen und habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die vor allem schon jahrzehntelang in der Selbstständigkeit waren. Und ein ganz interessanter Kandidat in der Runde meinte, seine Eltern waren schon selbstständig und er kann an der Stelle direkt sagen, niemals privat versichern. Das lohnt sich, wenn man jung ist, super, aber jetzt, wenn seine Eltern zum Arzt gehen, ne,
Bei Wehwehchen, die zahlen Summen, die du bist sofort bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro für irgendeinen Firlefanz. Und das war natürlich ein Tipp. Da wärst du ja, hätte ich da nicht viel mich umgehört, wärst du ja nie drauf gekommen. Und so konnte ich das dann alles relativ gut in die Wege leiten. Und dann gibt es so diesen Moment, wenn man den einen Menschen trifft, der ihm irgendwie erstmal ganz viele Jobs empfiehlt, weil er an einen glaubt. Dieser eine Mensch, der sagt, yay, ich glaube, du bist es und ich gebe dir die Chance. Diese Person heißt bei mir Pia und Pia hatte mich dann auf eine Serie für Sat.1 in die Regie besetzt, die total cool war, aber leider nicht ausgestrahlt wurde, weil die Serie, die davor lief, total für den Arsch war und die Quote so runtergerissen hat, dass kein Mensch mehr Sat.1 geguckt hat. War ein schöner Tag. Und danach mich bei Zuhause im Glück empfohlen hat. Weil dort haben sie tatsächlich jemanden gesucht, der sowohl mit 8 Handwerkern um kann, aber trotzdem die Emotionalität mitbringt, einer Familie mit einem irreschweren Schicksalsschlag auf Augenhöhe zu begegnen und halt mit denen auch vernünftig arbeiten zu können und auch gute Laune reinbringen kann. Und das ist tatsächlich eine ganz abgefahrene Aufgabe, die man auch in den ersten Folgen, man muss sich ja wie bei jedem Job auch erstmal reinfinden, weil du hast bei jedem Fernsehprojekt gefühlt so eine Bibel, so eine Regel, so ein Regelbuch mit, du darfst das nicht, du musst das, die Sponsoren, die Fragen, alles Mögliche. Und die Familien gehen am Anfang ein bisschen unter. Und dann gab es diese eine Familie bei mir, Familie Schulz aus Jemke. Mega erfolgreiche Folge, todtraurig. Also wirklich, die Frau war dem Tode geweiht. Zu dem Zeitpunkt, als wir gedreht haben, haben die Ärzte ihr noch 6 Monate gegeben. Nicht mal mehr 6 Monate. Die haben gesagt, Januar erlebt sie nicht mehr. Wir waren im August da. Und ihr größter Wunsch war es, ihren Sohn den 17. Geburtstag noch mit zu erleben. Die gute Nachricht hier ist, Silke hat mittlerweile auch den 18. Geburtstag ihres Sohnes miterlebt. Und wir waren aber halt da und die waren down. Ich habe am Telefon schon gehört, dass diesen Familie liegt am Boden. Die warten tatsächlich auf die Erlösung. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Und habe ihr am Telefon versprochen, ich bringe das lustigste Kamerateam mit und wir werden uns konsequent vor der Familie mobben, dass die immer was zu lachen haben. Und der kleine Sohn Luke, 16 damals, darf sofort mitmachen und wir versprechen, wir würden nicht zurückmobben. So hat sie natürlich gesagt, oh geil. Das kann ja was werden. So, dann kamen wir rein in die Wohnung, ins Haus und sagen, sieht viel zu gut aus. Machen wir hier überhaupt, ne? Ja, wir kommen gleich nochmal wieder. So, das war eigentlich schon unser Start. Das haben die aber nicht gewusst. Die standen drin und haben gesagt, scheiße, jetzt reisen die wieder ab. Oh Gott. Und als die ganze Chose durch war, ganz am Ende, als das Finale auch gewesen ist, kamen wir dann wieder zu dritt rein und haben gesagt, also die Handwerker hätten sich auch einmal Mühe geben können, ne? Hier sieht es aber schlimmer aus als vorher. Und da haben sie es dann auch verstanden. Und wir haben auf jeden Fall gesagt, Silke, mit der ich noch heute in Kontakt bin, sagt dann immer, ihr habt so viel Lebensfreude bei uns reingebracht. Auch Luke, der Kleine, hatte halt plötzlich 3 große Brüder und konnte jeden mobben, ohne dass er dafür irgendwie Keile bekommen hat. Und die Redaktion von Zuhause im Glück hat sich so tolle Sachen für die ausgedacht. Die haben ein fantastisches Fotostudium bekommen. Die durften beim VfL Wolfsburg. Der Sohn Luke durfte gegen den Torwart vom VfL Wolfsburg, der auch bei der Schweizer Nationalmannschaft der Kapitän ist, Torschießen machen. Und wenn er dreimal trifft oder zweimal trifft, kriegt er ein Trikot und handsigniert. Und hat natürlich getroffen. Und hat er wirklich, aber der Torwart ist halt auch nicht mit voller Wucht. Ne? Und die haben so viele schöne Sachen erlebt, die waren so unendlich dankbar. Und da hat es einen echt mitgerissen. Ne? Das war halt, da haben auch Eva Brenner, so heißt die Architektin, Innenarchitektin in dem Format, und ich saß uns dann in dem Interview gegenüber, da für so ein 3-Stunden-Interview über die gesamte Zeit, weil da immer so schöne O-Töne, wie Guido. Guido wird ja auch mal so reingeschnitten und kommentiert, sowas gibt es auch bei Zuhause im Glück. Machst du diese 3-Stunden-Interview? Dann sage ich halt zu Eva, normalerweise am Ende jeder Folge stoßt ihr mit der Familie an und sagt, yay, auf euer neues Zuhause im Glück. Ich sage, Eva, das könnt ihr hier nicht machen. Also ich meine, Silke hat eine Lebenserwartung von nicht mal 4-5 Monaten. Ihr gebt jetzt ein schönes Zuhause, aber wirklich helfen können wir hier ja nicht. Ja, dann guckte Eva mich an, holte tief Luft und antwortete. Und diese Antwort zur gleichen Zeit, als das ausgestrahlt wurde, saß ich in Berlin mit mit vielen Freunden bei mir, wir haben es geguckt, und Silke saß mit ihrer Familie und allen im Dorf, die geholfen haben, in einer riesigen Halle. Und die ganze Zeit, dann so 60 Leute sitzen, dann quatschen ja alle und ist ja lustig und hier trinken wir noch einen. Und bei dem Moment, als Eva Brenner auf diese Frage antwortet und gemacht hat, herrschte dort, Silke hat es mir geschrieben, Totenstille. Weil Eva hat bei diesem, man nennt es O-Ton, geweint. Sie hat gesagt,
Normalerweise stoßen wir an, sagen viel Erfolg in eurem neuen Lebensabschnitt, aber hier wissen wir können eigentlich nur lindernd wirken und hoffen, dass Silke und Luke und Frank noch eine ganz tolle Zeit haben. Und da zeigt es sich, dass dieses Format nicht mal die Symptome bekämpfen kann, sondern nur versuchen kann, das drumherum ein bisschen schöner zu machen. Wir sind hier machtlos. Das ist natürlich ein harter Moment. Da sitzt man sich dann mit Tränen in den Augen gegenüber und ist froh, wenn mal nicht der Tonmann umfällt, weil er eingeschlafen ist beim Handyspielen. Ne? Und deswegen, ja, das ist passiert. Und so ist das halt. Und so kam dann Zuhause im Glück. Und später bei Zuhause im Glück habe ich jemanden kennengelernt in der Redaktion, der dann zu Bares für Raros gegangen ist, mich dort empfohlen hat. Und und deswegen wird Pia, so hat die Geschichte vor 60 Minuten angefangen, auch irgendwann mal einen Strauß Blumen von mir kriegen. Ja, vor 60 Minuten trifft's ganz gut, ja. Warte, wenn du mal so viel in deinen Webshows reden würdest, ja, und nicht nur komprimiert, dann wird das vielleicht sogar noch einer gucken. Das Schöne ist, bei den Webshows dürfen die Gäste reden. Der Typ ist schuld, dass es Berlin Tag und Nacht gibt. Nein, bin ich nicht. Ich habe auch Berlin Tag und Nacht nie gedreht. Den hätten wir nie eingeladen. Das ist richtig. Doch, so, schon. Ich habe vorhin, als Sally ihre Frage gestellt hat, eine vorgelesen, die ganz oft gestellt wird. Deswegen wollte ich noch einmal kurz beantworten. Ja. Da stand, da sind doch immer 100 Statisten. Warum kommen die denn nicht ran? Da haben wir letztens auch gelacht, weil so die Vorstellung, da ist immer diese eine arme Frau mit dem Teddybär, die schafft es nie vorne an die Theke. Warum kommt die Frau nicht an die Theke ran? Man kann es im Internet auch an anderer Stelle nachlesen. Also es gibt ganz viele Leute, die am Tag, ich habe es ja gesagt, 12 Leute können am Tag kommen, zeigen ihre Sachen. Aber auch natürlich für teilweise mit Komparsen gearbeitet. Wie überall. Ne? Das ist ja wie mit den Leuten, die bei anderen Shows klatschen, damit alle klatschen. Warum klatschen der jetzt? Achso, ja. Hey. Okay. Denke ich auch mal, Alter. Anklatscher ist ein Scheißberuf. Aber wenn mal einer von euch gar nichts mehr machen will, Anklatscher suchen sie immer. Wow. Der Fernsehberuf Anklatscher. Nun, ich meine, du bist ja nun schon lange genug dabei. Wie relevant ist denn Fernsehen noch? Ich habe ja den Eindruck, nichts, es wird so oft tot gesagt wie Fernsehen. Ne? Also das ist immer wieder geil. Fernsehen bekommt immer wieder diese Relevanz. Allerdings aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben da letztens auch viel drüber nachgedacht. Ich habe mit Kollegen drüber gesprochen. Wir stellen uns vor, das wäre eine Fernbedienung. Dann nehme ich die und drücke die und der Fernseher ist an und es läuft was. Wenn ich das im Vergleich setze zum Internet, dort muss ich den Computer starten. Ich muss das Internetprogramm starten. Ich muss überlegen, wo ich hingehen will. Ich muss überlegen, was ich sehen will. Es gibt solche Leute, Nils. Ja. Und das ist halt eine Handlungskette, die halt die Wahrscheinlichkeit groß macht, dass es immer Fernsehen geben muss, weil die Leute nur einen Knopf drücken müssen. Allerdings gibt es auch Leute, die sich morgens den Fernseher anschalten, das hat eins Frühstücksfernsehen sehen und sich denken, was hat die Frau denn für eine Jacke an? Moment. Ihren Laptop starten, Facebook öffnen, auf die Seite des Frühstücksfernsehens gehen und unter irgendein Bild schreiben, was hat die Frau denn für eine hässliche Jacke beim Frühstücksfernsehen? Das geht ja gar nicht. Und dann stehst du, weil du zufällig im gleichen Gebäude arbeitest, draußen auf dem Balkon und da kommt die Kostümdesignerin raus und irgendwann, da schreiben die bei Facebook über die Jacke. Die haben doch selber keinen Geschmack. Und dann wirklich, ich habe dann mal geschaut, die Jacke war Top-Thema. Ne? Und es ist viel wichtiger, was da passiert, aber diese Jacke war wirklich, die hatte, glaube ich, Möpse auf der Jacke. Ich meine, die Tiere. Und die Leute haben sich halt brutal aufgeregt. Also es gibt diese zwei Arten von Menschen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Fernsehen noch sehr, sehr lange geben wird. Und dass diese Koexistenz ziemlich, ziemlich abgefahren und gut ist. Die ist natürlich gerade mehr als 60, 70, 80% beim Internet. Zumindest bei einer gewissen Altersgruppe. Meine Großtante, ihres Alters 80 Jahre, ganz großer Fan von Facebook. Meine Mom ist bei Instagram mittlerweile auch gut vertreten. Beide benutzen aber nicht YouTube, außer um Nico, die Web-Talk-Show, zu gucken. Die gucken halt regulär Fernsehen. Ne? Meine Mom klassisch alles, was mit Krimis zu tun hat. Navy CIS, CSI, CSI, A, B, C, D, E, F, G, S. Ne? Und meine Großtante, ich glaube, die mag ein Krimi oder so. Da kann es aber ein bisschen blutiger zugehen, hat sie mal gesagt. Da ist halt diese Generation, sagen wir mal ab 40, glaube ich, die sich sagt, geil. Was jetzt mit den Leuten kommt, die noch viel jünger sind als Sally zum Beispiel, die jetzt quasi so 20 sind, da weiß man auch nicht, was mit denen passiert. Oder die 15-Jährigen. Ich habe ja letztens gehört, dass Snapchat kurz davor ist zu gehen. Was soll damit passieren? Snapchat wird untergehen, weil Instagram alles wegreißt. Ja, hast du das Mikrofon gerade weggestellt? Ja, du hast das Mikrofon weggedreht, oder? Nee, ich habe das Handy laut fallen lassen. Ach so, okay, alles klar. Sorry.
Also bei uns im Haushalt, bei uns im Haushalt kann man das ganz gut beobachten. Ich schaue selber fast gar kein Fernsehen mehr. Also ich konsumiere sehr viel Twitch, wenig YouTube. No, aber mein Mann, der kommt nach Hause, der hat einen harten Arbeitstag und dann will der nicht noch lange, sondern der will sich halt berieseln lassen und auf der Couch einschlafen. Ne? Und mein Mann schaut viel Fernsehen. Und der wüsste, glaube ich, auch, dass das Bares für Rares heißt. Läuft das abends? Auch. ZDF Neo, abends Wiederholung 19 Uhr. Ja, wird knapp. Okay. Wer im Chat hier mit einem Plus bitte nur, guckt denn noch aktiv Fernsehen aktuell? Also, ich hab noch ein paar RL-Freunde aus der Zeit vor dem Stream tatsächlich. Und die gucken auch eher Fernsehen als Internet. Du sagst halt Plus und mega Leute geil. Machen Minus. Was ist mit euch da draußen schon wieder? Ich muss aber sagen, ich gucke tatsächlich das, was ich im Fernsehen gucken will, auch eher in Mediatheken. Hm? Echt? Ja, ist wahr. Also mal ganz davon ab, dass ich auch zu nichts komme. Das ist ja neben der regulären Arbeit beim Fernsehen, die ja, weil ich selbstständig bin, nicht konsequent ist, Gott sei Dank, mache ich auch noch sehr viel für Nico, die Web-Talkshow. Ich genieße halt Netflix oder sowas. Ja, wenn ich Netflix da mal wirklich die Zeit habe, dann will ich auch genau das und das sehen. Und gut, ja, aber kann man ja so schnell durch sein, wie mit Stranger Things, weißt du, da ist man ja so ratzfatz durch. Habe ich mir immer noch nicht angeschaut. Ja, ich weiß. Ich bin gerade bei Doctor Who. Okay, und da bleibst du jetzt 18 Staffeln, oder? Nee, da bin ich bei der 8. Und das geht bis zur 10. gerade. Und gleichzeitig noch ein paar andere Sachen. Aber Stranger muss ich mir noch anschauen. Soll sehr gut sein. Siehst du, Zoom 0O schreibt auch nur Mediathek und gern Bares für Rares. So sieht es eigentlich auch aus. Du könntest original IRL-Streamer sein, ne? Du könntest dir jetzt ein Handy nehmen. Weil du hast so viel Käse schon erlebt. Also ich könnte jetzt 2 Stunden lang könnte ich dir locker zuhören. Dadurch, dass du ja ständig wieder alles auffüllst sozusagen an Stories, die du hast, ja. Und du ja durch dein Fernsehen ja auch die Storytelling-Skills hast, ja. Denke ich, dass das sehr interessant sein könnte. Was ich jetzt aber dich gerne fragen möchte, da du ja jetzt mit Nico die Web-Talk-Show so Mann, die muss ich mir angucken. Bist, interveniert das so ein bisschen mit deinem TV oder versuchst du das beides auf einer Linie zu fahren? Weil ja, das ist ja schon ein bisschen unterschiedlich, oder? Es ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben tatsächlich sehr gut vorproduziert. Da wir ja 4 Folgen an einem Drehtag schaffen, hatte ich jetzt die Schwierigkeit, dass ich plötzlich Folgen hatte bis Juli. Und wow, wir haben jetzt November. Und das Problem war, ich brauchte also niemanden mehr anfragen. Ich brauche ja nicht, wenn ich sehe, geil, es kommt, keine Ahnung. An Mike Kantereit nach Berlin am 6. März. Geil, frage ich an. Ja, weil manche fragen, wann wird es denn ausgestrahlt? Und wir sagen, oh, naja, wir haben noch ein paar andere Folgen. Die Folgen, ja, so März 2019. Und das war halt auf einer ganz anstrengenden Mitfahrgelegenheit von Berlin nach Hamburg. Hatte ich 2 Stunden Zeit, weil niemand im Auto miteinander gesprochen hat. Wir hatten einen Althippie dabei, der die ersten 10 Minuten darauf verwendet hat, dem Fahrer zu erklären, wie scheiße er ist. Also nicht er selber, sondern der Fahrer. War sehr verwirrend. Ist eine schöne Geschichte, kann ich gleich nochmal erzählen. Habe ich halt überlegt, wie mache ich das jetzt? Und habe das durchgerechnet, wie funktioniert das, wenn ich jetzt wöchentlich veröffentliche? Und durch das, was wir in letzter Zeit gedreht haben, wir haben an 2 Tagen 9 Folgen gedreht, ihr merkt, seitdem ich die Rede da verrissen habe auf dem Regionalfernsehpreis, sage ich immer wir. Aber ich habe dann durchgezählt und wir kommen tatsächlich bis Mitte März mit den Folgen, die aktuell produziert sind. Und es gibt 2 Drehtage im Januar, 2 im Februar und 1 im März. Das sind 5 Monate. Was ziemlich abgefahren ist. Und das heißt, man kann aber auch halt mal schnell sagen, wenn jetzt jemand sagt, hey, wir haben den und den Künstler, der bringt jetzt was Neues raus, zum Beispiel am Montag, morgen, kommt die Band Rakete, die gerade am jetzigen Donnerstag ihr Album rausgebracht haben. Sind zu Gast, sind mega lustig, waren aber eigentlich angedacht zu der damaligen Zeit noch für Culture Candela, wollte ich eigentlich im März rausbringen. Da meinte ein gemeinsamer Freund von mir und Nils, also, jetzt ist Promophase und nicht im März. Warum soll das denn? Bring das da jetzt raus. Und das stimmt natürlich. Und so hat die Managerin auch gesagt, naja, wäre schon super, wenn es so schnell wie möglich kommt.
Ja, und deswegen geht das jetzt wöchentlich und haut aber nicht ins Fernsehen rein, weil die Sachen sehr separat getrennt sind voneinander. Ich habe in diesem Jahr, manchmal kommen Aufträge wie so ein Lego-System. Ja, freust dich, geil, das passt so super zusammen und yay, und plötzlich arbeitest du irgendwie viel zu viele Wochen, bist eigentlich völlig drüber und brauchst Pause und merkst das viel zu spät. Und ich habe es Gott sei Dank nicht viel zu spät gemerkt, sondern relativ rechtzeitig. Ich habe dann gesagt, okay, dann ziehen wir mal die Notbremse fürs nächste Jahr, dass ich quasi jetzt, wenn ich 2-3 Wochen drehe, eine Woche frei habe. Und diese Woche kann ich dann immer nutzen, zu sagen, okay, da könnte ich einen Drehtag aufmachen oder nicht. Das heißt, fordert sich nicht. Das Ziel ist es natürlich irgendwann, dass die Web-Talkshow alleine funktioniert und ich sagen kann, man hat Fernsehen viel Spaß gemacht, aber noch mehr Spaß macht es doch, Nico, die Web-Talkshow zu produzieren und zu machen und dafür noch zu bezahlt zu werden. Aber das ist Zukunftsmusik. Hast du denn da selber schon so ein bisschen Pläne, dass du vielleicht alles ein bisschen änderst und nicht so professionell machen möchtest, dass du so diese Basic zu YouTube zurückgehen möchtest? Weil, also in dem Sinne, wenn du das jetzt selber machen möchtest, dass du vielleicht doch das alleine machst und nicht mit einem Team. Nee. Hast du schon mal darüber, also ich möchte jetzt nicht auf irgendwas anspielen, sondern einfach ja. Nur, ne? Also hast du schon mal darüber nachgedacht, das eventuell alleine zu machen, dass das für dich selber, weil es ist ja, im Endeffekt machst du ja jetzt gerade Fernsehen on Demand. Genau. Mit Nico. Das ist tatsächlich Fernsehen wandert ins Internet mit mir. Hm? Genau. Ich habe es gab ein Projekt davor, da habe ich das alleine gemacht und mit eigener Kamera und yay. Und dann bin ich auf die AIDA gegangen für 3,5 Monate und da habe ich das dann, ich war Moderator auf der AIDA. Das wird okay. Ausgiebiger. Und da habe ich dann damit aufgehört, weil das kein, naja, ich weiß, man braucht Ausdauer und dies, das, aber das war irgendwie nicht genau das, was ich machen wollte. Ich wollte immer Happy Entertainment machen. Ich wollte eine geile Talkshow haben mit anderen Fragen und wenn ich nebenbei noch selber die Kamera mache, gibt es keine Chance für genug Kreativität, um geile Fragen zu machen oder relaxte Interviews. Deswegen wird das immer so sein, dass da ein Team drumherum schwirrt und mir ständig sagt, dass meine Outfits seltsam sind. Liebe Grüße an mein Team bei der Gelegenheit. Ihr seid alle entlassen. Ich habe gehört, wir machen eine Sonderedition und gehen mit dieser Edition live. So mal eine Stunde? Mit Patzern und den ganzen Pipapo? Mit Team? Gerne. Also viele Gäste sagen, das Lustigste war die Kombination mit dem Team, weil wir jetzt auch schon viele, viele, viele Folgen, wir sind schon irgendwie bei Folge 40. Das begann mal mit, wir drehen 12 Folgen und dann gucken wir, ob es ein Erfolg ist und wenn nicht, lassen wir es. Und mit wir meine ich mich. Und als wir dann aber bei Folge 6 oder 7, ich bei Folge 6 oder 7 war, gab es weitere 6 Zusagen. Und wer jetzt besser in Mathe war als ich, merkt, verdammt, es sind mehr als 12. Und dann ging es immer so weiter. Es gab jetzt auch letztens eine Phase, da war so ein Down, da sah aus, als ob jetzt gar nichts mehr kommt an Zusagen oder so. Aber mittlerweile sind Namen im Gespräch, wo man denkt, abgefahren. Und da sind wir eigentlich nur auf Terminsuche. Es ist nicht die Frage, ob sie kommen, sondern wann sie kommen. Und ich bin schon wieder an der Frage vorbeigegangen. Aber nee, ich würde nicht ohne Team würde ich das nicht machen wollen, weil mir die Spirit auch drumherum total wichtig ist. Ich fand das sehr cool. Also ich mochte dein Team. Ich mag es auch immer. Jetzt sind sie halt entlassen, ja, aber du kannst sie buchen. Du hast sie ja. Nein, 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 natürlich nicht. Wer war da, als du da warst? Sebastian mit dem langen, mit dem Pferdeschwanz. Genau. Ja. Eduard am Ton. Eduard, genau. Genau. Ja, Eduard war ja der Kracher. Eduard, ne? Lieben alle lieben Eduard. Eduard war der Kracher. Da kommt also nun so ein, du hast gesagt, einer der besten Tonmänner? Ja, Tonmeister sogar ist. Tonmeister? Deutschland oder? Deutschland, ja. Ja. Wenn er mal in Deutschland dreht. Eduard ist wirklich eine Sensation. Jeder, der jemals Eduard gesehen hat, der ist so witzig. Wir hatten kurz nach dir war Tamika Campbell, eine ganz tolle Comedian zu Gast. Und die ist so quasi Caroline Kebekus, bloß noch dirtier. Ja? Und die saß da und sagte, Eduard, musst du das Mikro hinmachen. Ne? Und Eduard geht so hin, Eduard selber verheiratet, 3 Kinder, aber tierisch gut drauf. Ja? Versucht dann irgendwie ganz dezent dieses Mikro reinzumachen und sagt, du kannst auch abkleben. Eduard, das habe ich gerade schon gemacht. Sie so, Eduard! Hast du das gemacht? Eduard ging nur lächelnd davon. Also er ist wirklich ein Meister seines Faches. Keiner weiß, wie Eduard arbeitet. Ich habe letztens ein Shirt hier mit dem gehabt. Was ist das denn? Ach ja, da hatte Eduard das Mikro angeklebt. Der ist so, du kriegst ihn nicht mit. Das war, und er ist irrewitzig. Deswegen, Slappy, Sally, freut euch, wenn ihr dann das nächste Mal da seid, wenn Nils auch da ist, dann lernt ihr auch Eduard kennen. Das sollte doch Anlass genug zu sein, zu singen, Sally. Wollte ich gerade sagen. Für Eduard. Für Eduard, ja. Also ich habe kein Nein gehört, ne? Nee.
Auf jeden Fall, als ich da war und wir mussten dann die Location wechseln für das Spiel. Und dann kam Eduard von der Seite und meinte, einfach ganz trocken, also wir haben nur Hallo gesagt und du hast auch keine Mimik bei denen gesehen, ne? Also normal, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in London bin oder so, alle lachen. Alle sind gut drauf, weil irgendwie alle uns witzig finden oder was auch immer, ja? Auf jeden Fall sind alle gut drauf. Da gehst du hin, keiner kennt dich. Was quatscht der da eigentlich? Was will er denn? Und dann guckst du die ganze Zeit so in diese Gesichter. Oh Scheiße, ey, wo bist denn du jetzt hier gelandet? Und dann kommt der furztrocken von hinten an. So, sag mal, seid ihr eigentlich alle so? Die fanden dich alle so interessant, die konnten das nicht fassen, dass du mit dem, was du tust, tatsächlich Geld verdienst und davon leben kannst. Die fanden die Idee so irre, dass was lustig ist bei Fernsehleuten, weil sie mit dem, was sie tun, Horst Lichter sagte letztens so, wir müssen alle froh sein, dass wir irgendwas gefunden haben, dass wir nicht richtig arbeiten gehen müssen. Weil der weiß, wie richtige Arbeit geht. Und so ist das. Aber wir sind auch die Ersten, die laut weinen. Das ist ja dann. Wenn dann jemand kommt, der auf interessantere oder ganz andere Art und Weise, die aber auch ungewöhnlich ist, zu Geld gekommen ist, kommt dann auch, seid ihr alles? Gerade Eduard. Ich glaube, Eduard sucht immer noch den Ausgang aus der ganzen Fernsehgeschichte. Also wenn Eduard irgendwann Streamer werden will, Nils, er wird dich kontaktieren. Du, das Ding ist ja, das ist wie bei dir, oder auch wenn du jetzt mit einem Taxifahrer redest, oder wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Zelinski, Sven, das sind alles Leute, die haben stinknormale Berufe. Aber die sind so naturlustig, wenn sie ihre Sachen erzählen, weil die so viel in ihrem Leben schon erlebt haben, dass wir sowas, wir kriegen das ja gar nicht mit. Und ich sitze immer nur da, also auch bei Eduard, ja, der hat ja dann zwischendurch auch ein bisschen was erzählt. Wow. Ja. Und dann kommt er zu dir und stößt dir das Messer in den Rücken. Sag mal, seid ihr eigentlich alle so? Und du guckst. Ich hatte letztens einen Kameramann, der sagte: Boah, Nico, wir hatten heute echt nur schöne Menschen. Da hatten wir unter anderem einen vom Blaulichtreport dabei, weil gerade einer auf Streife im Chat geschrieben hat. Wir hatten Paul-Philipp Altmann vom Blaulichtreporter und noch eine bildschöne Sängerin und eine bildschöne Schauspielerin. Der sagt: Mensch, wir hatten heute nur schöne Leute vor der Kamera. Ich sag: Siehst du mal, was ich dir Gutes tun? Er sagt: Nee, Nico, ich hab dich gefilmt. Oh! Aber der war halt so gut, da konntest du nichts gegen sein. Kannst nicht mal böse sein bei so einem guten Spruch. Ja, gut. Oh, wie gut. Ah, großartig. Ja. Was hast du denn so, hast du für dich für die Zukunft schon was geplant? Willst du vom Fernsehen weg oder? Ja, also Ziel ist immer noch. Ja, Fernsehen machen macht mir total viel Spaß. Und ich hätte auch total Bock, im Fernsehen zu moderieren. Ich glaube, die Rettung des Nachmittags neben Wagens Ferraris oder so für 16, 17 Uhr, wo jetzt jeder sagt, es läuft nur Mist im Fernsehen, ProSieben zeigt nur Wiederholung von beliebige Serie einsetzen, How I Met, Two and a Half, Scrubs, was alles schon tausend, Big Bang läuft jetzt tausendmal, dass da eine Talkshow hin muss. Und zwar, ganz bescheiden sage ich, moderiert von mir. So im Stile quasi wie die drüben, die Late Night sind mit Jimmy Fallon oder James Corden oder auch Ellen DeGeneres am Nachmittag macht fantastische Arbeit. Sowas brauchst du ja in Deutschland mit tollen Gästen, mit neuen Gesichtern. Nicht immer die gleichen Leute, um Gottes Willen. Nicht noch eine Sendung, die Barbara Schöneberger moderiert. Die ist eine fantastische Moderatorin, aber bitte nicht noch eine. Ne, da muss tatsächlich mal jemand Frisches rein, im Idealfall ich. Und das wäre dann halt was, guck mal, du siehst, wie gut James Corden, Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres das ganze Internet-Ding auch machen. Geil, es harmoniert. Deshalb Florida TV mit Circus Halligalli haben hier fantastische Arbeit geleistet, sowohl designtechnisch als auch inhaltlich, und diese Mischung mit Social Media Content war großartig. Und ich denke, das im Nachmittagsbereich, einfach den Leuten auch was zu bieten, wo jetzt nicht ein Krimi laufen kann, das wäre eigentlich mein Ziel. Oder Sat.1 Frühstücksfernsehen. Wenn also jemand aus dem Chat jemanden kennt, der mich empfehlen kann für Sat.1 Frühstücksfernsehen, da würde ich sehr gerne mitmachen. Und ansonsten glaube ich, bin ich mit der Web-Talk-Show, glaube ich, das Nicht gerade zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist gut. Ist gut. Aber vor 3 Jahren gab es schon jemand anderes, der das gemacht hat. Den gibt es heute nicht mehr. Komisch, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie sein Name war damals. Ich habe nur gesehen, wer jetzt so, also das Internet vergisst ja nie. Nee. Und es gibt so 1, 2, 3 Sachen, die ich mir angeguckt habe, bei denen ich gedacht habe. Was war denn sein Name? Damals, er hat auch immer alle möglichen Leute interviewt. Meinst du diesen jüngeren Typ? Nee, er war schon ein bisschen älter und hat auch eine Brille. Ich versuche nicht, ja, nee, kann ich jetzt nicht laut sagen. Ich habe noch einen gesehen, der hat eine Show, die heißt In Stereo. Er selber spricht es aber in Stereo aus. Ich finde das auch ganz witzig. Und der hat da unglaubliche Leute zu Gast. Der hat Judith Holofernes von Wir sind Helden gehabt und hat eine Gesamtklickzahl von 67.
67? Da kommt kein 1000 hinterher. 67 Klicks. Wenn ich Judith Holofernes hätte, Alter. Aber ich habe auch gedacht, dass mit der Culture Candela-Folge richtig irgendwie das in die Luft geht. Das Ding hängt immer noch unter 500. Keine Ahnung. Internet ist ganz anders, tatsächlich. Ja. Du, das Fernsehen ist auch für den Arsch, was das angeht. Das ist auch unberechenbar. Deswegen haben die Leute so viel Angst. Hat mal einer von euch das Wort Axtsprung gehört? Ist lustig, ich habe das gestern Abend gerade alles einem Moderatorenkollegen erzählt. Nee. Ein Axtsprung ist ein Grund, warum Leute unbewusst umschalten. Wir stellen uns mal vor, das nehme ich für ein Beispiel. Wir nehmen mal diesen Teller. Wir stellen uns vor, das hier, der obere Bereich, da sitzt jemand. Da sitzt Nils. Da sitzt Seppi. Und hier ist die Kamera. So, dann kann die Kamera euch einmal filmen zu euch von beiden. Eine filmt dich von da, dich von da. Und das ist super. So funktioniert Fernsehen. Ja? Das heißt, man guckt, einer guckt da raus, der andere guckt da rein und das funktioniert. Wenn man jetzt aber genau die gleiche Situation hat, da sitzt einer, Kameras kommen alle von hier und eine kommt von hier. Ja? Aus einem anderen Winkel, dass quasi der eine guckt in die Richtung und der andere guckt auch in die. Die gucken sich gar nicht an. Dann denkt der Zuschauer, irgendwas ist jetzt komisch. Er wird niemals wissen, was es ist, aber das bewegt Leute dazu, umzuschalten. Mhm. Das ist ein Axtsprung. Das Schlimmste, was passieren kann. Dafür wurden Leute schon entlassen. Was? Ja. Oha. Also das Fernsehen ist auch wie das Internet unberechenbar, obwohl ich das Internet noch unberechenbarer finde. Und ich muss sagen, ja? Ich wollte den Satz eh nicht zu Ende bringen. Was ich mich frage, ist für Fernsehleute eigentlich Live-Sein ein Graus? Weil wir jetzt auf Twitch, ne, wir sind jeden Tag live. Das heißt, wenn die Katze auf den Tisch springt und die Dose umschmeißt, dann bist du halt erstmal 5 Minuten am Putzen und am Gucken und versuchst, dass dir die Tastatur nicht zusammenklebt. Und das ist halt so. Das sind diese Charming Moments oder eben auch nicht. Das kommt ja immer drauf an. Ist das für Fernsehleute, ist das doch sicher so, oh Gott, bitte nicht live. Gibt's. Ne? Ja? Ich persönlich liebe live. Ich meine, wir drehen ja live on tape. Also es ist, ich mache die Regie beispielsweise, oder ich kümmere mich um den Händlerraum. Und wenn dort jemand reinkommt und das Exponat mitbringt, haben die Händler das vorher nicht gesehen. Haben das noch nie gesehen. Es wird alles dafür getan, dass sie das nicht sehen. Es wird mit der schwarzen Decke über, oder 7 Leute gehen irgendwie so lang, gucken auch wie Mord, und versuchen sich da irgendwie wegzuballern, so dass sie das nicht sehen. Das heißt, da ist es echt. Alles andere passiert dann halt live und die haben halt nur Glück, dass sie geschnitten werden können. Ne? Wenn Waldi mal was sagt, was nicht 80 Euro ist, sondern was Unanständiges, weil man ja auch nur ein Mensch ist beispielsweise, können die sich halt immer auf die Schere verlassen. Ich persönlich bin ein riesiger Fan von live. Deswegen weiß ich auch, warum ihr das mögt. Das war halt, als ich auf der AIDA war, da gab es AIDA TV Live. Ah, im Namen schon extra mit drinne. Das war eine Talkshow oder ein Magazinbericht jeden Tag von 18 bis 19 Uhr. Ja. Die AIDA hat ihr eigenes Fernsehprogramm? ja, ist das dein Ernst? Ja, ja. Da weißt du, wie groß das Schiff ist? Ich weiß, wie groß das Schiff ist und ich zigtausend Restaurants und so, aber ihr eigenes Fernsehprogramm ist halt doch nochmal on top. Geil, ne? Und das Schöne ist, du kannst dort nicht nur AIDA TV live sehen, sondern ab 20 Uhr werden alle Shows auf dem Theatrium über das Fernsehprogramm übertragen. Denn für die Gäste, die gerade krank sind oder weiß der Fuchs was haben, die sollen natürlich trotzdem am Programm teilhaben können. Deswegen gibt's das. Und das ist aber mitgedacht. Ja, ist gut, ne? Ja. Ich war dafür AIDA TV live, deswegen bin ich auch hauptsächlich hingegangen, weil ich halt dieses Live-Ding haben wollte. Ich wollte mich unter Live-Umständen testen und wollte auch rauskriegen, wie ist das, wenn ich eine Regie die ganze Zeit voll quatscht. Und ich habe dann zu meinem Regisseur, nennen wir ihn mal Matthias, mittlerweile auch ein sehr guter Freund, habe ich gesagt, du baller mich richtig voll, ne? Hau mir richtig, ich muss das hinkriegen, dass mich das nicht stört. Gut, er hat das ein bisschen sehr, sehr voll genommen. Und ich sitze also da und interviewe jemanden und ich muss dir jetzt vorstellen, ich interviewe den gerade und höre dem zu und ich bin jetzt mal Matze auf dem Ohr, ja? Go. Go. Mensch, Nico, jetzt zwinker doch mal wenigstens und guck in die Kamera, wenn du mich hörst. Nico. Go. Du, wenn das so weitergeht, höre ich überhaupt nicht mehr auf zu sprechen. Und dann labert er. Und irgendwann guckt dich dann in die Kamera zur Überleitung und sagt dann kommen wir jetzt!
ersten Beitrag. Und er so, ist ja gut. Also ich schätze so eine Live-Geschichten auch sehr, sehr, sehr. Und auf der Bühne ist natürlich am allergeilsten, weil da kannst du ja total Pech haben. Und das Geile ist, bei einer normalen Bühne, wenn du Moderator bist, hast du das Glück, du musst nichts machen, wenn du draufkommst, weil kriegst du erstmal Applaus. Irgendwer hat ihn gebucht, der ist nicht schlecht, mal gucken, was der kann. Bei der AIDA nicht. Du kommst auf die Bühne, 2000 Leute sitzen im Atrium, kommst auf die Bühne und du... Und das sind nur 7 Schritte bis zur Mitte der Bühne. Aber diese 7 Schritte werden ein Kilometer, wenn kein Mensch klatscht. Dann denkst du, ach du Scheiße. Das Jackett ist der Hosenstall, auch mal ich was Falsches gesagt. Ich hab noch gar nichts gesagt. Was sag ich denn jetzt? Welche Show kommt denn jetzt überhaupt dran? Ach du Scheiße. Kann ich noch umdrehen? Ah, ich bin schon da. Ja, und dann gucken die dich alle an. Und dann gibt es so eine Vorgabe. Das Theatrium geht über 3 Etagen. Immer schön alle angucken. Ich bin erst beim Casting gesagt, alle? Soll ich denn meinem 180-Grad-Ding über 3 Etagen alle zeigen? Das schaffst du schon. Das hast du beim Casting dann so gestanden. Ja. Wie Sie sehen und so weiter und so fort. Das ging aber dann tatsächlich irgendwann, weil auch nicht bei jeder Gelegenheit alles voll war. Und ich habe dann überlegt, wie schaffst du es denn eigentlich, diese Leute ein bisschen für dich zu begeistern? Ja? Das Problem war, ich hatte noch eine Chefin, deren Namen ich jetzt nicht sagen darf, die mich gehasst hat und mir auch gern mitgeteilt hat, dass sie mich total uncool findet. Und der wollte so ganz leicht einen auswischen. Da hast du überlegt, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Du musst irgendwie schaffen, das Publikum für dich zu begeistern, so dass sie am Arsch ist. So dass sie so richtig schön blöd dasteht. Und hab mir ja spontan was überlegt. Und wenn die neuen Gäste da sind, ist ja, kommen abends an, dann wird gesoffen und gefeiert. Und am nächsten Tag um 9.45 Uhr ist die erste Präsentation. Zum Beispiel, die Scouts sagen, wo man am nächsten Tag in Istanbul besonders schön reisen kann. Anmoderiert wurde das Ganze durch mich. 9.45 Uhr. Nach dem Partyabend. Begeistert. Ist kaum vom Frühstück weggeschlafen. So, stand dann da und habe gesagt, ja, meine Damen und Herren, schön, herzlich willkommen hier auf AIDA Diva, bla bla bla. Ich bin Nico, Ihr Moderator, die Stimme und das Gesicht des Schiffes. Das war meine offizielle Arbeitsbezeichnung. Stimme und das Gesicht von einem Schiff, das Diva hieß. Yay. Und habe dann mit denen gesprochen und die waren halt alle nicht wach. Und habe ich gesagt, pass auf, wir machen was Kleines zum Wachwerden. Ich sag gleich mal, hallo Publikum und sie sagen, hallo Nico. Und alle so, oh. Ich sage, ich weiß, das ist viel verlangt. Ich weiß, es ist 9.47 Uhr. Sie haben wahrscheinlich nur 2 Runden am Frühstücksbuffet geschafft. Das ist hart. Aber ich glaube trotzdem, dass ich kann, diesen Namen jetzt zu sagen. Und genau, es gab leider keinen Vorklatscher dort. Und dann habe ich gesagt, hallo Publikum. Also, hallo Nico. Ich so, oh, meine Damen und Herren, Gänsehaut am ganzen Körper. Oh, schönes Gefühl, vielleicht schaffen wir das ja doch noch einen Ticken lauter. So, dann, es gab dann morgens diese Besprechung, es gab nochmal frühen Nachmittag ein und am Abend gab es die sogenannte Kapitänsbegrüßung. Das heißt, auf der großen Bühne kommt der Kapitän und die gesamte Mannschaft, die wichtig sind, das waren wenige, werden vorgestellt und meine damalige Chefin, die nicht ganz sichtbar, die auch sich immer was anderes überlegt hat. Wenn sie mich angekündigt hat, hat sie entweder meinen Vornamen falsch gesagt, meinen Nachnamen, meine Stadt, aus der ich komme oder auch schön, wir hatten irgendwie 600 Dortmund-Fans an Bord. Nobody cares. Ja, und sie so, ja, und den Mann, den ich jetzt auf die Bühne hole, und die hat so beschissen moderiert. Oh, ich mache sie gleich mal nach, aber auf jeden Fall jetzt in der normalen Form. Der Mann, der jetzt gleich auf die Bühne kommt, den kennen Sie, der ist die Stimme und das Gesicht dieses Schiffes, Sie haben ihn schon ganz oft gehört, und er ist Bayern-Fan. Oh nein! Und alle im Publikum so, begrüßen Sie ihn mit einem, naja, ich sag mal, mittleren Applaus. Oh. Und das Publikum so, bin ich auf die Bühne und habe gesagt, übrigens bin ich vor allem Fan der deutschen Nationalmannschaft. Fertig. Also dann ging, also die war strange, die hat halt alles versucht. Aber ich hatte ja noch meinen Ass im Ärmel. Bei dem allerersten Abend, als dieses Hallo Nico, ich das erste Mal probiert habe, standen wir also da, sie hatte mich gerade auf die Bühne gezerrt und wollte sagen, und ich so, die hat sogar sehr nah an ihr Gesicht gehalten, was ich niemals machen wollte. Ich wollte nur, dass sie sieht, halt deine Fresse jetzt. So. Und dann habe ich gesagt, hallo Publikum. 2000 Leute sitzen da. Ich habe das mit höchstens 120 geübt über den Tag hinweg. Ich denke also, scheiße. Und ich wusste, sie hat es über das Bordfernsehen gesehen, weil an ihrem Schreibtisch stand so ein Fernseher. Und ich denke so, Gott, lass das bitte klappen, lass das bitte klappen. 1300 Leute brüllen plötzlich, hallo Nico! Yeah! So, ja! Und sie so, naja, wenn die dich schon kennen, brauche ich die auch nicht vorstellen. So. Super, danke.
gab es tatsächlich sowas Ähnliches wie eine Happy End, denn am letzten Abend ihrer Reise gab es das Gleiche quasi mit der Vorstellung nochmal als Verabschiedung. Da waren wir dann alle an Deck, da waren dann irgendwie 2600 Leute und dann stand sie da und hat gesagt, und jetzt kommt noch ein Mann, Sie kennen ihn als Stimme und Gesicht des Schiffes, Sie haben ihn jeden Abend gehört, er ist die Stimme, die Sie jeden Tag gehört haben. So euphorisch hat sie das natürlich nicht gemacht, aber das war so der Inhalt. Dann hat sie gesagt, und wir begrüßen ihn jetzt ein letztes Mal, wie Sie ihn jeden Abend begrüßt haben, mit einem kräftigen Hallo. Und da habe ich gesagt, oh Gott, die hat es für sich angenommen und hat das anerkannt. Ich bin schon losgegangen und gedacht, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und in dem Moment haben aber alle, es war auch eine wirklich gute Woche, 2600 Leute gesagt, Nico! Sie ist mit dem Mittelmeer, peitscht mit dem Boot lang und denkt, ja, scheiße, jetzt kennen alle deinen Namen. Und bin aber recht schnell weggepeitscht und schräg hinter mir stand eine Schauspielerin, damals gut befreundet, und sagte zu mir, Nico, so kannst du das aber auch nicht machen. Wenn die Leute sich schon freuen, wenn die deinen Namen sagen, dann bleib doch wenigstens stehen. Und das machst du, du läufst weg. Naja, also habe ich mich beim gesamten Team bedankt. Kein Vergessen. Gesagt, okay. Ja, nee, kein Vergessen. Aber ich wollte auf irgendwas hinaus, aber ich habe, glaube ich, die Frage vergessen. Ja, ist nicht so schlimm. War eine schöne Anekdote. Die Web-Talkshow. Ja, das war eine abgefahrene Zeit auf der AIDA. Würde ich auch nie wieder hingehen. Als außer als Gast wahrscheinlich. Auch nicht, okay. Nur 3,5 Monate reichen. Also du hast alles gesehen, du hast alles erlebt und ja. Oh, guck mal, schreiben Hallo Nico. Ja, du kannst das ja nochmal probieren. Nico Tsunami. Er hat ja schon total gut funktioniert. Hallo Nico wird ein Insider. Es ging ums Live-Thema, genau. Ja, ich persönlich bin ein riesiger Fan von Live. Punkt. Ja, das hast du bewiesen. Fuck it, we're doing it live. Ich habe noch zwei Fragen, die hier stehen. Und zwar, Frage an Nico. Welche Zukunft hat das Fernsehen für dich? Oder meinst du, dass es mal ausstirbt? Ich glaube nicht, dass es ausstirbt, weil das Fernsehen ja tatsächlich mehr oder minder fast 1:1 gerade ins Internet transportiert wird und dort halt alles, was im Fernsehen nicht geht, wie zum Beispiel Leuten 4 bis 6 Stunden oder ewig bei Spielen oder sonst was zuzugucken, möglich macht. Das Fernsehen hat früher dafür gesorgt, dass Leute sich nicht allein gefühlt haben. Ja, Leute haben das angeschaltet, um abends in den Schlaf zu kommen, wenn sie gerade Single waren. Es gibt ja Leute, die können nicht schlafen, wenn sie Single sind. Fällt mir persönlich schwierig vor. Und die haben halt den Fernseher angemacht, die waren happy oder die überleg mal, wer ruft bei Hotlines an, ne, und sagt, oh ja, hier QVC, oh, den Ring habe ich mir gekauft, oh, der ist so schön, aber noch schöner war ja die Brosche von letzter Woche, die für 100 Euro. Es gibt halt viele Leute, die das immer noch als direktes Kontaktmedium sehen und das als Hauptbezugsquelle und sich halt freuen. Was ich ein bisschen schade finde, und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Fernsehen in dieser Generation gerade flöten geht und an Wichtigkeit verliert. In den 90ern war das Fernsehen dafür da, dass man sich Leute gesucht hat, zu denen man aufschauen konnte. Man hat sich Vorbilder gesucht, man hat versucht, sich wiederzuerkennen. Ich zum Beispiel habe meinen Zivildienst gemacht, als Scrubs gerade anfing. Das war natürlich perfekt. Ich bin quasi mit JD zusammen ins Krankenhaus. Ich habe es dir komplett imitiert und der Oberarzt, was trägst du denn da? Du weißt schon, was wir hier tragen müssen. Das nicht. So, und dann bin ich nach Hamburg gezogen, dann begann How I Met Your Mother. Und ich so, Ich konnte mit der Serie wachsen und mir das alles angucken. Aber parallel hat ein großer Sender, für den ich nicht so oft arbeite, Produktionen rausgehauen, die Millionen von Menschen gesehen haben. Und da ging es plötzlich darum, auf Leute herabzusehen. Sich über Leute lustig zu machen und zu sagen, guck mal, Schatz, wir haben unser Kind ja schon ordentlich versaut, ne? Aber was die da machen, da können wir beide, aber da können wir nochmal draufpacken. Das finde ich ganz fürchterlich. Und das hat eine Wende genommen. Das ging irgendwann nicht mehr darum, Leuten zu helfen. Auch wenn das mal der Grundsatz war, sondern nur noch schlimmere Sachen zu zeigen. Es gab ein Format, das hieß Raus aus den Schulden mit Peter Zwegert. Oh ja, das kenne ich noch. Ja, ja. Und das ging relativ harmlos los. Sagen wir mal mit jemandem, der 12.000 Euro Schulden hatte. Was eine fürchterliche Situation ist für einen Mensch mit einem ganz normalen Job. Wie willst du von 12.000 Euro wegkommen? Und wohlgemerkt zu einer Zeit, als eine Privatinsolvenz nicht mal so eben mit einem halben Arsch zu machen war, wenn man Bock drauf hatte. Und dem wurde dann geholfen, der Mensch wurde vorgestellt, du konntest das nachvollziehen, du wusstest plötzlich, ach Kacke, der ist da reingerutscht oder wie auch immer das passiert ist. Und dem wurde geholfen. Super. Ein paar Jahre später hat ein Fernsehportal, ein Redakteur, der 36.000 Euro Schulden hatte, gesagt, du bewirb dich doch mal bei Raus aus den Schulden, mal gucken, was passiert. Hat er sich bei Raus aus den Schulden beworben mit 36.000 Euro Schulden. Ich persönlich finde, das ist sehr viel. Ja, dann schrieb die Redaktion von der Produktionsfirma, nicht der Sender, von der Produktionsfirma schrieb zurück, das ist leider zu wenig, ne?
36.000 Euro ist viel zu wenig, meine, machen Sie sich nichts vor. So also nach dem Motto, schauen Sie mal, letzte Woche hat man mit 135.000 Euro Schuld. Wie sagen wir Sie denn jetzt nehmen? 36.000 ist doch nichts. Wow. Ja, und dieser Strudel wurde halt erschaffen. Und ich bin teilweise froh darüber, dass manche Leute dann gesagt haben, den Scheiß gucke ich mir nicht mehr an. Ja. Und ich hab tatsächlich mal vor vielen Jahren gesagt, ich wünsche mir endlich mal ganz normales Fernsehen. Normale Menschen, die ohne irgendein großes Problem irgendwas erleben oder erfahren und keiner schreit sich an und es ist einfach nett und unterhaltsam und es tut nicht weh. Und genau das ist lustigerweise Bares für Rares. Das ist das normale Fernsehen, was es gebraucht hätte vor 4, 5, 6 Jahren. Mhm. Jetzt ist viel Zeit verloren gegangen und die Leute wissen, wo sie gucken. Und die haben viele Möglichkeiten gefunden. Das Fernsehen hat ja auch den Übergang ins Internet hemmungslos verpennt. Da brauchen wir auch uns nichts vormachen. Und ich hoffe, um die Frage zu beantworten, ich hoffe, dass das Fernsehen erhalten bleibt und eine friedliche Koexistenz mit Internet zelebrieren kann. Vielleicht werden die beiden noch Freunde, sogar richtig gute. Das sollte, wäre sogar ganz cool. Ja. 36.000 zu wenig. Ich meine, man kann ja auch draus lernen. Ne? Ich meine, du hast ja gerade zum Beispiel selbst gesagt, so die Sendung bei euch, bei Bares für Rares, die am beliebtesten waren die, wo wirklich plötzlich viel Geld irgendwie bei rumgekommen sind mit den Münzen und sowas. Da könnte man jetzt zum Beispiel als Programmleiter auch sagen, ja, wir nehmen jetzt nicht mehr die mit ihrem Trödel ankommen, wir nehmen jetzt nur noch die irgendwelche Münzen da haben. Das ist richtig, aber Simon schreibt auch, TV ist halt nur noch Beschiss, das stimmt nur bedingt. Aber du hast natürlich recht, das Gute ist aber, wir wollen, dass wir, ich freue mich, dass es so gemacht wird, normale Menschen, auch mit ganz kleinen Sachen, ne? Wenn dann, da kommen Leute und sagen, ich habe das und das und ich würde mich freuen, wenn ich einen Zehner kriege. Und dann sagt der Experte, das ist ein Spiel, hat man letztens eins aus der DDR, total abgefahren, da kriegen sie sogar 70 Euro für. Er ist fast an die Decke gesprungen vor Freude. Ja, die Leute freuen sich wirklich nur über kleine Sachen. Ich persönlich finde es immer schade, wenn Leute dann so gierig werden, aber das ist halt auch so ein bisschen, ne? Ist ja auch ein Spiel, die stehen vor den Händlern und viele denken, den Preis, den der Experte sagt, das muss ja wohl auch der Preis sein, den der Mensch da zahlt. Und die Antwort lautet, nein. Denn das eine ist ein Ankaufpreis und das andere ist ein Verkaufspreis. Ich habe das auch falsch verstanden, bis ich da gearbeitet habe. Und heute denke ich auch, der Experte sagt draußen 2000, drin sind die Händler bei 1,8. Sind aber noch weit entfernt von dem. Ich so, was? Weit? Und drin alles so. Und dann, okay, ja, ein bisschen noch. Okay, 1850. Nee, noch mehr. Hä? Eben noch ein bisschen, dann reichen 50 Euro nicht. Das hätten sie gern. Ja, so 2500. 2500 haben sie nicht gerade gesagt, nur ein bisschen mehr. Nee, jetzt soll sich auch lohnen, dass ich hier bin, ne? Ich hatte eine weite Anreise. Ich bin aus Mönchengladbach. Also wenn jetzt mal jemand wirklich aus Zürich ist, was es gab, wo du denkst, okay, der hat jetzt wirklich eine weite Anreise, aber ich meine, der ist im gleichen Bundesland geblieben. Das kann... In Berlin kann das schwierig werden, aber hier geht's eigentlich. Insofern, ja, bei 12.000 denke ich mir auch, naja, mach. Achso, was war denn die Frage? Zweite Frage, oder Sie? Die zweite Frage war jetzt, die ist ein bisschen länger. Hast du mal darüber nachgedacht, wie deine Realisierung im TV sich auf deine Zuschauer auswirken? Und was machst du in deiner eigenen Webshow besser, um nicht einfach nur schnödes TV-Programm im Internet zu machen? Sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche mal die erste Frage kurz zu beantworten, damit ich mir die zweite merken kann. Ich lese sie dir auch gerne nochmal vor. Wir sind ja live, das ist kein Problem. Ich habe ja vorhin erzählt von dieser ganz tollen Familie bei Zu Hause im Glück. Und die Mutter, die Silke, hatte mir gesagt, sie hatte Albträume. Sie hatte Albträume vom Finale. Sie sieht vor Augen, wenn sie schläft, sie kommt am Haus an. Normalerweise stehen da ganz viele Menschen, also 300, 400 Leute und alle applaudieren und alle freuen sich. Und in ihrem Albtraum kommt sie da an und da stehen nur Eva und John. Und ihre Schwester und ihre Mutter und ihr Vater. Und das war's. Und niemand anderes. Und dann habe ich mitgekriegt, dass ich mindestens 200-300 Leute kommen vorbei. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte, es ist jetzt fies, aber das Ergebnis ist total schön geworden. Ich habe mir dann gedacht, ich will Silke durch diesen Albtraum gehen lassen. Sie sind quasi dann vorgefahren und der Handwerker, der sie gefahren hat, den habe ich nicht involviert. Die sind um die Ecke gebogen, es stand halt niemand da. Und der Handwerker wollte nur sagen, oh, das sind aber wenige. Oh, aber hat es dann Gott sei Dank nicht laut gesagt. 2-3 Stunden vorher stand ich dann halt, also die hatten so ein Haus und da war so eine sehr schöne große Hecke. Hinter dieser Hecke stand zu dem Zeitpunkt, als sie ankamen, 300 Leute, die von mir Order bekommen haben, so leise wie möglich in ihrem Leben zu sein. Ja, damit die eine richtig tolle Überraschung kriegen. So, die stehen also draußen
Und John und Eva, die Architekten, haben von mir die Ansage bekommen, bringt die so schnell wie möglich rein. So, Familie steigt aus, kurz Umarmung und John sagt, hey, lass uns doch reingehen. Und der Vater, Moment, ich muss erstmal was sagen. Und ich so, ach du Scheiße, hinter der Ecke 300 Leute, die schon langsam unruhig werden. Und ich so zu Eva, und Eva so, kannst ja auch nicht mit drin, ich bin euch so dankbar, kannst auch nicht sagen, du halt doch jetzt mal den Mund, lass uns doch jetzt einfach mal reingehen. Und er hält da seine Rede und seine Rede. Und das Kamerateam denkt so, Scheiße, wie machen wir denn das? Weil wir hatten alles durchchoreografiert. Und dann gingen sie los und es hat fantastisch geklappt. Und das Ergebnis ist, wenn du es im Fernsehen gesehen hast, wenn du es als Stream gesehen hast, Gänsehaut en masse vor Ort, die Leute haben, die 300 Leute hinter dem Ding haben geweint, drumherum haben alle geweint. Und da habe ich tatsächlich überlegt, was ich realisiere und wie baue ich das auf, damit der Zuschauer mit dieser Familie im Idealfall genau das Gleiche führt. Diesen wirklichen Schock, und die haben es so geil aufgeschnitten. Du wusstest es nicht. Ja, du dachtest ja, ach, ist auch sehr, wenige Leute jetzt. Wir haben schon so sanfte Musik und dann ging es halt los und zwar war ein Teardropper. Ja. Also die Mädels, die damals bei mir auch mit saßen, ein paar Freunde sagten, oh, wenn ich jetzt zu Hause gewesen wäre, wäre ich ein Taschentuch genommen. Und deswegen, das war halt sehr, sehr schön. Und insofern mache ich mir da tatsächlich drüber Gedanken. Ich versuche bei Shopping Queen ein paar witzige Sachen mit reinzubringen. Und was ich versuche bei meiner eigenen Web-Talk-Show, Nico, die Web-Talk-Show, anders zu machen, ist tatsächlich, ich versuche den deutschen Talk, so wie man den kennt, zwei Leute unterhalten sich oder Riverboat, 20 Leute unterhalten sich, einfach anders zu machen. Sagen wir mal in amerikanischer Tradition. Ja, das ist halt kein Interview, das ist eher ein klassisches Gespräch. Letztens schrieb mir ein Künstler, schreib mir mal, welche Fragen du hast. Ich habe keine Fragen. Ne? Also ich setze mich wirklich hin. Natürlich hast du so ein, zwei, drei Gerüstbausteine. Es gibt von der Sachlage her, was denn los? Teilen sich die drei Interviewparts auf in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber eigentlich läuft das Gespräch. Ich stelle eine Einstiegsfrage und gucke, wo mich die hinführt, wenn ich denke, ach, du wolltest noch das und das fragen, aber es passiert gerade irgendwas Spannendes oder der erzählt was, was er noch nie irgendwo erzählt hat. Weißt du, das bleibe ich da natürlich dran. Ich kann ja immer noch später nachfragen. Und ansonsten ist für mich der wichtigste Satz, was der Zuschauer nicht kennt, kann er nicht vermissen. Dementsprechend, ich gucke vorher, was bin ich gespannt an der Person, was macht die. Natürlich gibt es Personen, auf die musst du dich intensiv vorbereiten über die Spiele. Und ein bisschen so, dass du auch weißt, was du fragst. Aber für gewöhnlich war schon immer so neugierig. Normale Kinder haben ihre Eltern irgendwie 200 bis 300 Fragen am Tag gestellt. Meine Mutter lacht da immer herzlich, wenn sie die Zahl hört. Ich war irgendwie bei 500 bis 700 am Tag im Game. Das wollte dann ein Kumpel nicht glauben. Dann haben wir abends meine Mutter angerufen. Und dann ging sie ran und er so, ja, hi, sag mal, stimmt das, dass Nico als Kind so viele Fragen gestellt hat? Da sagte sie, egal was du dir vorstellst, unter so viele, es waren doppelt so viele. Und deswegen, ich habe immer Fragen, ich bin immer neugierig. Ich freue mich, dass ich jeden was fragen darf und meine Fragen sind auch anders. Das lässt sich ganz leicht sagen, aber es ist wirklich wahr. Zum Beispiel habe ich Kalcha Candela gefragt, Jungs, das ist jetzt euer 7. Album, ne? Und man romantisiert ja auch gerne, es waren viele Erfolge dabei, aber jetzt sagt man, welches war euer beschissenstes Album? Ja. Und da können wir uns drauf verlassen, die Frage haben sie noch nie gehört. Horst Lichter hat bei mir erzählt, warum und wann sein Bart abrasiert wird. Die Leute haben bei mir in der Sendung die Möglichkeit, etwas in die Kamera zu sagen, was sie noch nie irgendwo in eine Kamera gesagt haben. Im Idealfall FSK 18. Ich hatte den Comedian Kay Ray zu Gast. Ja. Der hat von seinem abenteuerlichsten Erlebnis im Darkroom erzählt. Und das war ziemlich heftig. Es war so heftig, dass ich relativ schnell irgendeine ganz entspannte Jingle, irgendwas Musik runtergepackt habe. Du hast ihn aber noch gesehen und vor allem er hat es dargestellt. Was also vielleicht mal bei Nico, die Web-Talkshow, K-Ray, einfach nur zum Schluss spulen, weil es ist wirklich, wirklich sehr unterhaltsam. Da sind tolle Sachen bei. Letztens sagte einer zum Beispiel, ich möchte mich für diesen Oscar bedanken, als erstes bei meinem Mann, Leonardo DiCaprio, ich liebe dich. Und ich freue mich, dass wir beide zusammen die Umweltverschmutzung besiegt haben. Vielen Dank. Ne, also das hast du nirgendwo die Möglichkeit. Haben eigentlich nirgendwo Leute, dass sie sagen können, was sie wollen. Und ansonsten gucke ich natürlich auch, was macht den Leuten Spaß. Sie sollen Spaß haben und so kommst du natürlich auch um gewisse Trends nicht rum. Wenn ich eine Hanka Rackwitz da habe, die man aus dem Dschungelcamp kennt oder aus Mieten kaufen wohnen, gucke ich natürlich, was schreiben die Leute bei Twitter und wie geht sie damit um. Das sind natürlich die Mean Tweets, die wir alle kennen und mögen von Dislike etc. pp. Habe ich auch mit Eva Brenner von zu Hause ein Glück gemacht und da habe ich es aber auch direkt gesagt, sie selber in einem Otto-Moment, sag mal, ist die Idee nicht geklaut von Jimmy Kimmel oder Dislike. Ja, also mir ist das bewusst, aber du kannst das Rad auch nicht mehr neu erfinden. Letztendlich sind die Social-Media-Dinger da, um halt was damit zu machen.
hatte einen da, Paul Philipp Altmann, der bei Blaulicht Report mitspielt, und der hat einen Instagram-Account und der schreibt so unsinnige Hashtags, dass ich immer denke, wenn ich meine lese, das geht ja alles noch. Und da habe ich mit ihm Hashtag, ich habe mit ihm gespielt, Hashtag mein oder nicht mein, das ist hier die Frage. Und da waren Hashtags bei wie Hashtag Peniskekse oder Hashtag Wind. Und da hat er gesagt, das ist nicht von mir und das denkst du dir doch aus und konnte ich mir mal halt zeigen und das alles belegen. Und das führte tatsächlich dahin, dass ich zum Schluss gesagt habe, du, ich habe noch eine Frage. Ein Hashtag hast du da, da steht anders. Warte, ich habe Spannungsbogen. Bleiben Sie dran. Gleich geht Nico die Web Talkshow. Du hast übrigens bei mir die ganzen Fragen schon vorbereitet gehabt, ne? Ja, nee. Bei dir, welche Fragen denn? Du hast die ganze Zeit Zettel in der Hand gehabt. Ich hatte keine Zettel in der Hand bei dir. Sicher? Ja, hundertprozentig sicher. Du hast auf jeden Fall eine gute Frage gestellt mit der Gamescom. Die musst du nochmal aufnehmen. Ja, ja, weil du gesagt hast, das war geil. Ich habe eine Frage gestellt, er hat sich beantwortet und hinterher gesagt, das darf ich gar nicht sagen. So, super. Ich muss das nochmal aufnehmen, das war großartig. Fuck, das ja, das hätten wir mal live machen müssen. Warte, lass mich ganz kurz die Geschichte zu Ende bringen. Ja, bitte, hau. Das Hashtag war, glaube ich, eines Tages wird sie stolz auf mich sein. Da habe ich gesagt, du musst die Frage nicht beantworten, aber sag mal, warum es da ging. Und wir haben die ganze Zeit gelacht und es war irre witzig, es war auch eine lustige Musik drunter, die Beats produziert größtenteils mein Bruder. Und dann guckte er plötzlich ernst und meinte, ja, ich weiß, auf welches Bild das ist. Das ist an meine Mutter gerichtet, die ist gestorben, als ich 12 war. Und ich so, oh, also ich habe nicht laut, oh, gesagt. Und so im Kopf gelassen. Also. Und ich habe halt gehofft, dass wenn ich so mein Leben lebe und die Entscheidung so treffe und an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, dass ich schön finden würde, wenn sie noch da wäre natürlich und wenn sie stolz auf mich wäre. Da habe ich so gedacht, krass, ne, natürlich. Und das hast du nicht kommen sehen. Ich habe die Folge dann bei 2-3 Freunden angetestet und die so bei dem Spiel, hahaha, und lustig und yay, und dann kam plötzlich so ein Bounce-Moment. Und du erlebst als Zuschauer bei meiner Sendung manchmal Sachen, mit denen du absolut nicht rechnest. Und dann bist du mit mir aber zusammen da unterwegs, weil ich da das auch nicht erwarte. Im letzten von einer anderen kam plötzlich raus, bei dem einen Song, den sie geschrieben hat, ich habe sie so nach 1-2 Songs geschrieben. Der eine heißt Ex. Ich so, wie ist der entstanden? Ach, das war lustig. Da saß ich mit dem und dem in der Küche, habe einen Text geschrieben. Ich habe den abends noch meinem Freund vorgespielt. Und ich so, Moment, du hast einen Song namens Ex geschrieben. Du hast den abends noch deinem Freund vorgespielt. Ja, aus Böse, oder? Ich sag, das ist böse. Ich sag, wie lange waren die noch zusammen? Wie lange war die? Nee, nur so, wie findest du das? Ich sag, und wie lange war die noch zusammen? 12 oder 24 Stunden? Sie so, ja, so ungefähr. Also das macht so ein bisschen den Unterschied. Es ist wirklich anders. Am besten mal reingucken, Nico, die Web-Talkshow. Ab morgen jede Woche eine neue Folge, immer montags. Und am 31.12. kommt das Best of Season 1 und 2. Hey. Und kennt ihr eigentlich Blau von Amanda und Sido? Puck, der Himmel ist blau, komm, hey, das machen wir auch. Schade. Kennt das jemand im Chat? Bestimmt. Blau von Amanda und Sido. Keine Reaktion. Du hast auch Delay, ne? Also, das muss auch erstmal durch die Leitung zu den anderen ins Haus und so. Und ich bin ja auch in Köln. Ich bin ja nicht bei den Leuten zu Hause. Du musst erstmal rufen, hallo? Ah, da komme ich. Und jetzt, weil es so geil, jetzt habe ich die Frage vergessen. Nee, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, Sido und so. Und die war bei mir zu Gast. Und das wird die Folge für den 1. Januar. Wir haben so hart gelacht. Die war 11 Jahre Radiomoderatorin. Und die kann halt auch durchgängig quatschen. Und wegen der Spotify-Werbung ist lustig, weil die war nämlich auch Thema. Ich habe mir ein ganz tolles Spiel für sie ausgedacht. Für Amanda gab es Amanda Zone, Kundenrezension. Sie ist quasi angetreten und sie musste rauskriegen, ist diese Kundenrezension über ihr Album oder über das Album von Joy Denalani. Und das hat tatsächlich viel besser geklappt als gehofft. Und als Beispiel stand dann da, ja, das Album ist total super produziert, klanglich volle Höhe. Und sie so, ja, das müssen wir ja jetzt sein. Weil wir haben uns so eine Mühe gegeben, mit dem Album. Ich so, ja, nicht so wie Joy Denalani, die mit dem halben Arsch so ein Album produziert. Sie so, ja, genau, die macht das eher so spontan. Und dann sage ich am Ende des Interviews, ich sag so, seid ihr nicht sogar auf dem gleichen Label? Und sie so, ja, ich arbeite halt noch mehr, ne? Also auf die Folge kann man sich sehr, sehr freuen. Das ist zurzeit auch meine Lieblingsfolge, die gerade fertig geschnitten habe. Also Amanda, das wird sehr, sehr lustig. Und wir haben auch sehr viel gesungen und wir hatten bei Killer A Cappella Karaoke bei dem Musikspiel Hits des Jahres 2017 und war gut. Ich wüsste nicht, ob
Nils, ob du welche davon kennen würdest, aber war gut, hat Spaß gemacht. Wow, ey, nur weil ich meine, du fragst mich halt komplett in aus der kalten nur nach Hackerfilm, ja? Ich stehe so, das möchte ich übrigens nochmal erklären. Also Nils, du warst ja bei mir zu Gast und ich hatte ein ganz tolles Spiel vorbereitet. Ja. Da ich in deiner Materie nicht, ich rede von einem anderen Spiel, da ich in deiner Materie nicht zu Hause bin, habe ich überlegt, welche Schnittstellen haben wir in der Materie? Und ich durfte dich ja vorher kurz kennenlernen in Dresden und da hattest du irgendwie gesagt, ich glaube, du mochtest Nintendo nicht oder so. Und ich hatte aber schon mir ein Spiel ausgedacht. Es kann sein, dass ich mich irre. Nee, das klingt sehr nach Dizzy, wenn ich mal kurz... Und dann hatte ich aber überlegt, ich suche mir Nebenfiguren aus Computerspielen raus und den Dizzy muss rauskriegen, zu welchem Spiel gehört diese Figur. Dann habe ich diese Spielidee einem gemeinsamen Freund erzählt. Du kannst ruhig Dazen sagen, die kennen Ruby hier. Einem gemeinsamen Freund. Einen gemeinsamen Freund. Und der hat gesagt, das ist eine scheiß Idee. Ein scheiß Spiel, viel zu langweilig. Und da habe ich gedacht, ja gut, er kennt ihn schon 180 Jahre, er könnte recht haben. Und dann schickte mir Robert, Dazen, wie sagst du? Dazen. Dazen heißt er. Mr. Dazen. Wie lange seid ihr befreundet? Du kennst dein Internet, nick mich? Nee, wir sind in der echten Welt unterwegs, ganz einfach. Ja komm, wenn du sowas sagst, ja echt. Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, Dazen war heute schon hier. Und am Montag habe ich ihn auch gesehen. Ich bin... stolz auf dich. Also, worauf ich hinaus wollte, schickte er mir dann aber über WhatsApp plötzlich einen Screenshot oder ein Bild, er guckt gerade Hackers, den Film. Da habe ich gedacht, geil, na klar, ich schreibe den Plot raus von den jeweiligen Filmen und Dizzy muss erraten, um welchen Computerfilm es geht. Wie geil ist das denn? Und habe schnell festgestellt, fuck, da geht es nur um Hacken. Scheiße. Okay, jetzt kriegen wir schon hin, weil er wird das ja ganz schnell erraten und das wird schon witzig. Gedacht. Das war super witzig. Dann stehen wir da und ich sage ihm das Spiel. Und es gab noch eine besondere Herausforderung. Und zwar, wir haben die Kamera so hingestellt, dass ich direkt in eine Kamera gucke und er direkt in eine Kamera guckt. Das heißt, wir hatten keinen Augenkontakt zueinander und Voraussetzung war oder Hoffnung war, dass wir uns auch nicht angucken. Bei mir habe ich mir da keine Sorgen gemacht, aber bei Nils wusste ich, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Es hängt halt davon ab, ob er das Spiel mag. Weil sonst würde er mich sehr oft angucken mit diesem skeptischen... das war meine große Befürchtung. Wir stehen also da, ich sage ihm das Game, guck zu ihm, denkst so, und jetzt siehst du das Gesicht und er wird sich so freuen und ich guck's und er so. ich spiele Computer, ne? Ich bin kein Hacker. Ne? Weil er hat schon geahnt, wo die Reise hingeht. So, dann kam das halt mit den Filmen und man hat auch gemerkt, so beim Team, so keiner wusste, scheiße, funktioniert das jetzt, kippt die Stimmung total. Und ich so, ein Hackerfilm nach dem anderen gesagt und die Inhalte waren so einfach. Gerade gucken, ob ich das Ding nicht, habe ich nicht das Game hier sogar noch auf dem Laptop? Weil dann könntet ihr ja eigentlich mal antreten in der Kategorie. Ja, mach das! Ablauf das wäre super geil. Hackerman. Hab ich noch. Geil. Aber da sind nicht die Filme, warte, da sind nicht die Filme, warte. Wir nennen die sie auch liebevoll Hackerman, weil er sich so gut auskennt. Gott, mit. Hab ich. Ja. Hackerfilm. Ach, ja. Warte, nee, das muss ich auf dem Handy haben. Warte. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann das Spiel für sich so ein bisschen angenommen und hat dann plötzlich andauernd geantwortet, egal was für ein Plot das war, Family Guy. Selber darüber gefreut und dann jedes Mal, wenn ich gesagt habe, nein, gesagt, Simpsons, und hat sich nochmal gefreut. Und dann habe ich irgendwann improvisiert und habe gesagt, ey, der hat jetzt so auf die Simpsons gesagt, jetzt sagst du einfach den Inhalt von Simpsons, der Film. Ich habe gesagt, über einer Kleinstadt in den USA wird eine Glaskuppel niedergelassen. Und da sagt er, Truman Show. Nein. Es ist nicht die Truman Show. Es sind die Simpsons. Er so, was? Das ist der Film. Und er so, ich habe noch nie die Simpsons gesehen. Ich so, was? Und dann war das Ding eigentlich völlig außer Rand und man, Eduard Anton, hat sich wirklich an seinen Tonkasten festgehalten. Der wäre nach hinten gefallen vor Lachen. Wir hatten so einen Spaß in dem Moment. Oh, das war gut. Das war eine der schönsten Sachen, ja. Also ich fand das wirklich gut. Ich war mir im Laufe des Tages da nicht so sicher. Doch. Ich finde das großartig, wenn Leute mich in die Pfanne hauen. Weil ich hau ja andere Leute auch in die Pfanne. Von daher, ich habe es gefunden. Oh, los, okay. Spiel's mit den beiden, los. Wollt ihr? Ja. Na klar. Okay, also. Also wie gesagt, ich sage den Inhalt eines Computerfilms. Ihr müsst sagen, wie der Film heißt. Manchmal gibt es noch zusätzliche Hinweise. Wir legen los. Abwechselnd. Zuerst Sali.
Du musst abwechseln, aber sonst sagen es beide zugleich und sagen es jetzt sofort. Okay, wir machen mal so, Ladies, immer first. Sally, wenn du es nicht weißt, darf Slappy. Also, In welchem Film werden drei Freunde von einem Hacker in die Wüste gelockt? Spannungsmusik. Mach einfach, du weißt nicht, dann ist der nächste. Simpsons, der Film. Okay, Slappy, weißt du es? 7. Nein, keine Ahnung. The Signal. Das war aber auch ein schwerer zum Einstieg. Hm. Eine Hackergruppe gerät durch aufsehenerregende Aktionen in das Visier des BKA und Europol. Come on. Oh, das war der deutsche Film. Der richtig. Kam letztes Jahr. Vorletztes Jahr. Und da haben die ganz groß auf dem Haus, haben die das da. Oh Gott, wie hieß denn der? Bei Nico die Webtalkshow gibt es übrigens die Antwort. Slappy, weißt du es? Nein. Wir gucken mal kurz in den Chat, ob es einer weiß. Oh, richtig, Gott. Kingwall 187 hat recht mit Who Am I und Aspero 86 auch. Die hatten was? Die hat Who Am I. Ach, Who Am I. Ah, okay. Und weiter geht's. Ein Cyborg macht sich auf die Suche nach einem Hacker. Ey, geil. Was? Ein Cyborg macht sich auf die Suche nach einem Hacker? Ja, Dizzy, es ist gerade ein Kommentar abgegeben worden zu deiner Folge. Ja? Ja, warte. Ich muss kurz die Anzeige angucken bei YouTube, dann sehe ich. War die damals ein Hacker bei Arnold Schwarzenegger, Terminator? Nee, ne? Beim Terminator 3 gab es, glaube ich, Hacker. Auf Dauer finde ich Dizzy etwas langweilig, manchmal zu eintönig. Ja. Fand ich nicht. Nee. Fand ich nicht zu eintönig. Was? Die Antwort lautet übrigens Ghost in the Shell. Warte. Was? Ghost in the Shell? Sag nochmal, ich weiß noch nicht mal mehr, was die Frage war. Verdammt. Ein Cyborg macht sich auf die Suche nach einem Hacker. Oh, wow. Das ist aber so, ja, so offen. Ja, okay. Okay, wir machen noch zwei. Also wir sind sogar, er hat sogar einen rausgekriegt. Nils, einen hast du rausgekriegt. Oh, hab ich? Ein älterer Polizist nimmt es mit Cyberkriminellen auf, sich um einen landesweiten Hackerangriff zu verhindern. Welcher Film ist das? Sally? Ich will die ganze Zeit Swordfish sagen. Darf ich kurz intervenieren? Stirb langsam 4. Du bist so eine richtige Potschau. Der Kommentar, den gibt's gar nicht. Du wolltest mir nur schön einen reindrücken. Nee, ich habe den gerade original vorgelesen. Der wurde gerade gemacht. Ich wurde gerade informiert darüber. Habt ihr rausgekriegt, welcher Film das ist? Weil das ist der Film, den hat sogar Dizzy rausgekriegt. Ja, Stirb langsam 4. Stirb langsam 4 habe ich nicht gesehen. Der war aber gut. Da ist noch einer. Dizzy ist der Größte. Die kommentieren gerade ganz wild. Nee, Umbro hat nur Spaß gemacht. Feiert aber mal, das hätte super gepasst zu Simpsons, der Film. Deswegen, ich sag's gerade. Wow, Nico, den hast du aber schön verpackt, so Simpsons, der Film, du Sack. So, jetzt passt auf. Ja, aber jetzt passt auf. Jetzt kam einer, da hat gedacht, Alter, das muss er doch wissen. Warte. Ein Mann stiehlt extrem wichtige Daten seiner Firma und veröffentlicht diese und die Welt verändert sich. Sloan. Wie bitte? Ist das von einem Film? Was hast du gesagt? Na, Sloan, der dann. Gibt's davon einen Film? Ja, aber du sagst den Namen falsch. Der Mann heißt Snowden. Snowden, Entschuldigung. Oh, ich bin auf Twitch bekannt, Sachen falsch auszusprechen. Okay, aber du hast recht. Das ist der Film. Und da habe ich gedacht, das muss man doch wissen. Snowden. Er kannte den Namen Edward Snowden nicht. Oh. Ich meine, ich sage hier keine Geheimnisse. Das gibt alles bei Nico, die Webtalkshow. Das schneiden wir raus. Deswegen. Gibt es einen Film? Okay. Ja, der letzte. Seid ihr bereit für den letzten, den ihr kriegt? Eine aus Schüler bestehende Hacker-Gang hat Ärger mit der Polizei und einem kriminellen PC-Crack. Und da ist Dizzy ausgeflippt. Wieso? Hackers? Richtig! Es ist Hackers! Mit Angelina Jolie? Exactement. Okay, also Dizzy, wir sehen, Sally hätte ich einladen sollen in der Folge. Die hat sich gut geschlagen. Drei Filme gewusst. Ja, tut mir leid. Aber es macht nichts. Mit dir war es halt irre lustig. Mit dir auch, Sally, ich möchte zuerst. Ich kenne nur Simpsons, der Film. Thrawn hätte gefehlt. Auf Thrawn habe ich gewartet. Habe ich drin, aber ich wollte jetzt nicht alle vorlesen. Das ist die Sendezeit und so. Ah. Oder ein dicker und ein dünner Italiener. Der hätte auch gleich down. Gewusst. Schreibt Fugti 101. Ich möchte jetzt offiziell mein Nico, die Web-Talk-Show-Hut abnehmen und ihn weiterreichen an dich, Sadi. Du hast meine unvorstellbar schlechte Punktzahl von 1 geschlagen. Vielleicht solltest du, wenn du Persönlichkeiten aus dem Internet einsackst, denen so einen Preis weitergeben, dass du dieses Spiel halt immer mit diesen Leuten spielst und dann so einen Wanderpokal rumgeben. Genau. Da könntest du noch so einen Running Gag rausmachen.
Personal Nico. Hackerfilm 23 hatte ich auch. Hatte ich auch in der Liste, hat sie leider nicht erkannt. Soll ich ihn einmal vorlesen, was 23 ist? Ja. Kennt ihr den überhaupt? Ja, ja, ich kenne 23. Den Deutschen oder den Amerikanischen? Den Deutschen, nicht den mit Jim Carrey. Okay. In den 80er Jahren verliert ein deutscher Hacker den Bezug zur Realität. Hätte man drauf kommen können. Ja. Ja. Twitch.tv/HCDizzy hätte ich jetzt darauf geantwortet. Das war aber auch geil. Ich hatte irgendein Ding, habe ich dir vorgegeben. Nee, genau. Bei dem Ding hast du gesagt, Gronkh, der Film. Ach so, ja. Ja, ich hatte, was soll ich machen? Spaß. Wenn ich die nachher nicht kenne, muss ich dir irgendwas sagen. Wir müssen ja das Beste draus machen. Ja, wir hatten schon Spaß da. Auf jeden Fall. Die Frage ist, hättest du bei meinem ursprünglichen Spiel mehr Spaß gehabt? Ja, bestimmt. Du, ich habe an allen Sachen Spaß. Das Abgefahrene war, du hast sogar noch gesagt, hättest du mir nicht einfach irgendwelche Figuren aus Spielen zeigen können. Ich hätte dir sagen müssen, zu welchem Spiel die sind. Und da habe ich zu Robert geguckt und habe so gemacht. Ja, aber dann hätte ich ja wieder zu gut ausgesehen. Jetzt stehe ich ja, Nils, in dieser... du hast aber zwischendurch zu Robert gesagt, Alter, wer hat dieses scheiß Spiel ausgedacht? Ja, also... aber für einen Moment. Ja, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Das heißt, du, das ist immer... Was nicht gut. Bitte? Für den Moment war es nicht gut. Ich finde es immer schade, wenn ich bin ja so ein bisschen an dem, was du erwartet hast oder gehofft hast, und weiß ich, ja, vorbeigeschossen. Nee, gar nicht. Da hast du ja so ein bisschen die Hacker-Ecke gefühlt, gedrängt, gefühlt, gedrückt, getan, gemacht. Naja, du musst halt sehen, du kommst aus deinem eigenen Reich, was du hier hast, wo du der Taktgeber bist. Und du gehst überall, wo du arbeiten gehst, bist du der Taktgeber. Es sind nur Leute da, die Kamera führen. Und dann gehst du woanders hin, wo aber jemand anderes den Takt vorgibt. Also gehst du ja aus deinem ganzen Metier, wo du nur die ganze Zeit nonstop drinne bist und wirst dort quasi geführt. Und jemand führt dich aber nicht so, wie du es gerne hättest, weil er halt aus einem anderen Metier kommt, ja? Dann sitzt du natürlich erstmal da, willst du mich jetzt vorführen mit den Fragen oder nicht? Für mich ist das kein Problem, weil wir führen uns regelmäßig vor, ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das, was ich mit Robi eben gerade gesagt habe, ich meine das nicht böse. Es ist einfach nur, um dich kurz mal vorzuführen, auflaufen zu lassen. Und für mich war das großartig. Also ich habe wirklich gelacht, weil ich das lustig fand, wie doof ich bin. Und das hast du ja am Ende auch gemerkt, als wir die Abmoderation, glaube ich, gedreht haben. Ja. Und das war doch alles super. Übrigens einer der Lieblingsmomente meiner Mutter. Ja, die hat nie damit gerechnet, dass es gab einen Trenner und plötzlich im Outro hängt Dizzy um mich herum und sagt, es ist so schön bei Nico, man will gar nicht weggehen. Das ist ja sehr lustig. Ich habe übrigens gerade Kingwall 187 hat noch was Lustiges geschrieben. Nee, Quatsch. Rajak. Wie lange hat Nico eigentlich das Format Plankenschnack schon auf Twitch? In der Tat, du solltest wirklich sowas machen. Ist ja nett, dass er all die Streamer einlädt hier zum Quatschen. Guter Kommentar. Du solltest wirklich sowas machen. Ja, eine Web-Talkshow. Nein, selber, du solltest Videos machen, die du selber aufnimmst, wo es nur um dich geht. Gibt es teilweise. Es gibt Sachen bei der Web-Talkshow auf dem Kanal, die was ganz anderes sind. Da mache ich Reviews oder erzähle irgendeinen Firlefanz. Ich habe auch mit einem 13-Jährigen zusammen gespielt, cool oder eher nicht so. Da tritt quasi ich als 33-Jähriger gegen einen 13-Jährigen an und wir gucken, finden wir dieselben Sachen cool oder eher nicht so und kennen wir das überhaupt? Und aber alles, was nicht Web-Talkshow ist, alles, wo nicht getalkt wird, also holt wenig Klicks, ist abgefahren. Macht mich auch traurig. Also hier, glaube ich, bist du der Dauerrenner. Wer von euch mag Nico nicht? Einfach mal mit Minus antworten. Das ist einfach die weniger Leute. Also wenn du mehr Spam haben willst, sagen wir, wer mag Nico? So, einer. Brandenburger. Yay. Das laut gesagt. Ja, guck jetzt, die meisten Leute. Plus, Minus. Nachts liegt man dann da und denkt nur über das eine Minus und nicht über die 100 Plus. Ja. Wenn es mal nur eins gewesen wäre. Ja, da haben sich Leute so ein bisschen vertan. Ja. Die können mal Minus und Plus nicht unterscheiden. Bei Schmott bin ich durchgefallen. Ja, aber Schmott spielt auch kein COD, der keine Ahnung. Das ist nicht so schlimm. Das sind so die üblichen Pappenheimer, die einfach nur so... Die 13-Jährigen klicken nicht, weil sie draußen unterwegs sind und 40-Jährige und ihr Handys erleichtern mit ihren Butterflies. Schön. Wo wohnst du denn, Servitor? Offenbar. Da hatte ich die beschissenste Shopping-King-Folge. Alter Vater.
Ja? Offenbach, ja. Erzähl bitte. Also die Offenbach-Story. Die Leute sind ja eigentlich überall nett und sind überall angenehm. wir hatten eine Kandidatin, die war New Yorkerin. Und sie hat die ganze Zeit ein bisschen Englisch gespeakt. Und sie war aber schon ganz viele Jahre dort und hat sich verliebt in die Stadt. Und ihre Tochter war ihre Shoppingbegleitung und hat mir versprochen, dass sie die Dame irgendwie zügelt, weil die war. Ich hatte keine Ahnung. Also es geht folgendermaßen. Wenn du in dem Shoppingbus drin bist und fährst vor, dann steigst du aus und wartest draußen, damit das Kamerateam auch aussteigen kann, um dann zu filmen von außen, wie du aussteigst. So, diese Frau, nennen wir sie mal Nancy, das ist nicht ihr Name, Nancy und ihre Tochter, steigen aus. Ich sage, super, stopp, danke. So, wir schneiden uns ganz in Ruhe ab. Der Kameramann baut die Kamera ab. Die Tür geht auf. Weg. Offenbach. Mitten in der City. Ich gucke zum Aufnahmeleiter. Ich sage, wo sind die? Er so, keine Ahnung, ich habe auf die Straße geguckt. Was guckst du auf die Straße? Guck mich um, sehe die gerade noch in den Kaufhof flitzen. So, jetzt haben wir bei Shopping Queen so viele Möglichkeiten. Ja? Das heißt, wir können das auch mit aufnehmen. Ich muss es nur sagen. So, die Kamera geht los. Ich so, Nancy. Die Kamera sich auch so suchend umgeguckt. Ne? Na, wo ist sie denn? Ich sage, komm, wir gucken wir mal hier. Hier wollte sie eigentlich rein. Und gehen hin und wir hätten das super geil zu Ende erzählen können. Ne? Sie hätte einfach nur sagen müssen, oh, sorry, hab vergessen, dich mitzunehmen. Wäre geil gewesen. Ja, was hat sie gemacht? Sie ist auf mich zugerannt, ist an mich rangesprungen, mich immer gesagt, tut mir so leid, Nico. Ja. Jetzt gibt es für den Zuschauer am Fernsehen aber niemanden, der da neben der Kamera steht. Das heißt, die Geschichte war damit für den Arsch. Unsere Laune? Auch so ein Stück weit. Diese Firma hat sich an dem Tag gedacht, heute haben wir die Beste, die wir schicken. Die dickste, ist jetzt nichts gegen dicke Menschen, wir schicken die dickste Fotografin, was sich tatsächlich nicht auf uns bezieht, sondern auf das Geschäft, die wir finden können. Und das Geschäft hatte so dicht alles beieinander. Wenn die ein gutes Foto machen wollte, kam die überhaupt nicht ran. Das heißt, die hat drumherum Stress verursacht, ohne das wirklich zu wollen, weil sie ihren Job machen wollte. Und die gesamte Geschäftsabteilung hat sich gedacht, geil, Shopping Queen ist da, stellen wir es nochmal dazu. Und dann standen da 10 Leute, alle mit dem Sekt in der Hand und sind dann da auf die Kandidaten gesagt, Nancy, bist du auch ein Sekt? Und die war eh schon völlig auf 180. Sie hat 70 Teile geschnappt und die alle anprobiert. Und dann, willst du noch ein Sekt? So, nein, ich will keinen Sekt, ich will mal anprobieren. Und dann rennt sie direkt in die Fotografin rein. Und ich denke, Leute, wollt ihr mich so alle verarschen? Weil wir das natürlich nicht filmen können, dass da plötzlich eine Fotografin irgendwo steht. Dann sind wir irgendwann raus aus dem Laden, wollen zum Shopping Queen Bus. Stehen da 150 Leute drumherum und machen wirklich wichtige Selfies. Wirklich wichtig. So wichtig, dass wenn ich sage, Leute, wir müssen hier ran. Nee, das geht gerade nicht. Was? Ja, habe ich gesagt, Leute, ihr kennt das Format vielleicht, weil ihr den Bus so feiert. Zeit läuft für die Mädels. Ja, ganz kurz. Ist so, nee. So, Leute, jetzt uns alle aus dem Weg, Aufnahmeleiter aus dem Bus raus, alle verscheucht. Soweit das ging. Und die Mädels dann zack rein in den Bus und der Kameramann setzt sich gerade hin, da macht einer die Tür auf von außen. So, während wir drehen, das ist ja, die Leute vergessen, dass das wirklich Arbeit ist. Das ist, da steht so viel Geld auf dem Spiel, das glaubt man gar nicht. Dann reißt er die Tür auf und wie ich später erfahren habe, hat der Kameramann damit fürchterlichste Erfahrungen gemacht bei anderen Produktionen. Da wurde die Tür aufgerissen, die Kamera geklaut, ihm eine Waffe ins Gesicht gehalten. Das war nicht in Deutschland. Oder wo er da wohnt. Und deswegen war seine erste Reaktion, die Tür geht nicht mehr auf, macht sofort so. Ich so, oh Gott, Alter. Und dann kann die Situation natürlich sofort eskalieren. 150 Leute um den Bus drumherum und die Zeit läuft und wir haben vor allem eine Shopperin, die natürlich auch total nervös ist. So, der Jugendliche, der dann davor stand, ich so, was willst du von mir, Alter? Ich so, okay, Leute, wir entspannen uns jetzt alle vielleicht mal, ne? Du machst jetzt bitte nicht wieder die Tür auf. Du, lieber Kameramann, machst die Tür bitte wieder zu und wir fahren jetzt einfach los. Was wir dann auch Gott sei Dank getan haben. Wurde auch nur zweimal gegen den Bus gespielt. Das war heftig. Und das war leider eine der größten Negativerfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich habe mich ja dazu entschlossen, Happy Entertainment zu machen. Das ist so ein bisschen mein Leitspruch. Und das letzte Mal, als ich das nicht gemacht habe, war ein entscheidender Moment. Habe ich in Hamburg noch gearbeitet und für TAF wollten wir irgendwelche Krankenwagen begleiten. Fun Fact, übrigens Feuerwehren lassen sich total gerne vom Fernsehen begleiten, weil es dann nie brennt. Kein Spaß. Du wirst kaum Aufnahmen finden, wenn eine Feuerwehr begleitet wird und dann kommt der Anruf, es brennt. Es passiert nicht. Deswegen sagen Feuerwehren immer, kommt, ey, bleibt 7 Tage, bleibt 8 Tage. Und dann siehst du immer einen anderen Tag später, oh Leute, Alter, einen Tag später, das hättet ihr sehen sollen. Und du denkst, Dankeschön. Und wir waren auf jeden Fall mit den Krankenwagen unterwegs und die Geschichte ist nicht so schön. Und
war ein ganz, ganz übler Abend, an dem uns Gott sei Dank nichts passiert ist. Dann kam der Funkspruch rein und der kam, junger Türke, gebrochene Nase, die und die Straße. Alles klar, wir rein in Zug, in Bus, fahren los und sind an einer völlig anderen Ecke auf der Reeperbahn. Und plötzlich springt ein junger Türke mit gebrochener Nase an die Scheibe, klopft so an, weil er Hilfe braucht, offensichtlich, blutet ganz doll. Und ich habe für einen kurzen Moment gedacht, geiles Bild. Das war der Moment, an dem ich sofort gedacht habe, das will ich nie wieder denken, so eine Art von Unterhaltung will ich nicht machen und habe 4 Tage später mich für diesen, mit diesem lustigen Preis bei dieser anderen Firma beworben und das hat ja geklappt und habe dann einen Monat später gekündigt, weil ich wollte nicht Unterhaltung machen, bei der ich davon profitiere, dass andere Leute irgendwie leiden, sondern ich will, dass Leute bei dem, was ich mache, ob das die Web-Talkshow ist oder irgendeine Fernsehunterhaltung, dass die Leute einfach Spaß haben, dass den Leuten im Idealfall sogar noch was Gutes passiert, dass sie ein Haus neu kriegen, dass sie 500 Euro kriegen und Kino Maria Kretschmar treffen dürfen. Oder halt bei Baris Ferraris raus kennenlernen und eine Händlerkarte kriegen. So ein Fernsehen, nicht natürlich Unterhaltung. Und das ist ja, glaube ich, auch euer Ansatz. Bei euch geht es ja auch immer sehr, sehr fröhlich zu. Und die Leute lernen sehr viel. Ich habe gehört, ihr macht jetzt immer, ihr stellt ganz viele neue Spiele vor, die kommen, ne? Ja. Da werde ich ja nie einschalten. Großartig. Aber Diego, wir wohnen ja jetzt, wir sind ja quasi Nachbarn. Wir sind im gleichen Land, Deutschland. So nah, wo sind wir? Nein, aber jetzt, du kannst hier jederzeit spielen kommen, wenn du möchtest. Das ist sehr lieb. Viel Platz. Ich sah das bei Instagram, dass da sehr viel Platz bei dir ist. Es ist dezent viel Platz, ja. Gehörst du denn im Privaten zum Zockerbereich? Also hast du überhaupt Zeit und wenn, hast du dann mal, weiß ich nicht, Handy mit Candy Crush oder ein Handheld oder Konsole, PC? Call of Duty? Nee, ich hab früher, ich hab Super Nintendo geliebt, Fighter 2 Turbo, liebt. Ja, Dizzy? Hast du überhaupt Internet? Oh, der sitzt tief, oder? Come on, in Berlin hast du hast, überhaupt ey, Internet? Du hast eine schöne Captain America Mütze. Ich mochte aber den ganzen, alles was dann kam, ich war halt so ein Street Fighter Fan, wir haben das so gefeiert als 6, 7, 8, 9, 10-Jährige, alles was danach kam, und so war dann irgendwie überhaupt, ich mochte diese kantige Grafik nicht. Als das losging mit Lara Croft, hatte ich gedacht, das Einzige als Mal, dass die mir gut aufgefallen ist, war im ersten Video von Männer sind Schweine, da war das irgendwie nice, aber ansonsten war das dann irgendwie die Zeit, bei der ich gesagt habe, nee, dann arbeite ich lieber irgendwie, dann mache ich was Kreatives. Das hat mich dann nicht mehr abgeholt. Aber auf dem Handy habe ich ganz lange Subway Surfer gespielt. Und dann der Moritz, mit dem ich dieses coole oder nicht so gemacht habe, der hatte dann mal mein Handy. Weil dann, hast du ein Spiel auf dem Handy? Ist ja hier ein, also ist ja ein netter Rekord. Und spielte dann weiter und sein Vater guckte drüber und sagte, er hat ungefähr 100.000. Mehr als du. Ich spiele das nur manchmal zur Entspannung. Aber die Ausrede hat nicht gezogen. Ich musste dann sehr schnell besser werden bei Subway Surfer und habe es dann irgendwann. Also nee, tatsächlich ist das, mein Bruder hat das wesentlich mehr gemacht und ich weiß nicht, hat einer von euch ältere Brüder? Ich bin der ältere Bruder. Ich bin die ältere Schwester. Es gibt die Brüderregelung. Die besagt, das, was der eine Bruder mag, darf der, was der ältere Bruder mag, darf der jüngere nicht mögen. Mhm. Deswegen liebt mein Bruder Salami und ich esse nur Schinken. Und er hat sehr gerne Computerspiele. Macht er noch heute. Ja, kein Spaß. Du, ich mochte, er mochte Punk oder er mochte Rock, ich alles andere. So zog sich das durch. Er mochte, keiner, also es gibt unzählige, er mochte Beavis und Butthead. Und ich so, nee, wenn dann die Simpsons. Die Simpsons Rick and Morty. Spielst. Schöne Empfehlung, ja. Rick and Morty ist natürlich groß. Danke, Nico. Wann der Film, ne? Simpsons der Film, ja. Es ist sehr, sehr witzig. Das mit der Glaskugel über der Stadt, ne? Das Spiderschwein, genau. Mit Jim Carrey. Danke. Das war doch auch 23, war doch auch mit Jim, ne? Genau. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Nico sollte mal Dizzy zuschauen, wenn er Escape from Tarkov spielt. Da kann er mal den kleinen Unterschied sehen zum ersten. Ja. Ja, die Grafikentwicklung ist eh nett. Aber man müsste so viel sehen und hat so wenig Zeit. Und dann, wenn man überlegt, wie viel Content überall, ob bei Insta-Stories oder sonst wo hochgeladen wird, wenn bei Instagram oben steht, möchten Sie alle Stories ansehen, denke ich, keine 4 Stunden Zeit jetzt. Halt abgefahren. Was ich ein bisschen schade finde bei den Entwicklungen, bei denen wir ja vorhin waren, dass mittlerweile jeder denkt, er kann Unterhaltung kreieren.
Und tatsächlich gibt es viele psychologische Regeln. Und um die mal ganz simpel zu erklären, ihr kennt das doch, wenn wir bei, also draußen ist jemand und jemand ist drinnen und das Bild, die Szene ist zu Ende und eine weiche Blende, das, die Bilder gehen so weich ineinander über. Ja, das nennt man weiche Blende. Die hat tatsächlich, ist das ein stilistisches Mittel, das sagt, es gibt eine Verschiebung von Raum und Zeit. 3 Jahre später. Oder die sitzt jetzt da, es gibt eine weiche Blende und er ist am Alexanderplatz mit 2 Tüten von, möchte ich nicht sagen, wo du sonst zu einkaufen gehst. Primark. Und es wird halt alles irgendwie genutzt, um irgendwie zu gucken, das soll sich auch jeder ausprobieren. Das Problem ist so ein bisschen, das könnte der Branche auch schaden. Es gibt im Internet ganz viele unglaublich gute Talente, die auch nur gefunden wurden, weil sie sich im Internet fantastisch präsentieren konnten. Es gibt aber auch leider ganz viele Leute, die irre schlecht sind. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Leute, die denken, dass ich irre schlecht bin. Es gibt auch Leute, die einmal eine Kamera in ihrem Leben in der Hand halten und plötzlich Leuten zum Beispiel eine Produktion anbieten, egal von was, ob von einer Hochzeit oder einem Imagefilm für eine Firma, und sagen, ich drehe dir dann für 100 Euro. Es gibt in der Nähe von Berlin jemanden, der mit einer Drohne, einem kranähnlichen Ding und noch einer Kamera sich anbietet, inklusive Schnitt, inklusive Storyboard-Erstellung, inklusive Machen, Schreiben, Tun für 100 Euro. Das ist ein Witz. 100 Euro. Und dadurch werden Leute, die das beruflich machen, arbeitslos. Der Zusammenhang zwischen Internet und Fernsehen wurde jetzt nicht hergestellt bei diesem Thema. Aber Man hat den letzten Satz auch nicht mehr gehört. Der Zusammenhang und dann war das Mikrofon weg. Der Zusammenhang zwischen Internet und diesem Thema war irgendwie nicht gegeben. Es tut mir leid. Ich glaube, Ich wollte das einfach nur mal erzählen. Ja, aber das ist doch, dass das nicht jeder kann, ist doch klar. Also, was willst du erwarten? So, nicht jeder hat so seine witzigen Sachen, ne? Wenn ich morgens mir einen Taxifahrer in Berlin angucke um 4 Uhr, dann weiß ich, okay, nee, bleib mal lieber hier. Über dich wird nie einer lachen. So, und dann nimmst du dir, weiß ich nicht, den von gestern, Hilmi, super Typ, super witzig, über den habe ich gelacht so. Der könnte sowas machen. Nur, es ist ja beim Stream, ist es ja mittlerweile auch so, jeder will halt irgendwie streamen und das machen und damit Geld verdienen und oder wenn sie noch Zeit haben, wenn sie nicht gerade einen Podcast machen. Wenn sie nicht gerade, ich meine, Podcasts sind cool. Absolut. Weil du kannst halt in deinem Stream nicht über gewisse Themen so intensiv reden und dann kannst du halt einen Podcast machen, warum nicht? Und außerdem probiert sich jeder mal aus. Solange, jeder muss sich ausprobieren, so. Jeder muss halt gucken, wo es hingeht. Ne? Ich mein, das ist ja das Geile, dass jeder alles machen kann. Ja, ja, ist eben. Ob es dann nachher was wird, ist so die andere Sache. Bombenpranks. Ne? Ja gut, sehen wir jetzt mal davon ab. So. Von ich nenne es jetzt mal von der RTLisierung. Ich nenne das RTLisierung, weil so ist RTL ist für mich auch. Das ist halt so ein bisschen niveaulos geworden. Nicht alles, aber so der Großteil. Die Trends. So, das ist nicht so, dass die nackte Leute auf eine Insel schicken und gucken, ob die bumsen. Huch! Gott, das habe ich mir angucken müssen vor 2 Tagen oder gestern, als ich nach vorne gekommen bin und mein Mann hat sich das angeschaut. Und dann gucke ich so, sag ich, was ist denn mit der? Was hat denn die da für Lippen und so? Sag ich, du, auf der Insel sah die gar nicht schlecht aus. Sag ich, hast du dir das jetzt wirklich angeschaut? Und er so, ja. Nee. Oh, da gab es eine andere, wo die sich untenrum nur nackig gemacht haben, um sich zu daten. Ja, RTL 2 hat es ausgestrahlt. Das ist nämlich sonntags 22:15 Uhr. Da solltest du erst gucken, was dich untenrum erwartet und dann entscheiden, okay, will ich. Das habe ich mir, die erste habe ich mir angeschaut. Ich und Stefan so. Kinder auf Maximum. Die halten voll drauf, aber voll. So. Ich muss aber sagen, ich habe es nicht geguckt. Ich schaue, dass du es geguckt hast, aber wahrscheinlich wegen deines Mannes. Nee, ich bin eine Sau, ich gucke mir sowas an. Wenn ich nicht was Pornos gucke, gucke ich erst jetzt. Ich war so ein bisschen perplex, weil die halt, ich meine, es gibt doch noch Zensierung, aber das ist halt, und so oft, du hast den Leuten mehr in diesen Intimbereich und ich, ja. Ich war so ein bisschen, weißt du, so, ich war echt etwas verstört. Und das soll was heißen. Fernsehen oder schon über YouPorn? Nein, das ist Fernsehen. Es ist wirklich Fernsehprogramm gewesen. Ja, und dass das ich mal verstört bin, das soll jetzt mal was heißen, weißt du, so. Ja. Aha. Ja, ne, hier der Hannes und so, der hat so eine leichte Schräglage. Die gute Nachricht ist, keines der benannten Formate ist aus Deutschland.
wurde nur adaptiert hier. Ah. Das ist doch, das finde ich immer beruhigend. Die letzten Sachen, alles, die aus Deutschland rausgegangen sind, waren Schlag den Star, Schlag den Raab, Killerstraße und Genial daneben. Das, und Dani Lowinski wird jetzt in den USA laufen. Aber das sind so die drei Sachen, wo man immer sagen kann, bam, wenn Deutschland exportiert, sind das schöne Sachen. Also Sachen, Schlag den Raab ist in Großbritannien ein Riesenhit. Ne, dort wird es halt auch wie hier mit mittlerweile Schlag den Star immer unterschiedliche Leute eingesetzt, um halt auch mal irgendwie, es geht doch, ne? Es muss doch nicht alles Promi Big Brother sein, Dschungelcamp. Obwohl der Dschungel hat ja auch mehr als genug Fans. Sally? Ja? Sally, guckst du Dschungel? Was? Ehrlich. Überführt. Ja. Ich bin ganz ähnlich. Ich kann ja nicht, also ich persönlich muss sagen, ich kann nicht mal Tatort gucken ohne. Ich auch nicht. Nee, ich habe noch nie einen Tatort gesehen. Also. Wieso ist Tatort mit Dschungel gleichzusetzen? Abgesehen davon, dass ich Tatort nicht schaue. Dschungelcamp ist bei mir so ganz am Ende des. Ja, quotentechnisch kann man es tatsächlich in Vergleich setzen. Tatort, ja. Riesenquote, Dschungelcamp, Riesenquote. Dschungelcamp hat so hohe Quoten, das ist unglaublich. Das ist wie Super Bowl. Das ist ja einfach, das ist, so empfinde ich das, warum das funktioniert. Das ist genau dasselbe, wie du vorhin mit dem Schulden erzählt hast, damit Leute sich besser fühlen, wenn sie über andere lachen können. Weil ich kann mir im Leben nicht vorstellen, ein Mensch mit nur einem Funken Geist, dass der sich so eine Scheiße reinzieht. Weil das ist einfach wirklich in meinen Augen nur gequillte Scheiße. Wenn ich mir das eine Minute anhören muss, dann kriege ich schon Brechreiz. Voyeurismus. Und frag mich, wo deren Intelligenz ist. Die ist ja null vorhanden. Also es ist, wenn man es aus produktioneller Sicht sieht, ist es wirklich hochprofessionell gemacht, mit einer tollen Dramaturgie, tollen Texten, aber was ändert es? Das Dschungelcamp? Wirklich 100% toll produziert. Ich weiß, dass ich das sind sehr viele. Ich habe jetzt letztes Jahr reingesetzt. Ja, das gibt es ja fast weltweit. Also ich habe letztes Jahr halt reingeguckt wegen Hanka vermehrt und die hat es ja bis ins Finale geschafft und habe da zum ersten Mal auch das Finale dann gesehen. Ich habe die Staffel nicht durchgeguckt. Hier nee, und da das mal Finale habe ich. Also ich gucke es auch mir. Das Finale. Ich so zwischendrin gucke ich. Aber Hanka war sehr interessant, muss ja, ich auch das, zugeben. Und die haben halt die Best-Offs oder die Rückblickblinden, Matzen, waren tolle Musik, tolle Dramaturgie, sehr emotional, toll den Menschen gezeigt. Gar nicht so diese Push-Momente, aber ich meine, was nützt es? Ne? Es hat seine Fans, ob das heißt, dass es dadurch seine Daseinsberechtigung hat, möchte ich anzweifeln, weil ich persönlich finde es nicht egal. Ich mag auch die Idee nicht. Für mich ist das tatsächlich sehr wetten, dass ich. Ne? Brauchst du dich das und das zu machen, wenn du das und das dafür kriegst? Die Idee ist aus den 80ern von Frank Elsner. Jetzt halt im Dschungel. Stimmt. Jetzt war es irgendwie. Aber wiederholt sich ja auch alles. Ja, kannst es gerade ja, neu erfinden. Ja. Außer eine etablierte Web-Talkshow gibt es noch nicht. Vielleicht bald. Aber hast du nicht selber auch das? Ich meine, du bist ja noch weiter im Fernsehen drin. Jetzt so deine, das, was du mir von deinen Formaten erzählst, finde ich persönlich witzig. Das würde ich mir auch ansehen. Sehr schön. Und, gucken wir mal Shopping Queen zusammen, wenn es eine Woche von mir ist. Ja, na sicher. Ja, dann hauen wir uns hier, kranken wir uns auf die Couch und ballern uns dann eine Tüte Chips in die Birne. Genau. Und Prosecco. Oh, Prosecco. Genau. Können wir auch machen. Prosecco. Hast du nicht auch das Gefühl, ich möchte niemanden, den Fernsehen guckt, gerade angreifen und auch keine Produzenten? Ich schon. Hast du nicht das Gefühl, dass wir immer mehr verblöden? Das sagen Leute seit. Fernsehen oder so insgesamt? Nee, insgesamt. Dadurch verblödest du doch, oder nicht? Also jeder Vlog von Casey Neistat hat mehr Produktionsaufwand und erzählt mehr Story als das Dschungelcamp. Und das Video geht 9 Minuten. Und das macht er jeden Tag. Also die Aufwendigkeit bei YouTube ist eh irre geworden. Irre geworden. Also allein wenn ich auf Julian Bam gucke, was der da teilweise produziert, in welcher Zeit, ist irre und in welcher Qualität. Leute, ja, du, der Legende nach nimmt die menschliche Entwicklung, die Evolution lässt wieder nach, das Gehirn wird kleiner. Alles ein bisschen schwierig. Greif mal kurz ein anderes Beispiel auf. Zeichentrickfilme. Wenn wir heutzutage auf Zeichentrickfilme gucken, es gibt einen ganz fantastischen französischen Zeichentrickfilm, der heißt Angelo. Der ist wirklich unendlich gut. Und das ist das Prinzip, das gibt es seit 50 Jahren. Es ist ein Typ, der in die Schule geht mit zwei Freunden und die haben andauernd hacken die irgendwelche Pläne aus, um irgendwas zu schaffen. Zum Beispiel, dass eine Klausur nicht geschrieben wird, dass sie in den und den Kinofilm dürfen und die Band besuchen können.
Ich mal gesehen. Ist super gemacht. So, jetzt kenne ich aber ganz viele aus meiner Generation, die sagen, boah, ey, die Filme von heute, die kannst du alle wegschmeißen. Also ist ja nur noch Gewalt, ist ja nur noch zum Kotzen, kein Anspruch und alle so hässlich gemalt. Du, wir hatten noch schöne Trickfilme. So, wir springen mal zurück ins Jahr 1992. Meine Mutter musste zu einer Schülerkonferenz, da war ich zweite Klasse. Und sie sitzt da und sie sagt, so, warum sind wir hier? Ja, sagt die Lehrerin, vermehrt haben sich Lehrer beschwert über die zu gewalttätigen Trickfilme. Meine Mutter so, was? Ja, ja, speziell hat sich dann eine Mutter gemerkt, ja, ja, vor allem Bugs Bunny. Also da sieht man ja, wie ein Kojote einen großen Vogel mit Dynamit umbringen will. Und nicht nur das, manchmal rennt er über eine Klippe und fällt runter. Und danach lebt er wieder. Ja, wie sollen denn die Kinder das begreifen? Und meine Mutter so, was? Ist das, also, was? Ja, ja, sagt die Lehrerin, ja, das ist. Also ich möchte Sie wirklich alle auch bitten, dass Sie bitte mit Ihren Kindern reden. Ja. Also sie sind viel zu gewalttätig. Und dann sagte eine Mutter was Bezeichnendes, in der sie sagte, früher, wir hatten auch ordentliche Trickfilme. Die waren nicht so gewalttätig, die waren richtig schön gemalt. Und nee, hatten sie nicht. Was Lustige war, die Trickfilme in den 60ern waren gleich wie in den 90ern. Ja. Ihr Feuerstein als Beispiel. Und also ich glaube, die Menschen waren schon immer, leider. Ich wollte gerade sagen, so damals, als Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, haben alle rumgeheult, dass die Kinder nur noch zu Hause sitzen und Bücher lesen und nicht mehr rausgehen und spielen. Also, solange es Generationen gibt, die älter sind und Generationen, die jünger sind, werden die Älteren immer rumheulen, dass die Jüngeren irgendwas anders machen als sie selbst. Kennt ihr diese eine Werbung für Essen, wo zwei Frauen am Tisch sitzen? Und über alles mäkeln, dass da Fleisch drinne ist, dass da Milch drinne ist und den ganzen Pipapo und sie sich dafür schämen muss, dass sie normales Essen kocht? Kennt ihr diese Werbung? Und da wird sich original, hat irgendwer dahinter gesessen und hat gedacht, wisst ihr was, Leute? Hier. Und das ist ein richtig großes Unternehmen. Also wir reden hier von der Foodkette, wo du Essen warm machst, ja? Und die sitzen da und ich habe die Werbung, also die ging, glaube ich, 1,5 Minuten. Habe ich mir die reingezogen und ich sage, okay, ich werde schon langsam ein bisschen angry. Okay. Und dann die Frau denkt sich so bei sich in einer ruhigen Stimme, wisst ihr was, ihr Puten? Ich mache euch jetzt einfach Mikrowellenessen, wo draufsteht, dass da alles das, was ihr nicht mögt, nicht drin ist. Stellt ihnen das hin und die sitzen da, die beiden Schnepfen. Oh ja, das ist aber leckeres Essen. So, das können wir unseren Kindern geben. Die Werbung ist so unglaublich köstlich, ja? Also die Quintessenz davon ist, dass sich da irgendwer einen schönen Marketing-Gag ausgedacht hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das an unserem Alter liegt oder generell an der Wahrnehmung, die ich selber habe, dass das irgendwie alles, wie gesagt, dass man jetzt davor sitzt und sich denkt, ich sag mal, ich habe doch währenddessen den 30 Sekunden schon 20 IQ-Punkte verloren. Ich bin doch gerade just in dem Moment schon so dumm geworden. Ja, aber das gab's doch in den 90ern auch. Tutti Frutti. Ich wollte gerade Tutti Frutti gerade als Beispiel bringen. Ein Gedanke. Wie hieß damals die Sendung mit Jürgen von der Lippe? Geld oder Liebe. Mann, war das eine geile Show. Ja, weil du damals 15 warst. Du hast das gut in Erinnerung. Ja. Du hast das nur gut in Erinnerung. Genau. Echt? Nostalgiefilter. Ja. Oder wie hieß die andere nochmal? Das ist der gleiche Moment, als wenn jemand bei DSDS steht und sagt, ich gucke euch schon seitdem ich 6 Jahre alt bin und man selber denkt so, what? Die Nostalgie. Ja. Ja, die Schwester. Wie hieß das? Herzblatt war auch geil. Oh, mit Rudi Carrell? Heute Morgen sind manchmal ganz gern Cartoons aus den 90ern. Das ist halt auch so ein Flashback-Ding. Heute Morgen habe ich Inspektor Gadget geguckt. Wer ist der da? Inspektor Gadget. Ja, das ist auch super. Ja. Und das macht voll gute Laune. Ja. Okay, halten wir das einfach fest. Das ist einfach die Zeit, okay? Ja. Wir gucken uns jetzt einfach Leute an, wie sie irgendwelche Koffer auf die Straße schmeißen, mitten in der Stadt und schreien, Bombenbreak! Nee, ist eine Bombe. Und gut, lassen wir das einfach. Ja, aber die hast du halt damals auch schon beim Fernsehen gehabt und so. Jetzt hast du halt nur, mehr Leute haben eine Kamera dabei, weil es mehr Leute gibt mit Smartphones. Aber beim Fernsehen wird vorher immer die Polizei informiert bei solchen Sachen. Ja, es geht auch Gott sei Dank keiner in den Knast oder macht danach ein 47-minütiges Statement-Video.
Was ich wirklich sehr schlimm finde, ist, dass man sich videotechnisch oder Social Media technisch mittlerweile über andere Leute ergötzt. Genau, die Entwicklung, die im Fernsehen in den Nullerjahren gemacht hatte, ja, das sieht jetzt im Internet, ist schlimm, ja. Das kann nur hoffen, dass es wieder andersrum geht. Das finde ich schade. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall sein wird. Wisst ihr, ich habe vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen habe ich mit Robi eine sehr lange Konversation gehabt, also ne, mit unserem hier, Nico. Ja. Und ich habe. Das sagt doch ruhig seinen Internetnamen, die Leute kennen ihn doch hier. Jason. Ich kenne ihn jetzt. Der war gut. Den fand ich gut. Ich habe mich sehr lange mit ihm unterhalten und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich gar nicht mehr irgendwas kritisieren will. Weil mir das so auf die Eier geht, dass jeder Furz irgendwas zu sagen hat zu irgendwas. Und dann habe ich mal so rekapituliert. Trotzdem bist du bei Twitter. Ja, aber da schreibe ich positive Dinge. Ich versuche, du bist aber der Einzige. Bitte? Du bist aber auch einer von wenigen. Twitter ist ja irgendwie sehr, sehr sarkastisch geworden über die Jahre. Ja, und geht das ja geht nicht, mir so... Nicht um den Fakt, es geht um die Meinung zum Fakt. Und das finde ich, wenn man damit wirbt, dass man das schnellste Medium in Echtzeit ist, kann man sich... Naja, gut, erzähl das mal weiter. Entschuldigung. Das ist halt so, mir geht das so auf den Kranz. Genau aus dem Grund, weil du nie weißt, was er dir eigentlich sagen will. Slappy ist zum Beispiel, Slappy ist so ein Typ... Jetzt geht's los, Slappy. Nee, Slappy ist halt so ein Typ, der meint alles sarkastisch. Jeden alles. Satz. Ich nehm keinen einzigen Tweet, den du machst, nämlich noch voll. Umso keinen besser. Einzigen. Ja. Zum Glück. Es ist sogar so weit, dass ich die gar nicht mehr lese. Es ist so weit, dass ich wirklich nicht mehr lese. Und das macht mich so innerlich, hat mich das die letzten paar Monate, mich hat das aufgefressen. Dass du innerlich, du wirst so sauer auf diesen ganzen Scheiß, wenn du dir das reinziehst. Und sei es nur Leseform. Oder jemand schreibt gerade, du kritisierst, dass du nicht mehr kritisieren willst. Das ist ja sehr schön. Ich nehme mir das alles gar nicht mehr so zu Herzen. Ich beschalle mich und so mit Sachen, die mir gut tun. Und das andere filter ich regulär. Also versuche ich zum größten Teil so einfach so, nein, okay. Das, was Paddy gerade gemacht hat, ist das beste Beispiel. Das ist das beste Beispiel. Du kritisierst gerade das, dass du nicht mehr kritisieren willst. Heute wird dir alles im Mund rumgelegt, egal was du sagst. Ich habe heute erzählt, dass ich auf einem Konzert war. Ja, bei wem eigentlich? Bei Marilyn Manson. So, und wir haben eine komplette Bierdusche gekriegt, ja? Das heißt, meine Freundin von oben bis unten ein Bier drüber und ich auch, ja? Und darüber rege ich mich auf, weil ich das scheiße finde. Ja. Logischerweise, weil ist uncool. Und dann schreibt halt irgendeiner in den Chat, ja, du, dann geh halt nicht auf ein Konzert, das ist ja normal, so, wo ich mir so denke. Geh nicht auf ein Rockkonzert, hat nur noch gefehlt, genau. Ja, genau, das haben die Leute gesagt, wo ich mir dann so denke, willst du nicht einfach ganz kurz, Sepp, das interessiert hier gerade niemanden. Ja, ja, weil die Leute gestern, wollen sich zu allem äußern. Ja. Anstatt irgendwie ein bisschen Empathie zu haben und zu sagen, jo, würde ich auch scheiße finden. Wenn mein God of War T-Shirt, was meine Freundin mir zu Weihnachten geschickt hat, was ultra heilig ist, voll mit Bier ist, und meine Freundin Strickjacke, die sie sehr gerne trägt, von oben bis unten, von irgendeiner Volldeppin, die rammelvoll ist, mit 5 Promille direkt in der Scheißmitte steht, anstatt sie außen steht, dich mit Bier vollkippt. Nee, dann geh halt nicht auf ein Rockkonzert, das ist doch da völlig normal. Also, dann verschwinde halt, geh in deinen Snob-Bunker zurück, Mann. Ich verstehe auch nicht, aber du hast dir für 50 Euro deine Karte gekauft. Und das kannst du die ganze Zeit machen. Ich glaube, der Drang ist der Neid. Glaubst du? Ich verstehe nicht, warum man mit seiner Meinung so extrem immer hausieren laufen muss. Hast du letztens das Outfit von der einen beim Frühstücksfernsehen gesehen? Meinst du diese hässliche Jacke? Ja, mit den Möpschen. Es ist so, es gibt so Sachen, ne, aber manchmal wird es auch gefordert, warum sagst du mir nicht deine Meinung, weil du mich noch gefragt hast. So, ich muss meine Meinung nicht jedem aufs Auge drücken, das ist so, weiß ich nicht. Die Ausnahme. Finde ich. Ja, aber die Leute, sie suchen irgendwie mehr negative Sachen, ne? Die werfen sich gerne mit rein. Ich freue mich, wenn anderen Leuten was Tolles passiert. Beispiel, ein Kumpel hat ganz lange gespart auf eine Reise nach Miami und dann hat er das zusammen gehabt und dann ist er 2 Wochen nach Miami, der kam zurück, ne? Der hat geläutet, der war so happy. Wir waren so unendlich glücklich. 3 Wochen später sind wir bei irgendeiner Party in Berlin und es wird eine Reise nach Miami verlost. Durch einen irren Zufall gewinnt er diese Reise. Nee. So, 20 Minuten später läuft er mir über den Weg und ich sage, ey, herzlichen Glückwunsch, voll geil, du darfst wieder nach Miami. Und er guckt mich an, richtig Trauer in den Augen und sagt, weißt du was, Nico?
Du bist der Erste, der mir gratuliert. Du hast 40 Leute ins Gesicht gesagt, warum du? Du warst doch gerade da. Schenk das mal lieber mir. Was sollen die Scheiße? Das hast du gar nicht verdient. Ich habe gedacht, boah, Leute, Neid. Nichts gönnen. Übel, ja, ja, übel. Ja, das stimmt. Wenn man sich für andere Leute freut, passieren total krasse Dinge. Ja. Man freut sich für jemanden und es geht einem dadurch auch selber besser. Wenn ich mir den ganzen Tag sage, boah, ey, wie kannst du ihm nur, warum geht es ihm da so gut? Warum darf der ja ausschlafen? Warum kriegt der mehr Geld? Bla, bla, bla. Dann hilft es mir nicht. Deswegen gehe ich eigentlich nur von guten Sachen aus. Ähnlich wie du das jetzt auch versuchst und Sally, du das machst und du wahrscheinlich auch Slappy. Nein, auch wenn du hier als Follow Slappy bei Twitter, schenkt. Dann weißt du Bescheid. Ich habe da nur dieses Cover gesehen und habe erst gedacht, meine Güte, schon hier und da ein bisschen vorbei an Wonderwall, glaube ich, war es. Ja. Dann habe ich gesehen, es war ja die Coverversion eines Covers. Genau. Dann ist das natürlich total legitim. Entschuldigung, Steph, ich wollte dir nicht ein Wort fragen. Du kannst natürlich für dich selber antworten. Nee, ich meine, meine Tweets sind eigentlich immer relativ ernst im Hintergrund. Nur sie sind extra so formuliert. Das aber steht nicht in deinem Twitter-Account selber, dass deine Sachen, die du schreibst, nicht ernst zu nehmen sind? Ja, also ich shit poste natürlich. Genau, ja. genau. Aber vieles hat trotzdem einen ernsten Hintergrund, wenn ich mich über etwas aufrege, über die Dinge, die du dich im Stream genauso aufregst wie sie, dann verpacke ich das halt ist für mich, sarkastisch. Für mich ist das mittlerweile ein stilistisches Mittel geworden. Seitdem du mir... Du hast eigentlich den Stein dafür gelegt, Slappy, als du laut losgelacht hast bei der Köln-Geschichte. Als du das erste Mal, da hat das erste Mal jemand richtig darüber gelacht, wenn ich extrem Dampf ablasse. Ja. Und zwar volles Programm. Und wenn du dann merkst, dass Leute das gut finden, machst du es. Und das ist für mich, an dem Punkt habe ich festgestellt, oh Mann, oh eine Gott. Viertelstunde einfach mal komplett über irgendwas ab. Ranten. Gibst du mir gerade die Schuld? Habe ich ein Absolut Monster erschaffen? Ich gebe dir nicht die Schuld. Ich habe dir gerade zu positiv zugesprochen, ja. Falls du das nicht zugehört hast. Naja, nein, ich verstehe das schon. Und für mich ist das mittlerweile ein absolutes Stilmittel geworden. Ja. Ich würde in der Realität, also ich meckere in der Realität auch, Leute, hallo Peng, wenn wir off-stream sind, meckere ich auch über die Welt, ja? Und zwar nicht wenig. Also mache ich hier und draußen auch. Aber das ist für mich so ein richtiges Stilmittel geworden, einfach um die Welt zu genießen. Weil ich reg mich über Lappalien auf. Also wirklich Lappalien. Und da so ein Riesenfass aufzumachen, rumzuschreien und das einfach rauszulassen, ist großartig. Weil nämlich, wenn ich morgens Twitter aufmache, und das ist bei mir mittlerweile ein bisschen mehr, weil ich 200 Leuten folge, und mir durchlese, was da für eine Scheiße drin steht, dann denke ich mir immer, Mann, habt ihr ein beschissenes Leben, dass ihr so eine Kacke twittern müsst. ohne Witz, Leute. Das sage ich jetzt ganz klipp und klar. Ich bin für Be Positive, bin ich definitiv. Wenn es was Negatives gibt, gibt es das, ja. Aber was manche Leute von sich geben im Internet, also da sträuben sich mir die Haare. Guck morgens keine Nachrichten mehr. Vielleicht solltest du morgens kein Twitter lesen. Ich mach das ja, damit ich sehe, wenn jetzt wirklich was Schönes passiert. Wenn Slappy was Gutes passiert oder dir jetzt, weil du hast ja jetzt auch Twitter oder Sali, das lese ich gerne. Und da ist ja auch viel, viel Schönes dabei. Die Katze rastet völlig aus, siehst du das? Die Katze rastet völlig aus. Weißt du, was für ein Spiel ich mit dir spielen könnte? Meine Katzen haben alle Namen aus Videospielen. Bei ihm würdest du noch gut dastehen. Er heißt Zangief. Na, aus welchem Spiel ist es? Ach so, ich? Ja, aus Street Fighter. Zangief, runter jetzt. So. Ja, könnte man machen. Ja. Aber ich glaube, nur Street Fighter würdest du kennen. Aber wo du das, also die ganze Quintessenz, um zurückzukommen, diesen Strudel, den du vorhin angesprochen hast, der angestoßen wurde mit der Scheiße, der geht jetzt weiter und jetzt ist er hier. Ja, und das ist schlimm. Vor allem die ganz, ganz seltsames Beispiel. Wir hatten ja gerade eine Bundestagswahl. Und da gingen ganz viele Sachen rum. Unter anderem ging ein Ding rum, wo behauptet wurde, folgendes Post würde der AfD, also die AfD hätte das und das in ihrem politischen Vorhaben manifestiert und das würde im Wahlprogramm drinne stehen. Ich habe mir das durchgelesen, habe gedacht, nee, das ist so dusselig, das kann nicht mal die AfD freiwillig irgendwo laut hinschreiben. Ich habe das minimal, nur wirklich ganz kurz gegen recherchiert und da kam schon, dass da zig Sachen nicht stimmen.
Man muss sich bei der AfD eigentlich gar nichts ausdenken, was gegen sie spricht. Man kann sich da einfach auf die Sachen, die da sind, mehr als verlassen. Aber das sind diese Leute, und deswegen komme ich nämlich auf den Night Sally weiter vor, als das losging mit der AfD und dem ganzen Firlefanz und man sinnigerweise sehr viele Leute, denen man gefolgt ist, nicht mehr gefolgt ist, weil die sich enttarnt haben durch viele Sätze, war eine bei mir dabei, die hat den Link gepostet über einen armen alten Mann, der in seinem Auto auf einem Parkplatz an einem Supermarkt lebt, weil der deutsche Staat, ich zitiere, lieber Geld ausgibt für Ausländer und Flüchtlinge als für seine eigenen Rentner. Ich habe mir den Beitrag dann mal durchgelesen und da gab es keine Infos drin. Es wurde nur einmal verwiesen auf den Pressesprecher der Stadt. Als mündiger Bürger und als Journalist habe ich diesen angerufen. Ich habe ihm gesagt, ich habe den Artikel gelesen und ich wollte mal fragen, was da los ist. Und ob er weiß, dass es diesen Artikel gibt, in dem er zitiert wird. Und er sagt, nee, den Artikel kannte ich noch nicht. Herr Gutjahr, vielen Dank, dass Sie mir das sagen. Aber ich erkläre Ihnen gern, was da los ist. Dieser Mann ist aus seinem Haus geflogen, weil der Tierschutzverein und so weiter und so fort. Also es ging los, es waren, glaube ich, 40 Hühner, die auf engstem Raum zusammengefercht wurden. Hier, Messi. Inklusive diverser Tiere, genau, die alle in der Wohnung und drumherum um das Haus waren. Er hat daraufhin nicht mehr das Haus betreten durfte, dass der Tierschutz den zwangsgeräumt hat. Daraufhin natürlich die Wohnungsgesellschaft gesehen hat, alles klar, super Messi. Und bums, alles raus. Außer natürlich seine wertvollen Sachen, die wurden alle aufgehoben. Er, als Trotzreaktion, hat irgendwelches Zeug in sein Auto gepackt und hat sich auf diesen Parkplatz gestellt. Dort steht er. Dann habe ich gesagt, und was machen Sie jetzt mit dem? Dann sagt der Herr Gutmann, ganz einfach. Jeden Tag geht eine Kollegin von mir hin und bietet ihm eine neue Wohnung an. Zu einem super günstigen Preis, in toller Lage, günstiger als sie sein dürfte. Und wissen Sie, was er macht? Jeden Tag, er lehnt es ab. Er will nicht. Er will dort an diesem Supermarkt, in seinem Auto, mit seinem ganzen Zeug von sich umgeben sein und nicht in diese Wohnung. Da habe ich gesagt, okay, krass, das tut mir sehr leid. Für Sie, dass Sie da ein völlig falscher Kontext da verbreitet wird. Da hat er gesagt, ja, danke Ihnen, müssen wir mit leben, ne? Wir sind ja nur die Stadt. So, haben uns freundlich verabschiedet. Dann habe ich bei der Dame, die das gepostet hat, runtergeschrieben, was die Wahrheit ist, was der Pressesprecher gesagt hat, ihn zitiert und noch gesagt, dass man ihn fragen kann. Was hat sie gemacht? Sie hat meinen Kommentar geliked, aber den Beitrag an sich, der dadurch komplett entschärft war, weil alles nicht gestimmt hat, gelöscht hat sie nicht. Und dann wurde das bei der immer schlimmer. Alles, was in die Richtung ging, wurde dann gepostet und geteilt und dann habe ich sie auch. Mhm. Dieser Neid, der führt halt zu ganz komischen Sachen. Und das macht irgendwie, jemand hat das gerade ganz geil im Chat geschrieben, ne? Nur weil wir halt in einem wohlhabenden Land sind, ist Neid in der Form irgendwie möglich. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Es ist halt ziemlich crazy, dass die Leute so garstig und fies und böse werden und halt alles nur noch negativ sehen oder vielleicht auch sehen wollen. Du bitte nicht auch noch, Dizzy. Ich nicht, nee, ich habe aufgehört damit. Du, ich lebe seit kurzem in der Schweiz. Ich wohne mit einem sehr bekannten deutschen Streamer zusammen. Das ist cool, mir geht's wunderbar. Ich verbreite lieber wieder Liebe als Scheiße und reg mich einmal am Tag für eine Viertelstunde laut auf. Alle lachen, alle wissen, wie das gemeint ist und dann liebe ich mein Internet so. Und filter das raus. Du willst gar nicht wissen, ich habe von 200 Leuten, und ich gebe das offenkundig zu, ich habe von 200 Leuten, denen folge ich nur aus Respekt, davon sind mindestens 180 gemutet. Weil ich die Scheiße gar nicht lesen will. Wenn du mir folgst, ist es einer mehr. Ich will es gar nicht lesen, wer seine Krankenakte hier hat und wer Scheiße da hat. Anstatt das sinnvoll zu nutzen, schreiben sie halt so einen Käse. Ich hatte vorher noch eine Frage im Chat gelesen. Da wurde gefragt, was ich von Werbung oder Fernsehwerbung halte. Ich muss sagen, die macht Gott sei Dank mal wieder hier und da einen Sprung. Habt ihr die Werbung, die aktuelle, irgendwas von der BVG gesehen? Den Berliner Verkehrsbetrieben? Gott, yeah. Die haben eine so geile Marketingabteilung. Die sind so groß. Die haben einmal die Arie, das ist in der U-Bahn. Irgendwie zig Leute, Oli P. ist mit dabei und so weiter. Dann singen die da eine Arie, total geil, alles aufeinander abgestimmt. Und jetzt so eine Boyband, die durch Berlin irgendwelche Leute erfolgt und Münchner Freiheit singt. Toll. Also da nur kurz am Rande. Ich finde, die Werbung macht sich, aber insgesamt gucke ich gar keine Werbung. Nur die es schafft, irgendwie einen mitzunehmen. Ne? Gestern hatte ich meine geilste Werbung. Und das ist keine Lüge. Ich habe gestern das erste Mal im Flugzeug mir eine Belehrung angehört nach 100 Flügen, die ich getätigt habe. Ich sitze in diesem Flugzeug, in British Airways kommt ein Monitor runter und da wird er normalerweise abgespielt und vorgesprochen von einer Stimme.
Und die zeigen das dann. Ihr wollt es nicht glauben, aber Gandalf hat gestern meine Belehrung gemacht. Im Ach, Flugzeug. Geil. Ich habe Tränen gelacht in diesem Flugzeug und ich habe gesagt, bitte spiel das nochmal. 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 Können wir nochmal fliegen? Das war so unglaublich gut. Sie haben englische Stars eingeladen. Also wirklich Urgesteine im Fernsehen ich weiß nicht, wie die Autoshow da heißt bei denen, die super bekannt ist. Gandalf war da mit drin, dann noch irgendein Rap-Musiker war da noch mit bei. Und die haben die Belehrung gemacht. Und dann siehst du da einen indischen Produzenten, wie er die verarscht, dass die das nicht richtig machen als Schauspieler. Und du sitzt davor und denkst so, nein, das ist eure Belehrung? Wie geil ist das denn? Du sollst halt deine Maske runternehmen und die aufsetzen und Gandalf sitzt dann neben einem Typen, Top Gear, genau. Dann sitzt er neben den Typen und sagt ihm so, kannst du denn richtig einatmen? Das sieht mir nicht danach aus. Und dann haben sie halt den Fehler so beschrieben, dass die Maske nicht funktioniert, wie du das dann den Fehler beheben kannst. Ich saß ohne Scheiß, ich habe die Kopfhörer rausgenommen, ich saß da, wow. Und dann kam halt British Airways Werbung am Ende. Bam. Ey, die schreiben alle, dass sie gerade schlafen gehen. Ich habe noch gar nicht gesagt, ihr müsst alle den Kanal abonnieren. Nico, die Web-Talk-Show. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen überhaupt schon gesagt habe. Liken, abonnieren. Nico, die Web-Talk-Show gerne bei YouTube liken. Ihr wisst, das ist die härteste Währung des Internets und ich brauche mehr davon. Jetzt da Bitcoin immer weiter, sogar habt ihr es mitbekommen, dass die Regierung sagt, Bitcoin, wissen wir aber nicht, ob das so geil ist. Und als offiziellen Hinweis hinterher gesagt, lieber Nico, die Web-Talk-Show abonnieren, ne? Bei YouTube. Haben leider nicht so groß in den Medien durch. Genau, Nico, die Web-Talk-Show. Ich habe es vielleicht ein, zwei Mal erwähnt. Aber es ist schon um 11. Habe ich jetzt auch gerade gesehen. Ja. Wir können Content-Creator. Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, Nico. Kann gerne jeder noch eine Frage stellen. Ich kann auch kurz antworten. Was? Hast du nicht einmal gezeigt. Hast du für dich selber Vorbilder? Also sowohl in den neuen Medien als auch in den alten Medien? Ja. In den Medien. Also es gibt einen, der sowieso seit Jahren irgendwie prägsam ist, Pharrell Williams. Großartig. Sowohl was er für den Umweltschutz tut, als auch Mode, Style, Musik. Medial, James Corden, der tatsächlich, weil wir ihn ja hier nirgendwo sehen und tatsächlich die Show im Internet wesentlich erfolgreicher ist als bei der Ausstrahlung in den USA. James Corden, also für die Neuen und eigentlich auch Jimmy Fallon, weil der auch ziemlich der dann in die Alten reingezählt werden muss, genauso wie Ellen DeGeneres. Das sind so tatsächlich meine Vorbilder, weil die es schaffen halt perfekt, also in meinen Augen perfekt Unterhaltung zu machen. Natürlich kannst du nicht jeden Tag eine 6 würfeln und 40 Minuten High Level hinlegen. Kann auch nicht jede Web-Talk-Show eine sein, bei der du denkst, oh geil, da hat ja alles gestimmt, yay. Das passiert mal und es ist wahrscheinlich wie mit perfekten Tagen, die es halt auch nur ab und zu gibt. Also was das angeht, Vorbilder gibt es, aber es ist jetzt keiner, bei dem ich sage, geil, das mache ich jetzt genauso. Das ist eher so, wie machen die's, welchen Weg wählen die und funktioniert dann, wie reagieren die in bestimmten Situationen? Das finde ich zum Beispiel immer sehr, sehr spannend. Gerade Jimmy Fallons Mutter ist vor kurzem gestorben und er hatte da eine Woche dann freigenommen und dann war halt die erste Show und mein Ziel ist halt auch, eine eigene Sendung zu haben, die wirklich viele, viele Leute sehen, im Idealfall Millionen auf der Welt, deswegen gibt es auch ab Dezember internationale Folgen. Viele Gäste aus allen möglichen Ländern sind da, die ersten sind aus Schweden, dann kommen welche aus Belgien und aus den USA und so weiter und so fort. Dass ich halt weiß oder sehe, wie gehen Profis mit solchen Situationen und was machst du in so einer Situation? Was ist, wenn das halt so dein Leben mitreißt? Ne? Wir alle haben im Idealfall eine Mutter, die wir lieben. Wenn die stirbt, wie macht jemand, du hast so selten im Leben Gelegenheit zu gucken, wie geht jemand damit um? Ne? Weil sonst quasi so eine Schutzfunktion. Du kannst mal gucken, wie ist das? Ich habe Zivildienst gemacht und dann ist jemand gestorben und ich konnte in einem sicheren Umfeld einen Blick auf eine Leiche werfen. Die Tagesschwester sagte danach, du Nico, ich habe jetzt auch überlegt, wer von euch beiden blasser ist, du oder die Leiche. Und du gehst jetzt mal lieber nach Hause. Das war aber in einem Safe Place. Deswegen, ich sehe es, glaube ich, eher als Inspiration als Vorbild. Solange du nicht die Lache von Jimmy Fallon übernimmst, ist alles in Ordnung. Ich glaube, meine ist schlimm genug. Ich muss dir eine Frage stellen, weil der junge Mann, ich glaube, der ist so brennend, der hat dich schon 5-mal gestellt und mittlerweile nun auch schon bei Twitter, ja? Er fragte, Nico, warst du diese Woche auch in Hannover bei Shopping Queen? Nein, ich drehe ja gerade Bares Ferraris, aber ich bin nächste Woche drehen wir Shopping Queen in der Nähe dieser Stadt, darf nicht sagen wo.
Ich glaube, damit hast du ihn, damit hast du Tom eine große Freude bereitet. Ich hoffe, Tom bereitet mir eine große Freude und abonniert Nico die Rap-Talk Show bei YouTube. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähne. Nee. Ich glaube noch nicht. Möchtest du nicht nochmal? Aber hast du überhaupt Abonnenten dadurch? Ich weiß das nicht. Habt ihr überhaupt eine Abonnenten? Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Deine Folge hat 2 neue Kommentare bekommen. Einmal du bist scheiße, einmal du bist super. Vor allen Dingen von jemandem, du bist scheiße oder du bist monoton, von jemandem, der halt schon über mehrere Jahre zuguckt. Ja, sie hat sich einfach daran gewöhnt. Wahrscheinlich ist das aber auch eher eine Kritik daran, dass ich dir nicht das Umfeld gegeben habe, dass du so sein kannst, wie du willst und deswegen anders bist. Das ist für ihn vielleicht so, dass er denkt, das ist aber jetzt nicht mein Dizzy. Siehst du, und den kenne ich halt doch anders. Warum machen wir uns über sowas Gedanken, anstatt diesen Einsatz einfach zu nehmen und ihn liegen zu lassen und vielleicht über unseren Content Creator diese Woche reden? Warte, ich muss noch ganz kurz auf einen Satz eingehen. Ein Carpool in Deutschland wäre bestimmt auch cool, schreibt 0T so 0. Ich spreche wahrscheinlich alle Namen falsch aus. Carpool Karaoke in Deutschland ist halt verbrannt. Ne? Ich habe halt auch überlegt, irgendwas mit Autos zu machen, weil es so geil ist, weil du so viele Möglichkeiten hast. Aber ich habe ja Killer A Cappella Karaoke mit ganz vielen tollen Leuten schon gemacht und das ist halt auch eine unique Idee, die gab es so noch nicht. Deswegen freue ich mich. Ich sage das hier auch laut, das ist meins. Und tatsächlich hat der WDR versucht, Carpool Karaoke nachzumachen. Und zwar auf eine so unangenehme Art und Weise, dass man sich sofort erschießen wollte, wenn man es gesehen hat. Das war wirklich, da hat nichts gestimmt. Der Gast ist eingestiegen und der Moderator hat versucht, ganz hip zu rappen auf Beats. Und dann hat der Künstler gesagt, oh, ich mag Bruno Mars mit Uptown Funk zur Zeit total gerne. Und dann, oh, das habe ich zufällig mit am Arsch. Dann lief das dann. Und dann konnte keiner den Text. Und du hast dann da gesagt, oh Gott, Leute, warum tut ihr denn das, wenn es James Corden gibt? Aber der Vorteil ist halt, wie du vorhin schon gesagt hast oder festgestellt hast, ich auch, es gibt diese Generationsunterschiede. Meine Fresse. Wer das guckt, ist ab 50. Der hat keine Ahnung, dass es das auch in gut geht. Ja, der sieht das und denkt, ach, das ist ja eine schöne Idee. Guck mal, da sitzen die jungen Leute und singen. Insofern, vielleicht muss man einfach wirklich nur mehr klauen, aber deswegen freue ich mich, dass ich da ein Original habe. Und jetzt ja, muss ich zu meiner Persönlichkeit der Woche kommen. Nico, du brauchst einen Live-Kanal. Das ist nee. Hast du Twitch? Haben wir noch Twitch-News oder schieben wir die auf nächste Woche? Nee, nächste Woche. Sind ja nur 7 Tage jetzt. Genau. Die Twitch-News kommen dann nächste Woche. Großartig. Slappy, du hast heute den ganzen Abend nicht viel gesprochen. Magst du vielleicht deinen Content-Creator vorstellen? Aber sehr gerne doch. Na, dann hau doch mal einen Schlag rein, Magge. Und zwar schlage ich einen sehr, sehr guten Streamer, der viel, viel mehr Viewer verdient hat als... Oh, nee, das ist falsch. Jetzt bin ich aus Versehen in die Pause reingegangen. Und zwar der Keverson. Den habe ich sehr, sehr gerne. Den kennt man aus Funk und Fernsehen, quasi von Twitch. Der hängt, glaube ich, ab und an auch mit den Pixelmaniacs zusammen. Spielt sehr viel Super Nintendo, Retro-Zeugs. Spielt aber auch gleichzeitig neue Sachen. Und ich würde jedem ans Herz legen, mal bei dem guten Keverson reingucken. Ich habe sogar schon Mods, die überlegen, mehr ihn zu gucken als mich, als ich ihn mal gehostet habe. Also wenn das nicht mal ein Qualitätsmerkmal ist, dann weiß ich nicht. Schaltet da ein. Keverson. Kev. Top-Typ. Jo, ist er. Willst du machen, ja. Sali, oder soll ich? Ich mach. Okay. Bei mir ist es, ich glaube, ich habe sie schon mal vorgestellt, aber ich bin momentan nicht so viel unterwegs. Bei mir ist es Raubling. Raubling spielt, ist eine ganz wunderbare Person. Und sie spielt momentan, ich weiß nicht, wie lange sie noch Gothic spielt. Wie sie immer Gothic spielen. Gothic oder in Alex hat sie sich sehr verschossen. Und sie spielt Gothic sehr gerne. Und Skyrim spielt sie, glaube ich, nicht mehr. Also, ach, und Ark. Ich glaube, ich sehe gerade Ark. Nee, das ist Seven Days to Die. Ah, das ist, okay. Survival-RPGs, also solche Sachen, spielt sie sehr gerne. Unglaublich freundlich, sehr positiver Mensch. Da ist man wirklich gut aufgehoben im Stream. Man fühlt sich wohl. Es ist eine super angenehme Atmosphäre. Eine ganz wundervolle. Schaut mal bei der Raupe vorbei. Raupe. Die ist super. Jo. Knutsch für Raupe. Ich mach mal, oder? Ja, bitte. Also, Freunde der Sonne, ich empfehle euch Hans Meiser. Der Name ist Programm, das wisst ihr ja. Und der spielt gerade Escape from Tarkov. Ich habe sehr viel gelernt von ihm. Ich habe keine Ahnung, wer er ist.
Was er für einen Hintergrund hat, I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er sehr gut Tarkov spielen kann und ein super angenehmer Mensch ist. Das heißt, wenn ich abends fertig bin mit Streamen, wird er nicht rumgeschrien und so wie ich das mache, sondern der ist halt sehr entspannt und spielt das Logger runter und da kann man ein bisschen was lernen. Und wenn ihr euch für Tarkov interessiert, er spielt das zurzeit sehr, sehr viel. Er hat davor Battle Royale gespielt. Könnt ihr da gerne reingucken. Also da habe ich definitiv diese Woche am meisten Zeit für. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Stream geguckt. Ja, seit Notruf hat sich viel verändert. Danke dir. Ja, da kam doch noch, was kam denn da noch alles? War um Neo Magazin Royale zu sehen, bis er halt erzählt hat, dass wir alle Aluhüte tragen sollten. Ja, hat er das? Hat er. Und deswegen ist er jetzt bei Twitch. Übrigens, den hatte ich mal angefragt für meine Web-Talkshow. Der hat sogar ja gesagt. Aber dann war die Nummer mit den Aluhüten und dann habe ich ihn nicht mehr. Wow, cool. Ey, aber es kommen andere coole Leute, wo man sich sehr freuen kann. Du hast heute zwei kennengelernt. Absolut, ja. Und ich Idiot vor allem. Ich sage, Sally, dass du die Gitarre spielst oder singst, ist ja Quatsch, wenn wir noch einen Sänger da haben. Slappy. Du, genau. Sally, du kriegst ein anderes Spiel. Weil Spiele ausdenken ist meine Stärke. Super. Jetzt fühle ich mich wieder wohl. Darf ich jetzt auch noch jemanden vorstellen? Aber sehr gerne. Das wäre bei mir der Philipp aus Hamburg, Phils Osophy. Es ist ein Booktuber, der sehr interessante Booktubes macht, weil er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt dann auch mal, also ich mag den Autor eigentlich und die Figur, aber das hier ist totale Scheiße. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich habe mich letztens mit ihm in Hamburg getroffen, als ich auch da war. Und er wird bei mir in der Sendung zu Gast sein und ich werde bei ihm auch sein. Wir machen quasi zum ersten Mal in der Geschichte seines Channels ein Book-Rezensions-Battle. Heute überlegt, welche Bücher wir nehmen. Es war ein harter Kampf. Und als ich gesagt habe, ich habe Harry Potter 1 noch nicht gelesen, war ui, die Stimmung war kurz hart am Boden. Aber ja, ja, ich sehe die Blicke. Ich weiß, du hast Harry Potter nicht gelesen? Ich habe die Filme gesehen. I feel you, ich habe das auch nicht. Du hast die Filme gesehen. Das war so großartig. Das war ich muss mir doch auch irgendwas aufheben, wenn ich mal Zeit habe. Außer euch jetzt bei Twitch andauernd zu schauen. Zum Glück habe ich jetzt die Bücher gesehen und habe dann auch Book verstanden. Ich habe was anderes verstanden. Okay. Ja, also der Film. Book. Das war's. Cool. Wie nennt man das? Booktuber? Booktuber. Booktuber. Was hast du denn verstanden? Boob! Ah, Boob-Tuber. Wie hieß nochmal das mit der Kamera? Boob! Ach so, ja. Man hört ja immer nur das, ne? Was man hören will. Ja. Genau. Ja, du guckst zu viel so Dschungelcamp. Ja, Sandy. Absolut. Und wie gesagt, der Hanka Rackwitz bei Nico, die Rap-Talkshow. Kannst du mal angucken, war lustig. Wie war nochmal der YouTube-Channel? Boob-Tube. Ach so. Nee. Nico, die Rap-Talkshow. Phils Osophie. Web-Talkshow allein war schon weg. Ja, mit Phil waren wir durch. Phil's. Ach so, sorry. Ja. War schön bei euch. Ach, bei dem guck ich mal rein. War schön mit dir. Wir haben Folgendes jetzt, Nico. Du hast das Schlusswort. Nachdem aber wir drei vor dir schon Tschüss gesagt haben, da hast du die letzten Worte heute. Wie viele sind das? Die letzten Worte? Du kannst meinetwegen noch mal eine Stunde Monolog führen. Also scheinbar die Leute mögen deine Story so. Ja, aber ich sehe gerade, Boob-Tuber ist der neue Shit. Ja. Sally, da solltest du unbedingt was machen. Da ist ja, ja. Du hast 40 Minuten danach so gemacht. Ja, jeder mag Boobs. Absolut. Okay, dann höre ich euch jetzt beim Tschüss an. Von der Sonne. Ach du. Ich würde anfangen. Das mache ich ja. Ja, darf ich? Ja, ja, darf ich. Von der Sonne, vielen Dank für die 54. Nummer. Ganz spezielles Dankeschön an Nico. Es war, glaube ich, du hast die meiste Redezeit in 54 Folgen gehabt. Echt? Durchgängig, ja. Du hast die meiste. Wir waren ja heute nur Statisten. Dankeschön, dass du uns mal mitgenommen hast in die Welt des Filmes, des Fernsehens und der Sternchen. Ich persönlich habe es schon kennengelernt. Ich mag deine Stories ungemein. Ich hoffe, dass wir nochmal irgendwas gemeinsam machen können. Weil mir hat das echt sehr viel Spaß gebracht heute. Und auch der Dreh war auch schön, übrigens, ja. Auch wenn der Moment vielleicht für dich nicht so, es war gut, ja. Dankeschön an alle, die hinter der Kamera wieder dabei waren und geholfen haben. Vielen Dank an Slappy, der das immer noch streamt aktuell, aufgrund der Tatsache, dass wir kein Internet haben. Dankeschön, auch an der Stelle. Sally, Dankeschön fürs Dasein. Sowohl letzte Woche als auch diese Woche. Ihr seid wundervoll. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Nacht. Habt einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder,
weil wir ja letzte Woche ausfallen lassen haben. Das heißt, nächste Woche kommt wieder die Spiele-Review mit Sletzy. Und dann werden wir mal ein bisschen die Spielewelt auseinandernehmen. Gucken wir mal, was im Dezember so passiert mit den ganzen Spoilern, die wir euch da geben. Der Slabby hat nämlich, Slabby, du darfst es, glaube ich, kundtun, oder? Kann ich machen. Du kannst es gleich kundtun. Slabby hat sich einen wunderschönen Namen ausgedacht für die Sendung für nächste Woche. Ich habe euch lieb, Internet. Das habe ich wirklich in der Tat. Schlaft schön, macht euch einen wunderschönen Sonntag und guckt bei Nico die Web-Talk-Show vorbei. Ich bin unter anderem auch dort. Also es ist ein Grund, dort hinzugehen. Ja? Aber die anderen Sachen sind auch cool. Slabby, magst du oder soll ich? Ja, mach du ruhig. Dankeschön. Tschö mit Ö. Nein, es war wundervoll heute. Dankeschön für diesen wundervollen blanken Schnack. Nico, dankeschön, dass du da warst. Das war großartig. Ich habe so ein bisschen Bammel vor heute gehabt. Ich meinte so, ne, YouTube, Fernsehen ist sowas. Aber es war unglaublich spannend. Die Zeit ist schneller umgegangen, als mir lieb war. Also ich hätte gern noch so 1, 2, 3 Stündchen das verlängert, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Ganz großartig. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank an die Regie, an Slabby und an alle anderen im Hintergrund. Schön, dass ihr meine Freunde seid. Ja, ihr beiden da. Dankeschön. Das ist echt schön, euch zu haben. Danke an alle, die da waren und einen wunderschönen Start in die neue Woche wünsche ich euch. Positiv denken. Wenn's geht. Good vibes, ihr Pisser. Bei mir nicht. Bei mir das wird mein neuer Spruch. Good vibes, ihr Pisser. Geil, den nehme ich. Bei mir gibt's keine Good Vibes. Bei mir gibt's Forced Negativity. Das ist meine Community. Von mir auch. Vielen lieben Dank, Nico, dass du da warst. War sehr gut, sehr schön, dich kennenzulernen. Und ich habe deine Anekdoten sehr genossen, muss ich zugeben. Hätte, wie Sally gesagt hat, ruhig noch 2, 3 Stunden weitergehen können. Die sie gute Fragen gestellt. Auch dafür ein großes Dankeschön. Wenn ich irgendwann mal in Berlin bin, dann sollten wir auf jeden Fall mal irgendwie was machen. Würde mich sehr freuen. Danke, Sally, dass du da warst. Und danke ihr da vorne, vor dem Bildschirm. Danke, dass ihr da wart. Nächste Woche, wie der, die sie gesagt hat, gibt's Plankenschnack Spoiler Alert. Das fand ich war ein sehr interessanter Name. Deswegen sollten wir den, glaube ich, durchsetzen. Also, da ja Monatsanfang ist, spoilern wir quasi den kompletten Monat, was alles so rauskommt an Spielen und passieren wird in diesem Monat. Das heißt, nächste Woche Sonntag 20 Uhr nicht vergessen einzuschalten beim Plankenschnack Spoiler Alert. Und ansonsten, ja, Dankeschön. Ich mach's kurz, ich bin heiser. Habt einen schönen Wochenstart und bis nächste Woche. Ich wohne übrigens in der Schweiz. Nico wohnt in Berlin. Ah ja, genau. Ja, meine ich ja. Ich sag ja, wenn wir in Berlin sind. Ja, weil im Berlin Chat jemand geschrieben hat, dass ich halt in Berlin wohne. Das ist ja Quatsch. Nee. Aber vielleicht bist du ja auch mal in Berlin. Ja, das ist kein Problem. Sag Bescheid. Wir haben ja privat Flugzeug, das ist kein Ding. My turn. Vielen lieben Dank an euch alle drei. Es war sehr, sehr angenehm, sehr, sehr witzig. Und das muss ich auch unterstreichen. Dizzy, schöne Fragen. Auch schöne Fragen aus dem Chat rausgesucht. Bei der Masse, die da reinkommt, ja auch manchmal gar nicht so leicht, dann welche rauszupicken, bei denen man sagt, die könnten jetzt. Danke für die Toleranz, dass ich meine Redezeit knallhart überschritten habe. Sieht es nicht, aber ich habe hier so einen Timer, den Dizzy beeinflusst. Und der geht ist wie bei in Time bei diesem Film. Ja, da steht immer so 10 Minuten und wenn er merkt, oh Gott, jetzt fängt ja noch eine Geschichte an, dann zirrt, ist nur noch 1 Minute und deswegen habe ich ja dauernd abgebrochen. Also, ich hätte auch genau 1, 2, 3 Stunden gerne mit euch weitergesprochen und vielleicht ergibt sich das ja nochmal beim 108. Plan. Dann, dass wir ja pünktlich hier immer so zur Verdopplung schaue ich gerne nochmal rein. Und wenn du mal in Berlin bist, gerne, würde mich freuen. Und ich weiß, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich es erwähnt habe, aber der YouTube-Channel heißt Nico die Web Talk Show und ist wirklich, wirklich, wirklich empfehlenswert. Ich persönlich hasse es, wenn es Leute so offensichtlich mit der Werbung halten, aber was soll ich sagen? Abonniert meinen Kanal! Es war mir ein Fest. Kauf hat sehr viel Spaß gemacht, auch im Channel mitzulesen, im Chat. Und wünsche auch einen ganz tollen Sonntag, eine wunderbare Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns und Peace. Und bye to Peace. Peace. Vielen Dank. Long and prosper. Good vibes, ihr Pisser.
Wollen wir noch mal winken für die Kamera, ja, fürs, ja, Bild? Ja, natürlich. Mach dann einen Screenshot. Screenshot bei Twitter, bitte. Danke. Tschüss. Gott, dieser Bart ist so Porno. Ja, ist schlimm. Ja, ich finde den voll gut. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Der nochmal.